Von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem heutigen Workshop Himex Mineralwerkstoffe. Freut mich, dass natürlich so viele unserer Einladungen gefolgt sind. Wir sind hier grob überschlagen 25, 30 Teilnehmer und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer und Zuschauer im World Wide Web, die sich auch registrieren konnten. Da sind auch nochmal eine große Teilnehmeranzahl. Also freut uns, dass so viele Interesse haben an unserem Workshop, an unserem Mineralwerkstoff. Wir werden das heute versuchen, euch möglichst praktikabel vorzustellen. Wir werden jetzt später anfangen mit einem Theorieteil, wo wir das Material mal grundsätzlich vorstellen. Um was handelt es sich, was sind die Vorteile? Vielleicht werden wir auch über Nachteile sprechen. Wir werden ein paar Projekte zeigen, um zu zeigen, okay, warum wurde Mineralwerkstoff hierfür ausgewählt und so weiter. Und gehen dann peu um peu in die praktische Verarbeitung über. Das heißt, wir beide sind von Klöpfer Surfaces. Wir stellen uns aber gleich nochmal separat vor. Und wir werden euch heute durch diesen Tag, durch diesen Nachmittag führen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Fragen jederzeit gestattet. Hier natürlich einfach losplabbeln. Ich wiederhole die Fragen dann, dass eben unsere Zuschauer, Zuhörer das auch mitbekommen. Die Leute, die im Internet unterwegs sind, können über die Chat-Funktion Fragen stellen, die wir natürlich dann auch möglichst alle hoffentlich beantworten können. Deswegen sind wir zu zweit. Einer von uns beiden wird schon wissen. Genau. Gut, aber das Wichtigste heute eigentlich erstmal zuerst. Wir müssen uns mal richtig bedanken beim Herrn Heine, dass wir wieder mal hier sein dürften. Das ist mittlerweile der dritte Workshop, den wir hier abhalten. Und wir sehen hier, wir sind hier mitten in der Fertigung. Seit gestern Nachmittag, 15 Uhr, wird hier nichts mehr gearbeitet, weil wir seitdem die Halle hier in Beschlag genommen haben. Dafür schon mal herzlichen Dank. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann, dass wir das kriegen. Ich komme mal ein bisschen näher, einfach ein bisschen kuscheln. Ja, erstmal hallo in die Runde und herzlich willkommen bei der Heine GmbH. Wie er schon gesagt hat, ist das jetzt schon das dritte Mal, wo wir diesen Workshop hier machen mit Himex. Kommt immer sehr gut an und was die technischen Sachen sind, macht ihr dann. Kurz zu unserer Vorstellung, Tischlerei habt ihr gesehen. Wir haben nicht nur die Tischlerei, wir haben auch eine Metallverarbeitung, die nicht hier in Leipzig ist. Also die in Leipzig ist, aber in der Ludwig-Schubfeld-Straße, wo wir dann Metall machen. Dort können wir lasern, stanzen, kanten, schweißen, alles was dazugehört. Hier können wir Kunststoffverarbeitung machen, wir können tiefziehen. Himex verformen, was die wenigsten können in diesen Größenformaten. Also wir können bis 2,50 Meter mal 1,10 Meter thermisch verformen. Werden wir dann sicherlich nach dem Mittag euch mal vorstellen, was alles möglich ist. Sven Müller ist der neue Geschäftsführer und Eigentümer. Ja. Wir erweitern die Firma um eine Druckerei noch. Die wird im nächsten Monat dann mit hier rüberziehen. Das heißt, unser Leistungsportfolio ist enorm groß, von der Kunststoffverarbeitung, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung. Also wenn ihr irgendwo mal ein Anliegen habt, die ersten Zusammenarbeiten haben sich schon sehr positiv entwickelt und hoffen, dass es weiter so geht. Dann noch einmal recht herzlichen Dank. Ja. Und ja, ansonsten wünschen wir euch heute allen einen schönen Tag. Es ist wirklich ein geiles Material. Und Verarbeitung auch super, aber da seid ihr dann dran. Ja, eigentlich brauchen wir gar nichts mehr jetzt sagen, weil Sie haben schon alles gesagt. In dem Fall bedanke ich mich für euer Kommen, fürs Zuhören. Nein, Spaß. Ich denke, das ist schon Applaus wert, ne? Ja. Alles gut. Nein, dann gut. Okay, also dann besten Dank. Übergebe ich euch das Wort Genau. Und wir ziehen uns zurück. Wir sehen uns, Herr Müller. Erstmal noch offiziell hallo. Hallo. Hallo, Müller. Gut, dann legen wir eigentlich auch schon los. Also wie gesagt, nochmal für alle kein Monolog, wir wollen Dialog führen, stellt eure Fragen, wie gesagt, dafür sind wir heute da und das wollen wir möglichst auch alles wieder so wie gehabt einfach beantworten und durcharbeiten. Wir stellen uns einfach mal kurz vor, vielleicht der Kollege zuerst. Ja, mein Name ist Andreas Kunzweiler und bin gelernter Schreiner. Ich werde Sie heute durch den praktischen Teil führen und freue mich drauf. So kurz machst du das heute? Genau. Hey, haben wir wieder Glück gehabt. Normal brauchen wir eine halbe Stunde. Aber okay, gut. Mein Name ist Oliver Griemert. Ich habe hinten, haben wir auch mal so eine kleine Folie mal an die Wand geschmissen. Ich glaube, ich gehe mal links darüber. Ich bin für den kompletten Vertrieb von Himex bei der Firma Klöpfer Surfaces verantwortlich. Bin natürlich auch selbst aktiv bei den Kunden unterwegs. Der ein oder andere hier kennt mich. Ich betreue die Postleitzahl 8, 9 und 0 aktiv. Kollege Kunzweiler macht eher so die 7, die 6, angrenzende 8 haben wir Überschneidungen und in der 9. Und so sind wir eigentlich hier unterwegs und versuchen von Architekten über Handwerker bis hin zu Meisterschulen eben unser Material näher zu bekommen, näher zu bringen und natürlich auch möglichst viele Informationen zu geben.
das, was da draufsteht, müsst ihr nicht alles so wörtlich nehmen. Es soll ein bisschen zum Schmunzeln geben. Aber man sieht, Sport ist nicht ganz so meine Stärke. Dafür bin ich im Schokoladeessen viel, viel besser. Nehme ich auch jede Herausforderung an. Nein, also von dem her wollen wir das euch heute einfach den Werkstoffen näher bringen. Wir sind von Klöpfer Surfaces. Das ist ein eigenständiger Unternehmensbereich der Klöpfergruppe. Ihr kennt alle den Klöpfer Holzhandel klassischerweise. Wir sind eigenständiger Unternehmensbereich der Klöpfergruppe und wir kümmern uns ausschließlich um diesen Mineralwerkstoff Hymax. Und als zweites Material haben wir noch eine Großkeramik Laminam, welche auch über Klöpfer Surfaces konfektioniert bei uns bezogen werden kann. Wir haben zwei Vertriebsstandorte, einmal in Neu-Ulm. Ja, man hört es vielleicht an der Aussprache, wir beide kommen aus dem Süden, wir sind dem Standort Neu-Ulm zugeordnet. Und dann haben wir noch einen Kollegen oder Kolleginnen oben in Neustrelitz, wo auch noch ein Büro ist. Von dort aus erfolgt auch der komplette Musterversand zum Beispiel, kommen wir aber später auch nochmal drauf. Und wir haben dann ein Riesenlager in Bremen, das sind auch mal ein paar Bilder aus dem Lager, also sind wirklich zig Hochregale mit drin. Relativ neu, weil wir hatten, ja, als Corona kam, ist auch unser Lager in Bremen abgebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ging in Rauch und Flammen auf, wurde dann eben neu aufgebaut, bis es so umgezogen. Und das ist ein Blick jetzt schon in die neuen Hallen. Wir durften uns das dann auch mal anschauen. Also für mich war es schon beeindruckend. Ich habe dann fast Angst bekommen, wo ich die vielen Paletten gesehen habe. Denke, oh Gott, das müssen wir alles an den Mann bringen. Ist doch ganz schön viel. Also hier liegt Ware ungefähr im Wert von 1,5 bis 2 Millionen Euro rum. Also das ist eben mit der Vorteil, den wir von Surfaces haben, was Mineralstoff angeht, dass wir diese komplette Kollektion nahezu permanent eingelagert haben. Ich sage nahezu, weil natürlich wir kennen alle die aktuellen Situationen am Beschaffungsmarkt. Wir von Surfaces exportieren das Material containerweise direkt aus Südkorea, sprich Hymax wird in Südkorea produziert und wir kaufen containerweise von dort ein. Und es kann mal sein, dass sie sagen müssen, okay, Material ist gerade auf dem Schiff, schwimmt gerade, wird in circa 14 Tage, 4 Wochen, in einer Woche da sein, dann sind die Platten wieder verfügbar. Aber wie gesagt, wir versuchen das mit unserem Lager so hinzubekommen, dass möglichst wenig Engpässe entstehen. Und toi, 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 wir klopfen auf Mineralwerkstoff. Bis jetzt hat es eigentlich auch immer im Großen und Ganzen geklappt. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen schon ins Material ein. Oder gibt es noch Fragen schon mal vorab zu unserer Personen, zu der Firma? Gut, dann machen wir weiter. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich schon mal in diesem theoretischen Teil mit drin. Wir fangen natürlich mal am ersten an. Was ist überhaupt Hymax? Hymax ist ein Mineralwerkstoff. Und vielleicht auch nur mal vorweg, viele kennen ja Wettbewerbsmaterialien. Wir hatten schon mal mit Mineralwerkstoff zu tun gehabt. Hände hoch. Die Leute in der Kamera wollen es auch sehen. Die sehen nur eure Hände, keine Angst. Okay, also doch schon einige. Jetzt frage ich mal provokativ, habt ihr alle mit Hymax gearbeitet? Aha, da haben wir schon. Mit was? Welche Werkstoffe kennen Sie? Korian. Okay, was noch zum Beispiel? Kennt noch jemand andere? Okay. Ja, okay, cool. Ich will auf eins raus. Also ihr habt das alles acrylgebundene Mineralwerkstoffe genannt. Darum geht es uns heute auch. Also bei Hymax ist auch ein acrylgebundener Mineralwerkstoff. Im Gegenzug dazu gibt es noch polyestergebundene Mineralwerkstoff. Aber unser heutiges Thema ist wirklich einfach diesen acrylgebundenen Mineralwerkstoff. Ne? Und wie gesagt, das ist eben der Hauptteil oder einer der Hauptbestandteile ist eben dieses Acryl im Material. Das heißt, wir haben circa 1/3 Acryl im Material und circa 2/3 oder 67% hier das sogenannte Gesteinsmehl Aluminiumoxid-Trihydrat. Das ist im Prinzip genau dieses natürliche Element, was im Material drin ist. Also man sagt, das ist ein natürliches Material, weil hier wirklich ein Erz verarbeitet wird. Das ist ein sogenanntes, ich nenne es mal leicht verstehbar, ein Aluminiumerz. Das heißt, aus diesem wird das Aluminium gewonnen, wird produziert und aus dem, was übrig bleibt, wird dann eben der Mineralwerkstoff hergestellt. Ne? Deswegen sagen wir auch immer, wir müssen aufpassen, Chargenunterschiede. Also das ist immer ein Thema. Wenn die Charge zu Ende ist, kann es eben leichte Unterschiede geben, weil natürlich dieses Erz nie hundertprozentig gleich ist, das Ganze. Ne? Und dann gibt es eben noch 3% so Farbpigmente, um eine weiße Platte, eine grüne Platte, eine braun gesprenkelte Platte und so weiter eben herzustellen. Das sind im Groben und Ganzen so die 3 Hauptbestandteile im Mineralwerkstoff. Das Acryl brauchen wir eben, damit wir es eben, ja, sowas wie hier, perfekt verformen können. Ja, also das geht eben am besten mit einem acrylgebundenen Mineralwerkstoff. Da kommt der Polyester,
Werkstoff, denke ich mal, schneller an seine Grenzen. Mit Acryl funktioniert das perfekt. Werden wir heute aber auch noch alles nochmal näher besprechen. Hier habe ich einfach mal so ein bisschen so die Hauptpunkte, was spricht denn für den Einsatz von Mineralwerkstoff, aufgeschrieben. Zum Beispiel robustere Oberfläche, deren Haltbarkeit mit Naturstein vergleichbar ist. Ich glaube, uns ist jedem bewusst, der Mineralstoff schon mal in der Hand gehabt hat, dass es natürlich kein Stein ist. Es ist nicht so kratzunempfindlich wie ein Naturstein. Das Schöne ist aber, dass das Material sehr, sehr langlebig ist. Warum? Weil ich die Flächen immer wieder im Originalzustand bringen kann. Das heißt, wenn wirklich mein Kratzer entsteht, dann kann ich den immer wieder ausschleifen. Und somit haben wir hier Material, was wirklich manche Einbauten überlebt. Gerne zum Beispiel wird es in Krankenhäusern eingesetzt, wenn die dann mal die Patientenbäder sanieren. Dann kommt oft der Tischler, baut die Waschtische raus aus Mineralwerkstoff, nimmt die mit in die Werkstatt, schleift die über, werden die wieder eingebaut. Für uns schlecht, wir verkaufen kein neues Material. Der Tischler freut sich, hat eine schöne Arbeit, das Krankenhaus spart viel Geld. Also das ist eben so gerade dieses Thema Nachhaltigkeit und eben auch Haltbarkeit, dass es eben langlebig ist, das Material. Den zweiten Punkt habe ich gerade schon angedeutet. Eben, ich kann die Material oder das Material immer wieder im Originalzustand bringen, eben durch Schleifen, durch Fräsen, durch klassische Reparaturen. Das sind aber alles so Punkte, wo wir heute zeigen bzw. mindestens auf jeden Fall ansprechen wollen. Und eben hier auch nochmal die offenen Fragen dazu beantworten. Wichtig ist vielleicht auch noch, Hymex zum Beispiel ist ein schwer entflammbarer Werkstoff. Das heißt, es ist BS1D0 zertifiziert und kann eben somit in der 12 mm Materialstärke auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden und überall da, wo es eben eine Anforderungen an die Brandschutzklassifizierung eben gibt. Es geht dann noch weiter. Es gibt ein Sondermaterial, das fängt immer ja, mit einer 9 im Prinzip, oder mit einer 7, Entschuldigung, das ist zum Beispiel die S728 Alpine White. Das sind jetzt Dekore, die speziell für den Schiffsbereich, für die Fassade eingesetzt werden können. Genau in den Bereichen, also Schiene zum Beispiel, also Züge, wo es eben nochmal einen erhöhten Anspruch an die Feuerbeständigkeit oder an die Brandschutzklassifizierung gibt. Also grundsätzlich haben wir hier viele Zertifikate, eben von Brandschutz angefangen, über Hygienezertifikate, über Zertifikate für den Einsatz in Museen, wo es eben um die Ausdünstung vom Material und so weiter geht. Also wenn da irgendjemand mal Zertifikate für spezielle Bereiche braucht, uns einfach mal anschreiben, kontaktieren und dann gucken wir, was wir zur Verfügung stellen und stellen es euch natürlich dann gerne zur Verfügung. Der Mineralwerkstoff wird sehr, sehr gerne überall dort eingesetzt, wo zum Beispiel Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Also wir finden es natürlich klassischerweise im Sanitärbereich, als Duschwannen, als Wandverkleidungen, als Waschtische und so weiter, weil das Material absolut porenlos ist. Das heißt, es nimmt keinen Schmutz in die Oberfläche aus und natürlich auch keine Feuchtigkeit. Deswegen gibt es eben Becken aus Mineralwerkstoff, die sind dicht, die quellen nicht auf. Also Feuchtigkeit macht dem Material eben nichts auf. Und das ist eben das Schöne, dass alles, was auf die Fläche kommt, an Schmutz auch, Öle und so weiter, bleibt oberflächlich und dringt nicht ins Material dann eben ein. Der nächste Punkt, zu verarbeiten wie Holz. Ja, also ist so. Wir wollen euch jetzt hier nicht alle dazu bekehren, das komplett selber zu verarbeiten. Freut uns natürlich, je mehr das selber verarbeiten, umso schöner ist es. Wir haben natürlich auch ein riesen Netzwerk an potenziellen Verarbeitern, die das Material beherrschen, die es können. Aber ich glaube, jeder von euch, der das Material mal einsetzt, muss mal an der Baustelle vielleicht nochmal eine Verklebung machen, muss das Material mal schleifen und so weiter. Und dazu dient eigentlich der heutige Workshop, einfach mal dieses Basiswissen aufzunehmen, mit sich nach Hause zu nehmen und dann eben in die praktisch dann eben umzusetzen. Das wollen wir heute eben alles machen. Und da werden wir eben sehen, wir haben genau die Maschinen, die wir zur Holzverarbeitung benötigen. Es gibt kaum Sondermaschinen, die wir hier haben. Wir haben natürlich ein paar Exoten dabei, die wir euch mal zeigen wollen, dass ihr mal seht, was gibt es auf dem Markt. Also, aber grundsätzlich sind die Werkzeuge, die ihr in der Werkstatt habt, eigentlich vollkommen dazu auszureichen. Effektvolle Tarntransluzenz, das sehen wir später auch. Wir haben Dekore, die man mit Licht bespielen kann. Also da kommen wir aber später dann auch nochmal drauf. Hier haben wir mal eine kleine Darstellung von der Herstellung. Ich durfte Gott sei Dank oder vor ein paar Jahren mir die Anlage in Südkorea mal anschauen. Es ist ein geschlossener Prozess, man sieht nicht wirklich viel. Deswegen hier einfach mal diese schematische Darstellung. Hier vorne spricht man von dem sogenannten Gemenge. Das heißt, hier kommen alle Zutaten, ähnlich wie beim Backen, kommen hier in einen großen Kochtopf, wird einmal kräftig umgerührt und kommt dann eben auf eine Art Fließband. Also hier ist das Acryl drin, die Farbpigmente, die sogenannten Quanches. Quanches sind zum Beispiel
diese weißen Elemente im Material, ne, so diese Partikel im Material, das nennt man eben auch Grunches. Das wird eben alles vermengt, kommt dann auf eine Art Fließband. Wir haben hier schon mal vorne eine chemische Reaktion, das heißt, das Material tempert leicht. Und wir haben aber dann in der Herstellung nochmal einen Hochleistungsofen, wo das Material zusätzlich nochmal getempert wird. Genau hier versuchen wir eben Einfluss auf das Material zu nehmen, um zu sagen, okay, wir haben weniger Spannung in dem Material, es lässt sich besser bearbeiten, verformen und so weiter. Wenn es dann abgekühlt ist, dann wird das Material auf die Transportmaße zugeschnitten. Standardmäßig sind wir bei 76 cm bei mal 368 cm. Die Oberfläche wird vorgeschliffen mit einem Industrieschliff. Da haben wir ungefähr eine Körnung von 300 ganz grob. Und die Rückseite hat ungefähr eine Körnung vorgeschliffen von 150. Wichtig hier vielleicht gleich mal zu sagen, es ist in der Regel keine fettige Oberfläche. Das heißt, das Material wird bei euch, durch euch in die Werkstatt wieder bearbeitet. Dann wird noch eine Schutzfolie aufgezogen. Das sieht man jetzt hier hinten zum Beispiel, also wo diese rote Schrift drauf ist. Das ist diese Schutzfolie. Die bleibt im Normalfall drauf, solange ich nicht an die Oberfläche ran muss. Man kann die auch mit Saugern, sage ich mal, greifen. Also die hebt so gut und dann, wenn ich sie abziehe, ziehe ich die ganz normal ab. Das ist einfach durch eine statische Haftung hebt die und soll eben verhindern, dass möglichst keine Kratzer auf die Fläche entstehen. Bei jedem Kratzer kann ich zwar ausschleifen, aber natürlich mit dementsprechenden Aufwand. Hier einfach mal ein paar Beispiele, die wir mal da reingetan haben von ein paar Projekten, die unsere Kunden umgesetzt haben. Hier zum Beispiel, was ganz gut zu sehen ist, ist hier, das befindet sich alles im Außenbereich. Und alles, was hier weiß ist, ist aus Mineralwerkstoff gemacht. Also wir haben hier hinten ein Duschpanel aus Hymax, der Duschboden aus Hymax, selbst der Terrassenboden ist aus Hymax gemacht worden. Hier der Tisch, ne? Also man sieht, der ist, keine Ahnung wie lang, wir haben hier drei Stühle stehen, da kann sich jeder vorstellen, wie lang der ist. Eine Platte reicht nicht, das heißt, wir haben hier vermutlich eine Klebestelle, hier irgendwo eine Klebestelle und so weiter. Also er wurde mehrmals verklebt. Und natürlich, das ist die Herausforderung bei dem Material, eine Klebefuge so hinzubekommen, dass ich sie nicht sehe. Ja, und das ist genau das, wollen wir euch heute zeigen, wie das zu machen ist. Und dann kann man eben solche Elemente herstellen mit Verformung und so weiter. Unten drunter ist natürlich eine Unterkonstruktion. Hymax ist immer wie eine zweite Hülle, die über ein anderes Material drüber gesetzt wird. Also auch hier habe ich jetzt eine massive Unterkonstruktion, damit der Tisch eben so stehen bleibt dann. Das rechte Bild ist so mal eine klassische Anwendung im Sanitärbereich. Also hier ein Waschbecken komplett aus Hymax, auch wieder mit hier eine verformten Ecke, sage ich mal, ein Becken eingeklebt und so weiter. Das sind so die klassischen Anwendungen für den Mineralwerkstoff, gerade im Sanitärbereich. Und hier eben dann diesen Waschtisch individuell angefertigt an die räumlichen Gegebenheiten. Auch ein schönes Beispiel, und zwar, da sind wir jetzt eben im Flughafenbereich. Das heißt, da war Brandschutz ein Thema und es war auch wieder ein Außenbereich das Thema. Das heißt, auch hier UV-Beständigkeit, Frostsicherheit und so weiter. Und auch hier wurden wieder diverse Elemente gemacht, also Sitzelemente mit so Pflanzstellen mit dabei, Mix mit anderen Materialien und so weiter. Also da sieht man auch wieder ganz gut, was mit dem Material verformbar ist, eben große Flächen fugenlos zu gestalten und das Ganze nach Möglichkeit noch mit einer dreidimensionellen Verformung. Wenn wir mal die linken Bilder anschauen, und zwar das untere, da sieht man mal einen Blick in die Fertigung. Das war jetzt hier zum Beispiel die Firma Ackermann in Wiesenbronn, die das gefertigt hat. Und da sieht man auch, hier oben habe ich eine 12 mm Hymax und unten drunter ist jetzt hier eine Alu- oder eine Stahlkonstruktion, was auch immer. Also auch hier habe ich wieder das Hymax auf eine Unterkonstruktion aufgebracht. Ladenbau ist natürlich auch immer ein interessantes Thema. Da geht es dann hier zum Beispiel gerade in diesem Beauty Store, ging es darum, eine Oberfläche zu gestalten, die auch gut zu reinigen ist, weil ja, man sieht, es ist der klassische Kosmetikbereich, das heißt die Kundinnen, probieren ihre Produkte da aus, sei es vom Puder angefangen bis hin zum Nagellack oder Lippenstift. Und da ging es darum, eben, wie bekomme ich was weg, wenn es auf die Fläche gelangt. Und das ist eben das Schöne am Mineralwerkstoff. Ich kann das eben mit so einfachen Reinigungsschwämmen zum Beispiel entfernen, ne, sowas. Ich kann mit einer Scheuermilch draufgehen. Ich kann auch mal kurzzeitig auch mal mit Aceton draufgehen, ne. Also das ist eben so ganz angenehm, um die Flächen wieder schnell sauber zu bekommen, ohne dass hier irgendwie große Nacharbeiten notwendig sind. Ja. Im schlimmsten Fall natürlich kann ich die Platten auch einfach schleifen. Auch hier wieder alles, was weiß ist, ist aus Hymax. Hier mal diesen Dresen auch wieder geformt. Also da sieht man mal auch wieder, was so alles machbar ist.
hier eine Apotheke, eine schöne Theke. Man sieht es, glaube ich, ganz gut. Das sind lauter im Prinzip Dreiecke, die jetzt hier mit einer entsprechenden Gärung verklebt wurden. Das Ganze wurde verschliffen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir hier eine Klebefuge vom Millimeter, 2, 3 Millimeter haben, sondern es ist wirklich so passgenau gefertigt, dass ich eigentlich nur eine Fuge im Zehntelbereich habe. Und das ist genau das, was wir beim Mineralwerkstoff eigentlich haben wollen, möglichst keine Fugen. Hier war die Anforderung natürlich aktueller Anlass wieder, Desinfektionsmittelverträglichkeit. Also das ist auch ein Material, was ich mit den Oberflächendesinfektionsmittel wirklich regelmäßig sauber machen kann. Also macht dem Material auch nichts aus. Das ist schon ein älteres Beispiel, gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht hat es einer schon mal im Live gesehen. Aber hier sieht man ganz gut, diese ganzen Bögen hier sind alle aus Hymex gefertigt. Und zwar wurden die so gemacht, dass die erst verformt wurden und dann eben diese Struktur eingefräst wurden auf der 5-Achs-CNC. Ne? Warum erst verformen und dann fräsen? Weil das Material bei Temperatur arbeitet. Also Feuchtigkeit macht dem Material nichts aus, aber Temperatur. Und wenn das Material getempert wird, spricht man ungefähr bei 30 Grad Temperaturunterschied, wird das Material circa 1 bis 1,5 mm arbeiten. So, und wenn hätten wir das vorher gefräst und dann verformt, wären die Strukturen nicht mehr da, wo sie sein hätte sollen. Ne? Weil das kann sich einfach dann etwas verziehen. Und es sind einfach verschiedene Elemente aneinandergereiht und dementsprechend bearbeitet. Ne? Die rechten Bilder zeigen dann nochmal so ja, Sitzgelegenheiten. Da ging es auch darum, ja, wir kennen es ja leider auch im Museum, dass sich die Besucher verewigen müssen, wann sie da waren, mit dem Edding mal schnell hier irgendwo auf so weiße Flächen, vielleicht noch besonders gut. Ich kann halt auch ein Edding, kriege ich wieder weg von der Fläche, ohne dass ich großartig mit Maschinen hier irgendwas nacharbeiten muss. Ne? Gut, hier nochmal die wichtigsten Eigenschaften zusammengefasst. Also haben wir schon gehört, es ist ein nicht saugendes, nicht poröses Material, deswegen nimmt es keine Feuchtigkeit, keinen Schmutz auf. Homogen, fugenlos, große Flächen können gestaltet werden. Also wir haben schon mal, ein Kunde von uns hat eine Garderobentheke gemacht, die war 22 Meter lang an einem Stück. Ne? Wurde natürlich dann an der Baustelle dementsprechend verklebt, aber das ist genau das, zu sagen, boah, ich habe einen Riesen drum und ich sehe keine Klebestellen. Das ist die Theorie. In der Praxis klappt es meistens auch. Ja. Transluzent, das sind so Sachen, wo wir dann nochmal drauf kommen, dass wir eben mit Licht spielen können, also indem wir einfach ein transluzentes Material nehmen, indem wir Hinterfräsung machen und dann mit Licht bespielen. Da kommen wir aber später dann auch nochmal drauf. Thermoverformbar, ja, haben wir schon gesehen, unseren klassischen Knoten. Also das ist so das klassische Beispiel. Ne? Ich habe einen wirklich harten, massiven Werkstoff. Wenn ich den dann temperiere, wird er weich wie eine Gummimasse, wie eine zähe Masse und dann kann ich einen Knoten rausmachen. Wir werden später in der Heizschiene oder in der Heizpresse einige Streifen temperieren. Wer will mal einer in die Hand nehmen, dann sieht er, wie das Material weich ist. Und ja, und dann kann man eben diverseste Sachen eben verformen. Ne? Angenehme Haptik, das ist noch so ein Punkt. Den Oberflächengrad glänzend matt, den bestimmt ihr durch Schleifen. Also es wird immer empfohlen, eine seidenmatte Oberfläche. Das heißt, wir bewegen uns ungefähr beim hellen Farbton 300er, 400er Körnung ungefähr. Beim dunklen Farbton sind es dann 600er, 800er Körnung, je nachdem, wie intensiv die Farbe sein soll und welchen Glanzgrad ich eben haben will. Aber grundsätzlich macht der Tischler dann eben diese haptische Oberfläche. Dann, ne? Und die ist in der Regel, fühlt es sich deutlich wärmer an. Wir haben es gestern gemerkt, wir durften hier gestern ja schon herrichten und wir haben die Muster aus dem Auto geholt. Gestern hatten wir ja auch schon fast 39, 40 Grad. Also die Muster waren richtig schön kuschelig warm. Ne? Das ist auch zum Beispiel sowas, wenn man zum Beispiel zum Architekturbüro geht und so weiter. Da mache ich es gerne mal, dass ich zum Beispiel so eine Art Steindekor nehme, gerade im Winter, das ist interessant, und tue das vorher in die Hosentasche. Und wenn ich dann im Gespräch dem Architekten das Muster in die Hand gebe, dann merkt er, ups, sieht aus wie Stein, aber ist warm. Und das ist genau so ein Aha-Effekt, den man mit diesem Material eben auch erzielen kann. Ne? Um zu sagen, okay, guck mal, wir haben ein Material, es sieht aus wie Stein, lässt sich aber verarbeiten wie Holz und dadurch kann ich als Tischler dir eben tolle Sachen daraus bauen. Ne? Und die Haptik eben fühlt sich deutlich wärmer an, klingt anders wie Glas, Edelstahl und so weiter. Pflegeleicht, ja. Wenn man die Produktunterlagen so durchschaut, steht immer dran, pflegeleicht. Also man kann es leicht sauber halten. Das heißt es aber nicht unbedingt, einmal feucht abwischen und jeder Schmutz ist weg. Pflegeleicht bedeutet, dass ich mit jedem haushaltsüblichen Reinigungsmittel drauf kann, bis hin zur Scheuermilch. Das ist oft so ein Punkt, wo sich die Endkunden manchmal nicht rantrauen, wirklich mit einer Scheuermilch ranzugehen. Es ist aber auch wichtig zu beachten, wenn ich mit einer Scheuermilch die Fläche bearbeite,
dann nicht nur punktuell den Schmutz wegmachen, sondern ich muss die ganze Fläche machen, ne? Weil ich ja im Prinzip wie die Fläche schleife. Aber ansonsten, ich kann eine neutrale Seife nehmen, ich kann Spülmittel nehmen, ich kann Fensterreiniger nehmen und so weiter. Man kann teilweise mit einem Zitrusreiniger draufgehen. Also ich kann das Material sehr, sehr gut wieder sauber machen und auch sauber halten, das Ganze. Ne? Chemische Beständigkeiten haben wir auch schon teilweise gehört. Also viele Säuren machen dem Material nichts aus. Gerade wenn ich mit Lebensmitteln draufkomme, Fruchtsäuren, Säfte und so weiter, dringt nicht ins Material ein. Verkrustet vielleicht in der geschliffenen Struktur, weil wir wissen ja, wenn ich ein Material schleife, habe ich Täler und ich habe Berge. Und da verkrustet sich der Schmutz und den muss ich dann eben wieder rausholen aus diesen Poren. Und deswegen ist es, je besser ihr das Material bearbeitet, schleift, umso leichter ist die Pflege auch im Nachgang dann. Aber grundsätzlich dringt nichts ein und alle solche Mittelchen bleiben auf der Oberfläche. Und ja, dadurch habe ich wieder eine schöne Oberfläche. Schlagsee, ja, wir haben einen Mineralwerkstoff, der aus Acryl bestellt. Das heißt, wenn hier zum Beispiel, wir haben hier klassischerweise, hat man mal diesen sogenannten Kugelschlagversuch gemacht. Das heißt, wenn die Kugel drauf knallt, dann bricht das Material nicht. Also das, durch diesen Acrylanteil wird der Schlag sehr gut aufgenommen und das Material bricht nicht. Andersrum wieder, gerade in der täglichen Praxis, wenn ich jetzt einen Hängeschrank in der Küche habe, über eine Arbeitsplatte aus Hi-Max und mir fällt mal das Sektglas runter oder sonst irgendwas, dann wird A, das Glas nicht so schnell zu Bruch gehen und natürlich auch nicht die Hi-Max-Platte. Genau das Gleiche, wenn ein Flakon, Parfümflakon im Bad runterfällt. In seltensten Fällen wird die Hi-Max-Platte zu Bruch gehen. Ne? Ausnahmen bestätigen leider immer die Regel, aber im Groben und Ganzen wird der Schlag sehr gut aufgenommen. Nicht toxisch, ja, die Frage kam zu Beginn schon mal oder bevor wir offiziell gestartet haben, kam die Frage schon. Also das Material ist völlig frei von Formaldehyd, von VOC-Emissionen und Nanopartikel. Ich habe es extra nochmal nachgelesen, weil so steht es zum Beispiel in unserer Broschüre auch mit drin. Wir dürfen das Material ja wirklich mit Lebensmittel rangehen. Und wie gesagt, dieses Zertifikat für den Museumsbereich, die sogenannte ODI-Test, der sagt ja auch aus, dass das Material keine Ausdünstungen hat, damit eben die teure ägyptische Papyrusrolle eben nicht kaputt geht durch das Material. Ne? Also deswegen sind wir da wirklich auf der sicheren Seite und haben keine Auswirkungen auf die Gesundheit. Dass beim Schleifen eine Maske getragen werden, ich glaube, ihr seid alle Handwerker, ich glaube, das wisst ihr, habt ihr alle gelernt, was wir da machen sollen. Das ist natürlich was anderes dann. Schwer entflammbar, das haben wir schon mal angesprochen, BS1, DD0. Leicht zu verarbeiten, das wird uns später der Andreas nochmal zeigen. Reparabel werden wir auch ansprechen. Also ich kann das Material wirklich wieder, selbst eine defekte Verklebung kann ich ausfräsen, kann Streifen einsetzen. Wenn ich das alles sauber mache, wieder sauber verschleife, sehe ich wirklich nahezu bis gar nichts. Und das ist das Tolle an diesem Material. In den Broschüren haben wir auch hier diese Übersicht drin. Das ist genau die gleiche. Und zwar geht es hier um diese chemischen Beständigkeiten. Das sind einfach so ein paar gängige Materialien angefangen. Wir fangen ganz harmlos oben an mit Wasser und enden unten mit einer 5%igen Essigsäure. Ne? Was wichtig immer zu beachten ist, ist grundsätzlich die Einwirkzeit. Je aggressiver ein Mittel ist, was auf die Oberfläche einwirkt, umso schneller muss ich es wieder von der Fläche bekommen, damit es eben nicht dauerhaft zu Schäden in der Oberfläche führt. Beispiel, ein Desinfektionsmittel, grundsätzlich macht dem Material nichts aus. Habe ich aber diese Desinfektionshandspender, und der ist undicht und der tropft permanent auf die Fläche, dann wird sich irgendwann die Oberfläche verändern bis hin zum Weichwerden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen sage ich immer, die Einwirkzeiten beachten, je aggressiver, je weniger. Und dann hat man damit eigentlich auch lange Freude an seiner Arbeitsplatte. Wie gesagt, gehen wir es nicht ins Detail darauf ein, außer es hat einer Fragen. In der Broschüre, die auslegen, sind die abgedruckt, kann jeder selber mal reinschauen. Gibt es bis dahin Fragen zum Material grundsätzlicher Art? Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich weiter. Und zwar, ja, wir gucken uns einfach mal die diversesten Dekore und Oberflächen mal an und was hier auch im Kontakt mit den Kunden vielleicht zu beachten ist. Hier ist mal eine Übersicht, findet ihr auch in euren Broschüren. Wir haben wirklich von allem Möglichen was. Wir haben von weißen Farbtönen angefangen bis hin zu kräftigen Rot-, Grün-, Gelb-Farbtönen. Wir haben mittlerweile eine sehr große Palette an marmorierten Dekoren. Wir haben hier Dekore, die so diesen Industrielook verkörpern sollen, also so ein bisschen in diesen Betondesign reintreten. Wir haben natürlich die klassischen Steindekore, nenne ich sie jetzt mal.
Wir haben hier vorne war nochmal eine Terrazzo-Oberfläche. Wir haben transluzente Farben und so weiter. Also das findet man hier im Musterkoffer. Ich will jetzt hier einfach oder auch nicht jetzt jede Farbe einzeln mit euch besprechen und sagen, warum hat der Designer das rot-rot gemacht. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, was gibt es eben alles. Und was ich immer wichtig finde, ist einfach diese ganzen Markierungen, die ihr bei uns immer in den Broschüren findet und natürlich auch auf den einzelnen Muster. Und die würde ich gerne natürlich mit euch kurz ansprechen, weil man kann oder muss die eigentlich schon beachten. Also weil diese Markierungen sind nicht ja, aus Langeweile aufgebracht, sondern die haben eine Bedeutung. Das Sternchen zum Beispiel, ja, das ist jetzt hier oben links beschrieben, das sagt im Prinzip aus, Achtung bei stark beanspruchten Flächen. Also je dunkler eine Farbe ist, umso eher und so stärker sieht man die ganzen Kratzer, Gebrauchsspuren, Wasserflecken und Fingerprint. Also deswegen ist zum Beispiel eine schwarze Oberfläche nicht für eine Küchenarbeitsplatte geeignet. Also wer sich Ärger und Reklamationen vermeiden will, setzt keine schwarzen Mineralwerkstoff in der Küche ein. Egal welcher Hersteller, da sind wir alle gleich gut. Ne? Also deswegen, und das weisen wir eben mit diesem Sternchen drauf an, je dunkler die Flächen sind, da bitte drauf achten. Ich sehe einfach Wasserflecken, Gebrauchsspuren deutlich stärker drauf. Eine Küchenarbeitsplatte in weiß oder in so einem, ja, sagen wir mal, leicht gesprenkelten Dekor, die ist natürlich unempfindlich ohne Ende. Da sehe ich gar nichts drauf. Da sehe ich auch die Kratzer nicht drauf. Warum nicht? Acryl ist in der Regel glasklar. Und wir haben ja gesagt, wir haben 30% von diesem Zeug in dem Material drin. Und wenn Acryl verkratzt, das kennt ihr alle von der Fensterglasscheibe oder von der Acrylglasscheibe, dann habe ich diesen Weißbruch drin. Und dass natürlich bei einer schwarzen Platte der Weißbruch mehr auffällt wie bei einer hellen Platte, ich glaube, das dürfte jedem verständlich sein. Und das ist eben genau unsere, Ihre Aufgabe, den Kunden darüber zu informieren und zu beraten. Wir haben alle Möglichkeiten, wenn der Kunde partout schwarz haben will, ihr informiert ihn drüber, ihr macht es schriftlich, mündlich, wie auch immer. Ihr könnt dem auch ein Muster zur Verfügung stellen. Also wir bieten ja den Musterservice an, dass wir auch A4 oder 10x10, 15x15 cm Muster zur Verfügung stellen. Also hier bei den Dunklen, wenn einer sich nicht davon abbringen lässt, bitte wirklich ausgiebig bemustern und besprechen, um danach einfach Folgekosten und Ärger zu vermeiden. Es gibt Anwendungen. Wir haben zum Beispiel hier so eine grau-schwarze marmorierte Platte. Die hat auch also viel Weißanteil drin, sieht man auf dem kleinen Handmuster, ist nicht so gut. Die habe ich einen Kunden, der setzt die permanent als Küchenarbeitsplatte ein. Ne? Der ist voll zufrieden damit. Hat aber auch unser Sternchen drauf. Ne? Also das muss schlussendlich jeder für sich entscheiden. Wir wollen einfach nur unserer Informationspflicht in dem Fall jetzt nachkommen und das eben mit Ihnen besprechen. Dann das nächste zum Beispiel ist diese kleine Welle. Also auch hier zu sehen, wir haben hier dieses Symbol Marmor, heißt es, also für marmorierte Flächen. Also dieses Symbol heißt es nicht, das Material schwimmt oder ist für die Mikrowelle geeignet oder sonst irgendwas, sondern das bedeutet darauf hin, dass in dem Material Marmorierungen, Schattierungen drin sind. Je nach Dekor sind die auf den Handmustern gut zu sehen oder eben nicht so gut zu sehen. Ne? Also deswegen marmoriert immer darauf achten, hat wirklich unregelmäßige Schattierungen drin. Man sieht es bei dem Muster jetzt eigentlich ganz gut. Wenn wir die Platte mal anschauen, die sieht oben anders aus wie unten. Und in der Mitte drin sieht man mal auch diese Ader. Ne? So, und genau das ist eben auch in der Oberfläche drin. Also es kann mal eine dunklere, eine hellere Stelle sein. Was muss ich beachten? Zum einen muss ich den Kunden informieren, wenn ich einen Stoß mache, also eine klassische Flächenverklebung, sowas, was wir jetzt hier zum Beispiel gemacht haben, da kommen wir jetzt einfach mal ein bisschen vor, das ist jetzt so eine klassische marmorierte Farbe, ich werde es einfach mal hier stehen, die wurde jetzt zweimal verklebt. Sie suchen? Okay, also Sie suchen schon so lange, das heißt, Sie sehen es gar nicht. Ne? Ich zeige Ihnen jetzt mal eine. Die fällt auf, ne? Die sieht man eher. Und die zweite, die befindet sich hier in dem Bereich. Aber die ist unregelmäßig gemacht. Also das heißt, hier bei diesen Marmorierten empfiehlt sich wirklich eine unregelmäßige Verklebung zu machen. Also genau das Gleiche sieht man da hinten jetzt auf der Rückseite. Hier ist es wirklich als Art Wellenkante verklebt. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass diese Marmorierungen ineinander rein verschmelzen, verschwimmen. Und das menschliche Auge, diese geraden Klebefuge, wenn ich die einmal habe, kann ich sie von oben bis unten nachvollziehen. Hier erkenne ich vielleicht auch irgendwann mal die Klebestelle, aber ich verliere sie auch schnell wieder. Das ist eben so die Besonderheit bei diesen marmorierten Flächen, wo wir darauf hinweisen, auf diese besonderen Verarbeitungsrichtlinien. Oder eben, weil wir wissen,
In der Kante habe ich auch diese Marmorierung drin. Wenn ich eine Abkantung anklebe, mache ich das nicht stumpf oder im Falz, sondern ich mache es auf Gärung zum Beispiel. Ne? Also es sind so Besonderheiten, die man da einfach beachten lassen. Ich lasse mal rumgehen, könnt ihr euch mal anschauen. Das sind eben genau solche wichtigen Sachen mit diesen Markierungen und das bedeutet eben hier diese Welle dann. Ne? Vielleicht auch hierzu vor gleich mal, in jedem Musterkoffer, den es von uns gibt, ist auch ein sogenanntes Colorbook mit dabei. Dieses Colorbook, meiner Meinung nach, ist das Gold wert. Das ist im Prinzip der Musterkoffer in gedruckter Variante. Das Besondere aber dabei ist, wenn wir einfach mal so ein marmoriertes Dekor aufmachen, ne? Keine Ahnung, sowas zum Beispiel, ne? Da sieht man jetzt hier auf der Seite wirklich einen Auszug aus der ganzen Platte. Wenn ich jetzt das Muster mal dazu hole, Corona mal wohl hier, das sieht jetzt so aus. Gut, da sehe ich jetzt die Marmorierung zum Beispiel, ne? Also da ist es relativ gut geworden. Aber wenn ich jetzt mal weitergehe, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr euch mal, was ist denn? Genau, dieses Muster mal anschaut oder eben auch hier in der Mappe ist es auch nochmal in groß drin. Also wenn man sich mal einfach mal versucht, dieses Dekor vorzustellen. Ihr seht es alle, ihr habt auch ein größeres Muster zum Beispiel. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ding im eingebauten Zustand aussieht. Und dafür ist eben dann diese Broschüre gut, weil ich eben genau dieses Dekor dann hier viel, viel deutlicher erkenne. So sieht die ganze Platte aus. Und hier unten habt ihr ein Beispiel, wie es eingebaut aussieht. Und somit kann ich das Dekor eigentlich sehr, sehr gut den Kunden bemustern und kann sagen, guck, so sieht die Platte aus. Weil hier oder hier habe ich halt nur aus der Riesenplatte irgendwie ein kleines Stück rausgeschnitten. Also deswegen diese Broschüre möglichst beim Musterkoffer dabei behalten, weil das hilft uns allen, um das Material wirklich an den Kunden ja, wirklich so rüberzubekommen, dass er weiß, was da drin ist. Gut, weitere Markierungen, ja, unsere Glühbirne oder heutzutage heißt es ja LED. Also wir haben ja auch Platten, die mit LED bespielt werden dürfen, natürlich auch mit Glühbirnen noch. Und die haben also alle dieses Glühbirnen-Symbol drauf. Das sind jetzt hier klassische Dekore, die perfekt für eine Hinterleuchtung sind. Also das sieht man jetzt hier zum Beispiel ganz gut. Wenn ihr einfach mal mit der Kamera da hinten oder mit dem Licht dahinter gehen, ne, dann leuchtet das sehr schön. Ne? Und sowas funktioniert mit den Dekoren wirklich ganz gut. Habe eine gleichmäßige Leuchtkraft. Gibt es zum Beispiel auch jetzt hier gerade die weiße Platte, gibt es auch in 6 mm und gibt es eben auch im Format bis zu 1,35 Meter Breite, um eben gegebenenfalls einen Klebestoß zu vermeiden. Das Muster, was ich gerade rumgehen habe lassen, das ist zum Beispiel unsere Pavia, die hat jetzt hier auch dieses Symbol drauf, allerdings so ein bisschen, ich sag mal, weiß-schwarz ist das gehalten, die nennt sich die semi-transparent. Und wenn ich jetzt hier das Licht dahinter bringe, ja, dann sieht man hier diese Ader. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen an diesem kleinen Muster. Hier haben wir es aber nochmal in größer. Sieht man es vielleicht auch nochmal besser. Ne? Also hier sieht man ganz gut so diese Marmorierungen. Und da kann ich dann eben wieder ganz tolle Effekte, ein Dresen bauen, ein Wandelement, wie auch immer, wo man dann schön mit Licht bespielen kann, das Ganze. Also das ist eben so viel zum Thema mit diesen Symbolen. Die Sonne, genau, die haben wir auch noch. Es gibt hier 14 Dekore, die haben hier zum Beispiel diese Sonne drauf. Diese Sonne heißt jetzt im Prinzip, dass das, wir haben ja für das Material eine Fassade zuzulassen. Das heißt, wir können es als vorgehängte Fassade einsetzen. Und in dieser Fassadenzertifizierung, Prüfung, wurden auch knapp 14 Dekore auf UV-Beständigkeit mitgeprüft. Das heißt, auf alle die diese Sonne haben, gibt es vom Hersteller 10 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit. Theoretisch kann ich auch eine orange, eine grüne Platte auch einsetzen. Die bleicht nicht komplett auf, aber da kann es natürlich eine leichte Farbveränderung mit der Zeit einfach geben dann. Gut. Ja, Musterkoffer, wie gesagt, steht er hier. Könnt ihr euch gerne mal später, wir machen ja Pausen, kann man sich den mal anschauen. Für die Leute zu Hause, wer einen Musterkoffer haben will, wendet sich einfach natürlich auch für euch hier, wendet sich einfach an euren Klöpfer-Außendienst. Die ersten Musterkoffer sind jetzt seit kurzem eingetroffen, weil Himex hat die Kollektion erst zum 6. Juni offiziell vorgestellt. Mittlerweile sind die ersten Musterkoffer da und wer Interesse hat, meldet sich. Koffer hat einen Wert von ca. 120 Euro. Da müsst ihr einfach mit eurem Außendienstkollegen nett verhandeln. Vielleicht kostet er dann weniger.
In der Regel ist es so, dass es verrechnet wird und dann mit dem ersten Auftrag wieder gutgeschrieben wird. Wie gesagt, wir wollen vermeiden, dass der Koffer irgendwo in der Fertigung steht, einstaubt. Dafür ist er zu schade. Aber wer mit dem Material was machen will, kann natürlich auch einen Musterkoffer haben. Gut, hier nochmal ein paar Impressionen. Das ist jetzt hier mal ein Küchenblock aus unserem Material. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Serie, die nennt sich Strato. Die findet sich im Musterkoffer hier vorne. Das sind da drei Dekore. Und diese Strato-Kollektion weist sich immer durch ein Liniendesign aus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier ein bisschen erahnen kann. Das ist so ganz leichte Linienstruktur ist dabei. Sieht man natürlich in dem Colorbook wieder besser, weil ich da eine ganze Platte abgebildet habe. Oder auch diese hier, die Strato Wind, die hat eben immer so ein Liniendesign. Am deutlichsten sieht man es jetzt hier eigentlich. Ne? Das ist jetzt auch so ein Dekor, wo ich wirklich beachten muss, auch bei der Verarbeitung, dass ich natürlich hier, wenn ich in der Kante verlängern will, muss ich aufpassen oder wenn ich über Eck runtergehe, auf Gärung arbeiten und so weiter, dass eben das Liniendekor nach Möglichkeit über die Platte weiterläuft dann. Ein besonderes Dekor haben wir noch, das sind unsere sogenannten Intense Ultra Platten. Das sind drei Stück. Die sind, findet man jetzt auch hier in dieser Box nochmal. Das sind drei Stück. Das ist einmal eine dunkel-schwarze im Prinzip und dann zwei Grautöne. Und das, die Besonderheit hieran ist einfach, das Wort Intense steht für höhere Farbpigmentierung beziehungsweise durch ein farblich angepasstes Acryl. Der Vorteil hier ist zum einen, man sieht es, ich kann das Material bis auf 6 mm Innenradius biegen, ohne Aufhellung im Biegebereich. Beim normalen Standardmaterial reden wir vom Biegeradius von ca. 50 mm offiziell. Es geht auch ein Ticken kleiner. Also hier ist das Gute, wie gesagt, ich kann es eng biegen ohne Aufhellung. Und das nächste ist, wenn hier Kratzer entstehen, bleiben die ein Ticken dunkler. Das heißt, die sind zwar genauso drin, die Platte hat auch das Sternchen drauf, also für Küchenarbeitsplatten nur bedingt empfehlenswert. Aber wenn einer eine schwarze haben will oder eine dunkelgraue, dann ist das die Produktverbesserung, muss man ganz ehrlich sagen. Vorteil für euch in der Verarbeitung, ihr kommt schneller zum Endergebnis, weil ihr weniger Weißbruch beim Sägen und beim Schleifen habt. Ihr werdet jetzt merken, wenn ihr das Material schleift, ist der Staub nicht mehr weiß, sondern eher schwarz oder grau, ne, weil eben einfach hier dieses Acryl und diese höhere Anzahl der Farbpigmente drin ist. Also deswegen, wenn einer schwarz oder grau nehmen will, ist das wirklich die bessere Alternative. Die sind auch preisgleich wie die Unifarbtöne. Also ihr habt auch preislich keinen Nachteil, ob jetzt unser Standardschwarz die S022 nimmt oder das Intense Schwarz in S922, sind beide preisgleich. Vermutlich wird es so sein, dass über kurz oder lang die S022 nicht mehr verfügbar sein wird, ne? Weil es der gleiche Farbton ist. Also das nur nochmal als Hinweis, was eben diese Intense Ultra Platten ausmacht. Hier haben wir es auch nochmal dargestellt, genau, also gerade dieses enge Biegen ist eben durchaus möglich. Also das ist eine Platte, wo ich zum Beispiel perfekt aus der Platte direkt mein Waschbecken ziehen kann. Dann habe ich ganz leichte Übergänge, muss nicht verkleben und habe wirklich aus der Platte das Becken tief gezogen. Wir haben hier oder Partner von uns haben da Beckenversuche gemacht. Die haben eine Art Spülbecken bis auf 16 cm Tiefe aus dem Material gezogen. Ne? Und so, dass es nicht unbedingt hier unten am Boden dann nur noch 3 mm hat, sondern es ist immer noch nahezu bei 10 bis 12 Millimeter. Also eine sehr gute Produktperformance eigentlich dann. Das habe ich auch angesprochen, wenn ihr das Material sägt, ist der Vorteil, ich habe weniger Weißbruch in der Kante. Das ist auch mal so ein Indiz, wenn die Kante beim Fräsen, beim Sägen zu weiß ist und ich will die dann miteinander verkleben, dann kann es sein, dass sich danach so eine ganz leichte Haarlinie milchig weiß abzeichnet. Das hat oft damit zu tun, dass ich eben nicht gefräst habe, sondern nur gesägt und nicht die perfekte Kante hatte. Ne? Und das vermeide ich mit dem Material auch, weil die Kante deutlich dunkler bleiben wird. Genauso beim Schleifen. Ich sehe hier einen Unterschied. Ne? Ich habe weniger Weißbruch auf dem Material und komme somit auch schneller auf mein Endergebnis dann. Hier ist nochmal die Grafik mit diesen Kratzern. Ne? Also man sieht es hier, das ist das Standardschwarz, wo man verkratzt hat. Hier nochmal dann größer gezoomt und auf der Intense bleiben die Kratzer halt einfach etwas unauffällig. Verleger dann. Genau. Vielleicht können wir mal kurz auf die Internetseite mal gucken. Die kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Genau, die ist schon da. Das ist jetzt so die offizielle Internetseite von Himax. Und zwar findet ihr unter dem Begriff himax.eu. Das Schöne ist, muss ich gucken, wo meine Maus ist. Da ist sie. Wir haben hier natürlich auch alle Oberflächen dargestellt. Das heißt, wenn ich auf der Seite bin, hier auf Materialien gehe, dann kann ich mir hier zum Beispiel alle Farben anschauen oder ich sage, ah,
ich möchte mir jetzt nur mal die Marmorierten anschauen zum Beispiel. Und dann habe ich unten hier alle verfügbaren Marmorierungen da, darstellen. Kann hier nochmal verwenden, jawohl, ich will die zum Beispiel für eine Küche einsetzen. Haben wir gehört. Dann werden zum Beispiel diese schwarzen hier nicht mehr drin sein. Ne? Wir sind jetzt überwiegend beim hellen Bereich. Und wenn ich dann eine anklicke, habe ich den Vorteil, dass ich hier wieder einen Ausschnitt aus der Platte sehe und hier eben auch die ganze Platte. Und in der Regel auch immer ein Anwendungsbeispiel, wo sich der Kunde, wo sich der Verarbeiter auch das Material nochmal vorstellen kann. Also das ist ganz gut hier, dass da ist dann auch verfügbar, in welchen, oder steht auch drin, welche Materialtypen sind drin und so weiter. Also das in Kombination mit den Broschüren, mit dem Colorbook, hier kann sich der Endkunde auch wirklich sehr schnell selber einen Überblick verschaffen, was gibt es für Dekore und so weiter. Ihr findet hier auch alle unsere Broschüren zum Beispiel zum Download. Also hier müsst ihr euch nicht großartig anmelden. Einfach auf Broschüren gehen und hier unten sind alle Broschüren als PDF hinterlegt. Genau, da macht es langsam auf. Ne? Die könnt ihr euch runterladen. Da ist das Colorbook auch nochmal als PDF dabei. Gerade auch, wenn man dem Kunden mal was zuschicken muss, kann ich einen Screenshot machen oder nehme die Seite aus der PDF dann raus, schicke dem Kunden, so sieht das Dekor aus. Wie gesagt, in Kombination Muster, Colorbook, Internet kann ich eben hier meiner Meinung nach sehr gut den Kunden beraten, wie das Dekor in der Oberfläche dann auch aussieht. Da sind natürlich auch unsere Pflegehinweise hinterlegt. Also auch die könnt ihr runterladen, könnt ihr dann, wenn ihr das Material geliefert habt, eingebaut habt, dem Kunden die Pflegehinweise übergeben. Gibt es auch in gedruckter Variante, könnt ihr bei uns anfordern, gar kein Problem. Ansonsten habt ihr hier im Prinzip alle verfügbaren Broschüren dargestellt. Hier oben gibt es dann noch so einen Link Showroom. Den habe ich schon mal aufgemacht, weil der dauert ein bisschen. Da kommt man dann auf diese Startseite. Und da habe ich dann zum Beispiel hier vier verschiedene Räume. Also ich habe die Küche, ich habe das Bad, ich habe so ein kleines Ladenbaukonzept und ich habe einen Gesundheitsbereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Küche gehe, dann sieht es so aus. Und ich kann hier mir sehr schnell reinzoomen, rauszoomen. Und ich kann mich auch in diesem Raum bewegen. Also das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel hier vor und kann dann eben hier einfach mich bewegen. Kann jetzt nochmal einen Punkt weiter vorgehen. Ja, oder auch nicht. Der Vorführeffekt, doch jetzt da. Genau. So, und jetzt kann ich zum Beispiel mir anschauen, ah ja, so sieht es aus, wenn Becken, jetzt wenn zum Beispiel ein weißes Becken unter eine graue Platte verklebt ist. Ne? Sowas kann man ja machen. Ich kann hier drüben dann auch mal das eine oder andere Dekor verändern. Wenn ich es jetzt zum Beispiel komplett in weiß mache, dann sieht es eben so aus. Wenn ich jetzt eine zweiteilige Spüle machen will, also Spülbecken mit Abwurfbecken, sieht das so aus. Also somit kriegt der Kunde eigentlich sehr schnell einen Überblick auch wieder, wie das im eingebauten Zustand aussieht. Wenn ich mich einmal umdrehe, habe ich hier einen Küchenblock. Ne? Also auch sowas sieht man dann ganz gut. Und wie gesagt, man kann hier einfach ein paar Farben sich raussuchen und bekommt hier immer eine ganz andere Ansicht von dem Raum und kann sich hier eben frei durchbewegen. Also auch das kann ich nur empfehlen euch. Ihr könnt das verlinken auf eure Internetseiten. Ihr könnt es dem Kunden sagen, guckt ihr das auf der Internetseite heimex.eu an. Geht da einfach rein und somit bekommt der Kunde, der Architekt, wer auch immer, sehr, sehr schnell einen Überblick über das Material. Gut. Ja. Nein, sind wir noch nicht da. Jetzt sind wir wieder da. Genau. Das war nur noch mal der Hinweis zur Internetseite. So, Plattenabmessung. Die Frage kam ja teilweise auch schon. Also wir haben standardmäßig ein Rohformat von 12 mm mit 760 x 3680 mm. Das ist so das Standardmaß. Ich weiß nicht, kann sich einer vorstellen, warum die 76 breit sind? Woher das kommt? Ist ja für Holz eigentlich eher ein untypisches Maß? Könnte sein, ja. Gibt aber noch einen anderen Grund. Und zwar, wir wissen ja, oder auch nicht, Corian Dupont war ja der Erfinder des Mineralwerkstoffes. Das heißt, die haben damals die Patente gemacht. Und zu der Zeit, das gibt es ja schon seit über 20, wahrscheinlich knapp 40 Jahren, das Material, wurde die Platte mit 76 produziert. Und zwar, weil es in erster Linie für Küchenarbeitsplatten eingesetzt wurde. Und die hatten dann eine 60er Arbeitsplattentiefe, vorne eine Abkantung, hinten ein Wandanschlussprofil und somit hatte ich nahezu keinen Verschnitt. Daher kommt eigentlich dieses Maß und zieht sich bis heute durch, komischerweise. Ne? Hat vielleicht auch was mit Containern zu tun, wobei wir die Container wahrscheinlich voller machen könnten, wie sie wären, aber es ist dann irgendwann eine Gewichtsfrage dann. Ne? Mittlerweile gibt es aber auch, man sieht es hier ganz gut, es gibt auch Formate mit 91er Breite, 1,35 m bis hin zu einer 1,52 m Breite. Das aber in der Regel nur bei der S28, also bei dem Alpinweiß.
Das ist in der Musterkollektion auch drin. Das ist unser Standardweiß. Das ist so das günstigste Weiß, das pflegeleichteste Weiß und auch das Weiß, was am einfachsten zum Verarbeiten ist. Deswegen hat mein Kollege auch nur Weiß da zum Verarbeiten, was einfach leichter ist. Ne? Nein, aber das ist wirklich so, das ist sehr, sehr dankbar und macht Sinn. Also ist auch vom Preis her nochmal ein Ticken günstiger zum Beispiel. Ne? Und die gibt es eben bis hin zum 1,52 Meter und wir haben hier Plattenstärken bis zu 20 mm, also 4 mm, 6, 9, 12 bis hin zu 20 mm. Vorhin hatte ich schon mal erwähnt, dass es die Opal noch im 1,35 Meter Breite gibt und so weiter. Das heißt, ein paar Dekore gibt es dann auch in anderen Materialstärken und manchmal auch im anderen Plattenformat. Aber regel- oder standardmäßig bewegen wir uns in diesem Maß. Das Gewicht bei 12 mm sind wir ungefähr, ganz grob den Durchschnitt genommen, bei 20 Kilo auf den Quadratmeter. Das heißt, wenn man so eine Platte anhebt, die hat schon Gewicht und wenn ihr dann eine 1,50 Meter Platte noch nehme oder 1,52 Meter, ja, ich glaube, da brauche ich am Abend dann kein Fitnessstudio. Ne? Wenn ich die ein paar Mal durch die Fertigung gewuchtet habe, dann weiß ich auch, was ich getan habe. Das nur mal ein paar so Rahmendaten. Wenn hier einer nähere Informationen braucht, dann gerne wieder auf uns zukommen. Thema Beleuchtung habe ich ja schon mal angesprochen. Das ist auch ein Beispiel zum Beispiel. Das sind alles Weißtöne. Die findet ihr hier in unserer Kollektion drin. Die habe ich mal auf ein LED-Panel gelegt. Hier ist das LED noch ausgeschaltet. Und auf der rechten Seite ist das LED dann eingeschaltet. Und man sieht jetzt plötzlich, wird die, gerade hier oben, die Ivory White, hat plötzlich so ein, ja, wie nennt man das, was so ein Farbton wird, so ein bisschen pfirsichfarben, wie auch immer. Na, also das Material verändert sich. Wenn ich es im Original anschaue, das Ivory White, dann ist es halt einfach ein weißes Material erstmal. Ne? Warum sage ich das? Man muss aufpassen, weil gerade zum Beispiel, wenn ich das S28 mir anschaue und das S06 Arctic White, das sind zwei so die gängigsten Weißtöne, die es gibt. Und wenn ich mir die anschaue, dann sehen die auseinandergesehen, sehen die beide weiß aus. Aber für Architekten, Planer hat die S06 Arctic White ein bisschen einen weicheren Charakter. Also die Konturen, das ist ein bisschen weicheres Weiß, nicht so hart, die greifen gerne zu diesem. Der Nachteil ist aber, das ist eben genau hier unser Material, ne, das S06 Arctic White, das lässt Licht durch. Und sobald Licht durchlässt, wird es wieder schwieriger, eine unsichtbare Flächenverklebung zum Beispiel herzustellen. Weil Kleber und so weiter, die Kante, immer das Licht etwas brechen. Und hier kann es eben sein, dass sich die Klebefuge abzeichnet. Ich habe hier mal ein Beispiel dabei. Da haben wir jetzt zum Beispiel mal die Opale verklebt. Ja, sehen Sie es? Sie fassen gleich an. Nein, ich habe extra nicht sauber gemacht. Oh. Wenn man es anschaut, also es wurde in der Mitte wieder verklebt und wenn man genau hinschaut, sieht man hier oben auch Klebefehler. Ne? Also, es funktioniert, ich kriege selbst eine opale Platte unsichtbar verklebt hin. Ich muss halt wissen, wie. Ne? Also das ist wirklich eine Erfahrung, die man sammeln muss. Aber die Gefahr besteht immer bei solchen, dass ich auch so eine Klebefuge ganz leicht abzeichne, gerade wenn dann das Licht mit dazukommt. Ne? Aber grundsätzlich funktioniert eben auch. Ne? Gut, hier nochmal ein schönes Beispiel in Schwarz. Das kleine schwarze, ja, ist ein Hotelzimmer in Puerto America. Schon viele Jahre steht es mittlerweile schon. Da wurde eben das komplette Zimmer in schwarzen Heimex gezeigt. Zeige es aber jetzt nicht nur, weil es schön aussieht oder auch nicht schön aussieht. Aber man sieht vielleicht, wenn man das Bild mal genauer anschaut, würde man hier oben zum Beispiel so wie eine Art leichte Delle erkennen. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich dunkle Farbtöne deutlich empfindlicher sind. Und die verzeihen auch Schleifen nicht so perfekt. Also da sehe ich, wenn ihr da mich verschliffen habt oder sonst irgendwas, fällt es hier eher auf wie bei einer weißen Variante. Ne? Ob das jetzt optisch schöner ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber man sieht einfach den Unterschied. Und zwischen Weiß und Schwarz habe ich ungefähr den doppelten Verarbeitungsaufwand. Also ich muss eine schwarze Platte viel länger schleifen, viel mehr Schleifgänge machen und intensiver bearbeiten wie bei einer weißen Platte. Das ist einfach auch von der Kalkulation her mit zu berücksichtigen und so weiter. Aber auch hier sieht man wieder, was eben alles aus dem Mineralwerkstoff zu machen ist hinter dem Bett. Dann der Übergang zu einer Sitzfläche, Schreibtisch und so weiter. Das ist eben komplett aus Mineralwerkstoff herstellbar. Das gleiche in Rot nochmal. Hier vielleicht auch nochmal das Becken. Wenn man dieses rote Waschbecken anschaut, das ist oben eine Platte und dieses rote Becken wurde untergeklebt. Das ist ja genau wieder das, was Sie sagen. Wir können den Mineralwerkstoff so verarbeiten, dass ich zwei Elemente verklebe, verschleife und ich sehe keine Übergänge. Das heißt, hier irgendwo wird wahrscheinlich so die leichte Klebefuge sein.
Das Becken, das werden wir später aber zeigen, wird in einem Falz verklebt, danach verschliffen, Radius angebracht, Faser angepasst und ich sehe eigentlich nicht mehr die Klebestelle. Ne? Also Becken gibt es bei uns zum Kaufen, Platte auch, Verarbeitung kann jeder selber machen. Auch sowas ist möglich. Ich kann natürlich diverse Dekore oder Farbtöne miteinander verbinden. Also hier ist ein schönes Beispiel für einen Kindergarten. Da hat man es ein bisschen bunt gemacht. Ja, der Kunde hat sich eben 6 verschiedene farbige Becken bei uns bestellt, eine weiße Platte dazu und hat das alles unter die weiße Platte geklebt. Hier wurde alles zum Beispiel mit dem weißen Kleber verklebt. Im Normalfall gibt es für die blaue Platte einen einzelnen Kleber, für die gelbe gibt es einen und für die grüne gibt es auch einen separaten Kleber. Also für jede Platte gibt es einen angepassten Kleber. So, und hier bei solchen Elementen nimmt man in der Regel immer den helleren Farbton und dann kann man hier wirklich komplett mit dem weißen Klebstoff durcharbeiten. Aber ich habe klare Konturen, es verschwimmt mir nichts, ich kann das perfekt bearbeiten. Wenn wir schon bei Becken sind, vielleicht auch nochmal hier kurz der Hinweis, und zwar, wir unterscheiden gerne zwischen gegossenen Becken auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind es eben so diese Becken, die aus regulärem Plattenmaterial auftragsbezogen hergestellt werden. Was ist der Unterschied? Gegossene Becken werden in großer Stückzahl produziert. Also alle Becken zum Beispiel, die in dieser Broschüre, die Sie auf den Tischen ausliegen haben, sind zum Beispiel hinten einige Becken abgebildet, ne? So, das sieht man schon in der Broschüre, die sind alle weiß. Das heißt, diese gegossenen Becken gibt es nur in der S28 alpinweit. Seit neuem gibt es eben die Becken, aber auch alle mit diesem verdeckten Ablauf, kann man also extra dazu bestellen. Und somit sehe ich nicht mehr diesen Metallablauf, sondern ich habe eine Mineralwerkstoffabdeckung. Also gegossene Becken nur in weiß, werden aber in großer Stückzahl hergestellt, aufgrund größerer Stückzahl besserer Preis. Also das heißt, wenn einer ein weißes Becken einsetzen will, muss, ist es sicherlich interessant, auf diese gegossenen Becken zurückzugreifen. Also das ist eben so der Vorteil. Wenn dann das Becken, ja, so wie hier, gelb verweißt werden soll zum Beispiel, dann wird es eben individuell hergestellt. Ja? Wenn das sagt, dass die gegossenen Becken weicher sind. Dass die was sind? Dass die weicher sind. Weicher? Mhm. Also der Kunde fragt gerade, ob die mit gegossenen Becken weicher sein können. Meiner Meinung nach eigentlich nicht. Man muss aber bedenken, es ist eine andere Zusammensetzung, wie unser klassisches Plattenmaterial. Das heißt, um das Material zu gießen, muss ich es ja irgendwie anders zusammensetzen. Aber dass die eigentlich weicher sind, ist mir jetzt nicht bekannt gewesen, nein. Ist es Ihnen aufgefallen mal? Okay, okay. Aber vom Verarbeiten, das geht genauso. Okay, gut, okay. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Andreas? Ja, es gibt Chargen, da sind die Becken etwas weißer. Ne, weicher, nicht weicher. Weiß, weich. Aber weich eigentlich nicht, also eigentlich eher nicht sollte so. Nicht sein. Eigentlich sollte es nicht so sein, nein. Aber vielleicht haben Sie ein anderes Schleifpapier gehabt, das weicher war. Es lag bestimmt am Schleifteller, weil es ist ja immer so, wer ist schuld? Der Verarbeiter. Ja. Also, um das eben auch gleich mal zu klären hier. Nein, also eigentlich soll es die gleiche Performance haben. Im Gegenteil, manchmal sagt man sogar, dass dieses gegossene Becken gerade im Spülenbereich sogar etwas hitzebeständiger ist wie ein normaler Plattenmaterialwerkstoff. Ne? Ja. Also das da, aber gut, deswegen die Performance sollte eigentlich die gleiche sein. Ja. Gut, bei Spülbecken, das haben wir jetzt gerade schon angeschnitten und hier steht eben auch eins. Das ist jetzt so ein klassisches Spülbecken. Ja, ich hoffe, man sieht es. Ich glaube, ich muss es nicht hochheben. Das hat jetzt so diesen klassischen Edelstahlboden. Ne? Das heißt, wenn wir eine Spüle machen, empfehlen wir beim Spülbecken immer diesen Edelstahlboden, weil das Material bei Temperatur eben arbeitet. Das haben wir gehört. Das heißt, es dehnt sich aus bei Temperatur, bei Kälte zieht es sich wieder zusammen. Und wenn man in so einem Spülbecken das kochende Nudelwasser abschüttet zum Beispiel, dann haben wir eine Spannung in dem Material, und zwar schockartig. Und das kann dazu führen sogar, dass das Material im Bereich des Ausflusses dann einreißen würde beim Mineralwerkstoffboden. Und da kann sich dann einfach der Schmutz absetzen und im schlimmsten Fall kann das bis zur Undichtigkeit führen. Deswegen, wenn man Spülbecken macht, empfehlen wir immer diesen Edelstahlboden, weil das einfach die Temperatur unempfindlicher ist und natürlich auch unempfindlicher, was die Gebrauchsspuren angeht im Boden dann. Also es gibt natürlich auch eine ganze Litanei an Spülbecken, die gegossen sind, die haben dann eben diesen Mineralwerkstoffboden, kann man machen. Ich bin eigentlich ein Freund eher von diesen Edelstahlböden, weil die in der Praxis sich eigentlich besser bewährt haben. Ja. Gut,
Ja, hier sieht man noch mal ein paar Beispiele. Eine schöne Küche komplett in Weiß, von Arbeitsplatte bis hin zu Fronten. Hier sieht man zum Beispiel auch schön, wie ein Edelstahl, komplettes Edelstahlbecken untergeklebt ist unter die Arbeitsplatte. Also sowas funktioniert natürlich auch. Ich kann eine Blankospüle einsetzen, kann ich natürlich alles machen. Eine kurze Frage, wenn ich jetzt das Edelstahlspülbecken einklebe, Also für das, also die Frage ist, ob man zu der Verklebung von dem Becken einen Spezialkleber braucht. Also wenn Sie Hi-Max mit Hi-Max verkleben, und das ist ja Hi-Max, nehmen Sie den normalen Hi-Max-Kleber. Dieser Edelstahlboden ist ja schon eingeklebt, den müssen Sie nicht einkleben. Ja, dann können Sie nicht den Hi-Max, also Entschuldigung, ich muss wiederholen. Die Frage war, wenn ich ein Edelstahlspülbecken unter die Hi-Max-Platte klebe, dann bitte nicht den Hi-Max-Kleber verwenden. Das funktioniert nicht, der wird nicht halten. Da muss ich dann einen Kleber nehmen, einen Konstruktionskleber zum Beispiel. Manche Verarbeiter nehmen einen Karosseriekleber, den man auch um Windschutzscheiben einzukleben nimmt. Wichtig ist aber, dass dieser Kleber, immer wenn ich einen Mineralwerkstoff mit einem anderen Material kombinieren will, muss der Kleber flexibel sein. Er darf nicht steinhart werden, er muss flexibel sein, weil Mineralwerkstoff arbeitet und das muss der Kleber mit auffangen. Ne? Also bei solchen Anwendungen, Edelstahlspüle unter Hi-Max-Platte, bitte nicht den Hi-Max-Kleber nehmen. Ne? Hier auch nochmal ein Beispiel, wo wir jetzt eine Küchenarbeitsplatte haben, auch wieder klassisch mit dem Edelstahlboden, wie wir das Becken jetzt hier zum Beispiel stehen haben. Was auch schön ist, hier mal diese Schubfronten mal leicht gerundet. Das Schöne ist halt bei dem Mineralwerkstoff, ihr könnt ihn auch auf der Baustelle dann natürlich bearbeiten. Das heißt, wenn der Kunde jetzt vergessen hat anzugeben, ich brauche einen Drehextender, dann macht er eben vor Ort theoretisch noch eine Bohrung rein. Er lacht schon. Theorie und Praxis sind manchmal zweierlei, ne? Aber es würde gehen, ich kann das Material bearbeiten oder wenn ich sage, okay, jetzt streift es mir hier, warum auch immer, kann ich natürlich auch hier an der Materialkante was nachschleifen. Also es lässt sich relativ schnell eben auch an der Baustelle bearbeiten. Auch eine kleine Küchenzeile, sehr schön gemacht. Also wirklich hier vom Handlauf oder vom Handtuchhalter angefangen über die Arbeitsfläche bis hin zu dem Regal, hinten den Wandanschluss, alles komplett aus weißem Hi-Max gefertigt und auch hier wieder Spüle mit Edelstahlboden. Waschbecken natürlich auch, es gibt zig Becken, wie gesagt, wer bei Klöpfer im Online-Shop mal rumsucht, der findet alle unsere Formteile dort eben dargestellt. Da sieht man auch, in welchen Farben das Ganze machbar ist und so weiter. Das ist es eben mal hier so ein Schrägbodenbecken, was nach hinten abfällt, hinten eine Abdeckleiste, die ich entnehmen kann, um eben wieder zum Saubermachen an diese Ablaufrinne zu kommen. Es gibt mittlerweile Badewannen, es gibt Duschwannen. Wir haben auch Hersteller, die uns dann Badewannen oder Duschwannen auf Maß produzieren, zum Beispiel auch in jeder gewünschten Farbe oder in jedem gewünschten Dekor. Da dann einfach auf uns zukommen, können wir individuell anbieten. Ja, hier sieht man mal klassisch ein Beispiel, ne? Hier Waschtisch, Badewanne auf dem linken Bild, auf dem rechten Bild angefangen vom Duschboden bis hin zur Badewanne und auch wieder ein Waschtisch. Also so könnte das zum Beispiel dann aussehen. Ja, hier wieder eins, wo auch wieder komplett von Boden, Wände, Nischenverkleidung, alles aus Hi-Max gemacht wurde. Also auch gerne so Nischenauskleidungen werden aus Mineralwerkstoff gemacht, weil ich eben hier, ja, wenn ich optimal reinkomme, keine Silikonfugen habe. Es ist alles schön verklebt, bestenfalls mit einer Hohlkehle, mit leichtem Gefälle nach vorne, dass das Wasser wieder ablaufen kann. Ist halt ein sehr, sehr hygienisches Material auch. Gut, so viel zum Material. Wo sind die Raucher? Es waren verdächtig, alle ruhig. Ah, jetzt da, rum. Die hinterste Bank, die war am nervösesten. Ich würde es vorschlagen, wir machen es einfach mal kurz. Ja, es ist jetzt ungefähr 9:55. Lassen Sie uns bitte in 10 Minuten weitermachen. 10:15 wieder hier. Okay, wir müssen verlängern. Es ist das Frühstück da. Für die Leute, die hier sind, die dürfen jetzt eine Frühstückspause machen. Die Leute draußen vor dem Bildschirm dürfen sich jetzt auch Frühstück holen. Das heißt, dann machen wir 15 Minuten Pause und treffen uns wieder um 10.20 Uhr wieder hier. Okay, dann würde ich sagen, wir sind nahezu wieder vollzählig hier bei der Firma Heine. Bei uns sind die belegten Brötchen weniger geworden. Ich hoffe, bei Ihnen zu Hause in der Werkstatt, Ihnen ging es nicht schlechter wie uns hier. Freut mich, dass wir wieder alle zurück sind und hier versammelt wieder weitermachen können. Wie gesagt, wir steigen da ein, wo wir gerade aufgehört haben. Wir gehen jetzt in die Verarbeitung über und wollen da einfach euch jetzt Schritt für Schritt mitnehmen in die Verarbeitung von Hi-Max. Ich habe hier zum Beispiel jetzt mal
eine Übersicht gemacht mit den Werkzeugen, die man so klassischerweise für eine Mineralwerkstoffverarbeitung benötigt. Das sind, glaube ich, alles Maschinen, Apparate, Geräte, die ihr aus der Werkstatt kennt. Von der Plattensäge angefangen, Handkreissäge, eine Oberflächenfräse, diverse Schleifer. Jawohl, wer eine CNC-Maschine hat, ist von Vorteil, braucht man aber nicht unbedingt. Ihr braucht ein paar Hilfsmittel wie so Plattenspanner, Klemmsieher, Schraubzwingen und so weiter. Das sind also so die klassischen Werkzeuge, die ich verwenden kann. Grundsätzlich kann ich alles nehmen, was ich in der Werkstatt habe, bitte aber nie eine Stichsäge verwenden. Also wenn ich zum Beispiel einen Beckenausschnitt machen will, hier vorne wird schon geschmunzelt, da habe ich das Problem, gerade wird es natürlich bei Beckenausschnitte genommen zum Beispiel, oder wenn ich relativ eckige Ausklinkungen habe, die Gefahr ist aber bei der Stichsäge, dass die draufhämmert und dass das Sägeblatt nicht immer absolut gerade läuft, sondern mal ein bisschen verkantet und so weiter. Und das kann zu sogenannten Mikroeinschlüssen führen. Und wenn das Material dann Temperatur bekommt und dann anfängt zum Arbeiten, kann es im Worst Case bis zum Bruch führen. Also bitte, eine Stichsäge hat bei der Mineralwerkstoffverarbeitung nichts zum Suchen. Offiziell, was ihr daheim macht, ist uns dann wiederum egal. Aber wie gesagt, ansonsten sind es so die Geräte. Gut, wir haben schon ein bisschen Material vorbereitet und zugesägt. Deswegen gebe ich jetzt einfach weiter rüber an meinem Kollegen Jan Kunzweiler. Vielleicht nur kurze Anmerkung, ihr dürft auch aufstehen. Gar keine Frage, ihr müsst nicht sitzen bleiben, gerade die Hintersten. Wir müssen nur gucken, dass unsere Zuschauer im Internet auch ein bisschen was sehen, dass wir ein bisschen einen Gang freilassen, dass die auch was mitbekommen. Ansonsten Fragen stellen natürlich wieder jederzeit möglich, auch ins Internet. Die Chatfunktion steht natürlich zur Verfügung. Wenn Fragen sind, einfach kurz reinschreiben. Ansonsten, Andreas, vielleicht fängst du mal an, mit welchen Sägeblättern und so weiter man das bearbeitet. Dann herzlich willkommen zum praktischen Teil. Wir haben hier also ein Sägeblatt speziell für Mineralwerkstoffbearbeitung, das heißt zum Sägen. Das heißt, Sie haben hier ein Blatt, wo es sehr laufruhig ist. Dann habe ich dann die Vorteile, dass dieses Blatt am Ende nicht ausreißt. Ja? Und ich habe hier natürlich dann dementsprechend auch einen Spanwinkel. Wenn man jetzt dieses Sägeblatt nicht hat, habe ich auch dann natürlich Möglichkeiten wie normales Kunststoffblatt mit Dachzahn, Holzzahn, wo ich verwenden kann, oder ein Wechselzahnblatt. Wichtig ist beim Zuschneiden vom Material, dass ich immer scharfes Werkzeug habe. Weil immer wieder kommt es auch vor, dass Sägeblätter stumpf sind oder es werden nur Kanten gesägt. Ja, das heißt, gerade bei dunkler Farbe, wenn ich es zuschneide, reicht mir der Sägeschnitt nicht aus zum Verkleben. Das heißt, ich muss die Kante dann hinterher fräsen. Das zeigen wir aber noch an verschiedene Beispiele. Wie gesagt, hier, das ist ein Sägeblatt. Genau, wollte ich gerade sagen, von wem das ist. Also auch kommt ja die Frage, wo bekomme ich solche Werkzeuge? Ihr könnt natürlich an eure Werkzeuglieferanten mal herantreten. Es gibt bei sämtlichen eigentlich spezielle Werkzeuge für Mineralwerkstoff. Das ist jetzt hier ein Sägeblatt von der Firma Alwin Kraus aus Österreich. Wir können es mal rumgehen lassen. Genau. Man merkt schon, wenn man es anfasst, es hat ein gewisses Gewicht. Und hier ist eben noch das Besondere an diesem Sägeblatt. Durch dieses etwas dickere Materialstärke hat es eine gute Laufruhe und dadurch ein perfektes Ergebnis. Und hier sagt zum Beispiel der Hersteller, dass man mit einem scharf gesägten Blatt eine Kante sofort miteinander verkleben kann. Bei weiß gar kein Problem, bei schwarz würde ich immer auf eine gefräste Kante gehen. Ne? Und ich habe natürlich eine längere Standzeit, wie bei meinem normalen Sägeblatt. Ja, also hat natürlich dann schon Vorteile. Ansonsten kann ich das Material schneiden, bearbeiten, genauso wie in Hartholz. Wichtig beim Fräsen, Sägen, immer scharfe Werkzeuge. Und das Wichtigste ist halt, es soll mindestens hartmetallbestücktes Werkzeug sein. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt DIA-Werkzeuge sein. Manche arbeiten mit DIA-Werkzeugen, aber schlussendlich hartmetallbestücktes Werkzeug reicht aus. Wenn einer regelmäßig damit arbeitet, macht sicherlich Sinn, auf so Profis zuzugreifen, die eben wirklich Werkzeuge für Mineralstoff herstellen, weil die einfach von der Standzeiten dann auch langlebiger sind. Genau. Es gibt Kollegen von Ihnen, die haben gar keine CNC oder wir haben auch schon Baustelle gemacht, wo das Material an die Baustelle angeliefert worden ist. Das Material ist geschnitten worden mit normaler Handkreissäge. Auch für die Handkreissäge gibt es natürlich dieses Sägeblatt, ne, wo ich mit der Festool oder je nachdem, was für eine Marke, was man in der Werkstatt hat, dass man die Platte dann zuschneidet.
fräse sie nochmal bei der Baustelle, verklebt sie vor Ort. Wenn man gerade bei Wandverkleidungen und solche Sachen, brauche ich nicht unbedingt in der Werkstatt machen, kann ich auch auf der Baustelle machen. Großes Vorteil an dem Material. Und wichtig ist natürlich, gerade im Winter, dass ich hier natürlich dann das Material immer Zimmertemperatur verarbeite. Also nicht kalt, wenn es gerade bei frostigen Temperaturen, was man sich heute jetzt momentan nicht so vorstellen kann, sollte man natürlich das Material immer auf Zimmertemperatur haben zum Verarbeiten. Also Sie hören das wieder, die Temperatur ist wirklich ein Kriterium für das Material. Also gerade im Winter, wenn ihr eine Platte vom LKW abladet, sage ich mal, und zu zweit, einer links, einer rechts, dann kann sein, im schlimmsten Fall das Material bricht. Im Sommer wird es weniger passieren, weil es einfach deutlich flexibler ist. Ne? Aber Temperatur ist immer ein Thema, und zwar auch bei der Verarbeitung. Also auch wenn ihr einen schmalen Streifen absägt oder fräst und habt stumpfes Werkzeug, kann sich das auch zu einer Banane aufstellen. Ne? Also Temperatur oder was wir auch schon hatten an Meisterschulen, dass man mal eine Kante am Kantenschleifer nachgeschliffen hat. Wenn man dann permanent drauf bleibt auf dem Schleifband, dann wird das Material warm. Und dann kann das sich wirklich verziehen. Also Temperatur muss ich beim Bearbeiten, bei der Konstruktion, bei der Anlieferung, beim Transport wirklich beachten. Also man sagt ja auch gerade, gerne? Ja. Das beschäftigt mich über die ganze Zeit, aber es gibt ja auch Möglichkeiten im Außenbereich. Ne? Ja. Also, ja. Was ist ein Druck mit der Temperatur? Genau, also die Frage ist, wie das Material sich im Außenbereich verhält. Genau, also grundsätzlich passiert mit dem Material erstmal nichts. Das Einzige ist, das Material im Außenbereich dehnt sich aus. Das optimal bei 160 Grad. Also ihr könnt mit einer Furnierpresse mit 120, 130, 140 Grad auch schon große Radien verformen. Aber es ist nicht gesagt, wenn es die Platte mal, wenn die Sonne voll draufknallt und ich habe 60, 80 Grad, deswegen schüsselt die nicht. Was natürlich passieren kann, wenn ich jetzt, ich sage mal, ein Vordach aus dem Material machen will und lege das nur auf zwei Stutzen auf. Da brauche ich nicht mal die Temperatur, das wird sich irgendwann von selber durchlegen. Also das ist eben so die Eigenschaft vom Thermoplast. Also Mineralwerkstoff ist ein Thermoplast. Selbst wenn ihr die bei euch in der Lagerung nur auf zwei Balken auflegt, wird die sich irgendwann durchbiegen. Das ist ganz normal im Prinzip. Ne? Also deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Unterkonstruktion. Ne? Und bei einer Fassade, Temperatur, klar ist es ein Thema, aber wir haben Fassaden. Es gibt zum Beispiel auch eine Platte, die heißt, die hat einen besonderen UV-Schutz noch in der Platte drin. Ne? Die wird zum Beispiel eingesetzt in Fassaden, wirklich in Arabien, in Dubai, keine Ahnung was, wo ich über drüben gesagt 24 Stunden lang wirklich nur eine Sonneneinstrahlung habe. Wird es eingesetzt. Wenn ich jetzt einen Boden mache und ich habe Kälte, dann muss ich es vollflächig kleben. Genau, Sie müssen es vollflächig kleben. Und man muss, also gerade im Außenbereich zum Beispiel, ist es so, dass man auch Klebefugen, also Material mit Material, möglichst vermeidet. Also da werden Stöße dann oft als überlappenden Files gemacht, zum Beispiel, dass das Material immer arbeiten kann. Also das muss ich wirklich, das ist das A und O bei dem Material, das Verarbeiten muss ich beachten. Ne? Fassade ist sicherlich ein gutes Thema, es ist aber viel klassischer. Zum Beispiel, wenn ihr, sagen wir mal, eine Küchenarbeitsplatte im Winter fertigt, ihr fertigt die bei euch in der Werkstatt, wir müssen jetzt ja dann alle Gas sparen, dann hat die Werkstatt vielleicht nur noch 17 Grad. Wobei man muss sagen, beim Kleben sollte man trotzdem mindestens 18 Grad haben. Also gehen wir mal von aus, die Werkstatt hat 18 Grad. Dann macht ihr die Arbeitsplatte fertig. Am Abend wird ihr noch schön im LKW, im Transporter verladen, hat aber draußen minus 10 Grad. Am nächsten Tag dann gleich in der Früh auf die Baustelle, rein zur Kundin, zum Rechnen, bei 20 Grad Raumtemperatur, weil die Dame muss ja auch sparen, hat auch 2 Grad zurückgedreht. Und somit wird sich das Material langsam über den Tag ausdehnen, weil es von minus 10 Grad auf 20 Grad kommt. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr die Platte montiert, die Hochschränke gleich ansetzt, kann sich das Material sogar aufstellen. Also da ist es, was der Andreas gesagt hat, das Material vor der Montage, vor der weiteren Bearbeitung, bitte immer akklimatisieren lassen. Ja, also insofern dieses zu beachten. Was generell auch bei der Verarbeitung meist von Ihren Kollegen meistens auch in Anführungszeichen nicht beachtet wird, ist die Reinigung auch vom Material vor dem Verklebe. Ja, dass hier dann, habe ich schon erlebt, Zitrusreiniger genommen wird, Waschbenzin, ja, und solche Sachen. Das soll Sie bitte nicht einsetzen, sondern ganz normales Aceton zum Reinigen nehmen vom Material. Oder im schlimmsten Fall, wenn die Rückseite nach dem Schneiden noch etwas verschmutzt ist, dass ich einfach mit dem Exzenterschleifer nochmal drüber gehe, kann das wegschleifen. Ne? Und die Vorbereitung nach dem Säge, vor dem Verklebe, alles schon mache, indem dass ich die Zwinge schon alles vorbereitet habe, der Arbeitsplatz gerichtet habe,
Wenn der Nachbar noch am Sägen ist oder am Schleifen, sollte die Luft staubfrei sein, ja, dass man hier dann keine Staubanziehung von der Klebefuge kriegt und dadurch Verschmutzung in die Klebefuge rein. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach beachten muss. Ja. Es hat auch schon Verarbeiter gegeben, die haben gesagt, sie haben reinen Alkohol von der Apotheke, wo sie zum Reinigen nehmen der Klebefuge. Also das muss eigentlich nicht sein. Es reicht ihnen Aceton oder im schlimmsten Fall auch Spiritus. Ja. Genau, bei Spiritus muss man ein bisschen aufpassen. Die sind manchmal, ich sage mal, mit Wasser verdünnt. Und dann habe ich das Problem, natürlich Spiritus, der verflüchtigt sich sofort. Darum geht es in erster Linie, dass sie eben das Material schnell verflüchtigt. Und wenn ich dann aber was mit Wasser drin habe, kann sein, dass ich einen Kondensfilm habe. Und der hat dann wieder negative Auswirkungen auf die Klebestelle, logischerweise. Deswegen ist so, Aceton ist das, was wir empfehlen, was auch offiziell in den Verarbeitungsrichtlinien empfohlen wird, eben für die Bearbeitung der Kante, bevor sie verklebt wird. Ne? Genau. Ich habe also hier drei Sachen vorbereitet. Also hier einmal eine Flächenverklebung, hier eine Kantenverklebung, wo man hier mal die Kante mit der Oberfräse fräse, dass man sieht, dass man es auch mit der Oberfräse machen kann. Dann habe ich hier jetzt, zeigen wir mal hier, wie es eine Beckenausfräsung ausgesehen hat. Ja, das, wo im Falz verklebt wird. Ich habe immer wieder auch von Ihrer Tischlerkollege oder Schreinerkollege, kriege ich auch Anrufe, wo es heißt, ja, ich habe ein Waschbecken verklebt und die Kante zeigen sich ab weißer, wie jetzt das Gussbecken zum Beispiel, weil das Gussbecken, er hat eine andere Charge wie die Platte. Und so ist das Problem, dass ich hier natürlich dann, wenn ich stumpf runter verklebe, ohne Falz, dass ich hier natürlich dann eine weiße Kante habe, 12 mm, und das Becken ist mir etwas gelblicher. Deshalb empfehlen wir immer hier eine Falzverklebung, wo hier natürlich dann erstens sitzt das Becken besser und ich lasse es hier dann so überstehen, ja, so 2-3 mm, und fräse es dann mit meinen Beckenfräser, wo ich hier speziell dann Fräser habe mit verschiedenen Radien. Ja, wo ich hier dann das Becken dann hier dementsprechend fräse und dann ausschleife. Aber das zeigen wir nachher noch in extra. Ja, wir können auch mal kurz nochmal auf die Fräser eingehen. Und zum Beispiel, wir haben jetzt hier, was der Andreas auch in der Hand hat, er hat einen Fräser mit einem Kunststoffanlaufring in der Hand. Also wenn man viel Mineralwerkstoff verarbeitet, empfiehlt es sich. Und zwar geht es darum, dieses Acryl, was im Material drin ist, verfärbt sich milchig weiß durch Druck. Also Kratzer ist auch nichts anderes wie Druck. Oder durch Temperatur kann es milchig weiß werden. So, und wenn ich jetzt einen Fräser habe mit einem Metallanlaufring und dann im schlimmsten Fall noch einen Fräser habe, der stumpf ist, dann kriege ich Temperatur drauf. Und dieser Kunststoffanlaufring, der soll eben verhindern, je nach Fräsertyp dann auch, dass weniger Temperatur auf die Kante kommt und sich somit eben verfärben kann oder weniger Druck auf die Kante kommt. Ne? Weil das ist das Beispiel, was man hier auf dieser Folie vielleicht gerade sieht. Hier, wo dieses rote Elemente sind, da habe ich mal hier, das ist eine klassische Falzausfräsung und die, man sieht es auf dem linken Bild, wo durchgeXt ist, da ist der milchig weiß. Und auf dem rechten Bild habe ich ungefähr die gleiche Färbung. Also wichtig ist gerade, natürlich bei weiß, weiß ist immer weiß, aber gerade mal bei rot, bei gelb, bei grün, bei schwarz sollte man immer darauf achten, dass die gefräste Kante, der gefräste Falz, möglichst die gleiche Färbung wie die Platte hat. Weil sonst ist genau das, was der Andreas gerade erzählt hat, wenn ich jetzt zwei schwarze Platten miteinander verklebe im schlimmsten Fall und ich habe diese milchig weiße Kante, dann kann es eben sein, dass sich genau hier dieser Klebestoß milchig weiß abfärbt. Wenn ich Glück habe, hat sich bei mir beim Fräsen vielleicht nur vorne diese Kante oder dieses Eck milchig weiß verklebt. Dann kann ich drüber schleifen und es verschwindet. Aber in meisten Fällen geht es komplett über die 12 mm durch. Also das ist immer, und das sehe ich halt erst, wenn ich beim ersten Mal verschliffen habe. Weil solange mir der Kleber hier rausdrückt, das werden wir gleich sehen, fällt das gar nicht auf. Aber nach dem Schleifen, wenn dann so eine leichte Haarlinie milchig weiß rauskommt, dann liegt es zu 90% daran, dass die Fuge milchig weiß war oder eben nicht oder schlecht sauber gemacht wurde. Also deswegen darauf achten, möglichst die gleiche Färbung beim Falz bei der Kante und wirklich gründlich sauber machen. Ne? Das sind so nochmal mit das A und O bei der Verklebung. Wichtig auch noch, ein wichtiger Hinweis ist, dass ich nicht unterschiedliche Chargen vom Material verklebe. Das heißt, habe ich auch immer wieder, der Schreiner hat noch ein Stück Weißplatte noch hinten im Abfallregal stehen. Ach, die verwenden wir und wir bestellen noch eine halbe Platte dazu und verkleben die dann zusammen, weil dann habe ich mit hundertprozentiger Sicherheit dann Farbunterschiede. Also das würde ich dann vermeiden. Oder auch die unterschiedlichen Plattenformate, wo wir haben,
Das heißt, bei der S028 Alpine Weiß haben wir ja verschiedene Breiten. Das heißt, wenn ich hier ein Projekt habe und Platten verklebe, sollte ich immer bei einer Plattenbreite bleiben und diese miteinander verkleben. Also nicht eine 76er mit einer 130er Platte zusammen verklebe, weil das geht in die Hose. Weil das sehen Sie nachher, wenn Sie nachher den Fertigschliff machen, da ist die eine Platte etwas, sage ich mal, gelblicher und die eine etwas weißer. Und dann haben Sie schon das Problem im Endkunde. Also da immer drauf achten. Oder wenn Sie auch ein größeres Projekt haben, dass ich dann sage, ich möchte jetzt 10 Platten aus einer Charge. Ja, wenn ich jetzt gerade so größere Theken zu machen habe, dass ich hier natürlich dann garantiert habe, dass ich eine Plattenfarbe habe. Ja, vielleicht, ich habe jetzt hier gerade mal diese, ja, eine Präsentation, die Seite eingeblendet, wo man diesen Kantenstempel oben links in dem Bild sieht. Also genau den findet ihr im Prinzip immer auf der Kante drauf. Und für uns wichtig sind eigentlich immer die letzten Zahlen, also diese, ja, hier Sheet Number oder diese Seriennummer, Plattennummer. Und die ist für uns wichtig. Und hier haben wir zum Beispiel hinten die 247. Da sollte ich halt die 247 mit der 248 verkleben, mit der 249 und so weiter. Und nicht die 247 mit der 848. Ne? Also wenn die zu weit auseinander sind, haben wir logischerweise unterschiedliche Chargen. Man sagt ganz grob, so eine Charge, so ein Gemenge, wie wir vorhin an der Herstellung gesehen haben, reicht ungefähr für 50 Platten. Danach muss gewechselt werden. Ne? Und dann ändern sich natürlich auch die Chargen und dann wird es einfach zu weit. Und dann kann ich einen Unterschied haben. Und deswegen, richtig, was Andreas gesagt hat, wenn ihr mehrere Platten miteinander verkleben müsst, bestellt die Platten bitte bei uns mit gleicher Charge, dann kriegt ihr die aus einer Charge und dann ist das Problem schon mal minimiert. Und wenn ihr Platten miteinander verklebt, was der Andreas das dann gleich machen wird, das sehe ich jetzt mal hier aus der Folie. Und zwar, die Platten sind mittlerweile, alle Platten haben auf der Rückseite solche kleinen Pfeilchen drauf. Michael, du kommst mit der Präsentation? Gut. Da sieht man immer die Produktionsrichtung. Also das ist auch immer wichtig, gerade besonders bei dunklen Farben, dass ich wirklich die Produktionsrichtung beibehalte. Ihr kennt es alle von Furnieren. Sie sollte die nicht um 180 Grad drehen, weil sonst kann sein, dass sie das farblich einfach abzeichnet. Die Unterschiede sind meistens nur so minimal, dass ihr das erst seht, wenn ihr den Kleber weggeschliffen habt. Bis dahin habt ihr schon einiges eben gemacht und durchgeführt. Ne? Also da auch nochmal der Hinweis, rückseitig diese Produktionsrichtung gekennzeichnet und die möglichst beihalten, das Ganze. Gut. Genau. Dann verkleben wir jetzt. Genau. Ich würde jetzt hier erstmal jetzt eine Falzverklebung fräsen. Ich habe das hier mal vorbereitet mit einer Oberfräse. Und wo wir hier jetzt mal einfach eine Aufkantung hier nochmal verkleben. Jetzt fällt mir gerade nur ein, wir haben jetzt noch gar nicht über diese Eigenschaften und technischen Daten vom Kleber gesprochen. Ja. Die sollten wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, weil die Frage stellt sich vielleicht einige schon, wie lange ist denn die offene Zeit? Das ist kein Kleber, wo ich mir Zeit lassen darf. Das heißt, wir haben eine offene Zeit von circa 5 Minuten. Und je wärmer das ist und je trockener das ist, also sprich heute, wird der Kleber zum Beispiel vielleicht sogar schon nach 4 Minuten eine Haut gebildet haben. Das heißt, immer wenn ich was verklebe, muss ich meinen Arbeitsplatz, mein Werkstück so herrichten, dass alles da ist. Also nicht Kleber auftragen, ach, ich brauche noch eine Schraubzwinge, ach, ich brauche noch einen zweiten Mann, sondern das muss alles parat stehen. Das heißt, wir haben eine offene Zeit von circa 5 Minuten. Die optimale Klebetemperatur soll über 18 Grad Raumtemperatur sein, weil wenn es zu kalt ist, ist es auch wieder nicht in Ordnung, ne? Ich kann nach circa 45 Minuten bei den Temperaturen wie heute, wahrscheinlich schon nach 30 Minuten, wieder weiter bearbeiten. Das heißt, fräsen, schleifen und so weiter. Das heißt, ihr müsst nicht warten 24 Stunden, bis der Kleber voll durchgehärtet ist, sondern ihr könnt nach circa 30 bis 45 Minuten weiter mit der Bearbeitung fortfahren. Das sind so ein bisschen so die Rahmendaten, die man mit beachten soll. Ansonsten gibt es eben grundsätzlich 2 Systeme. Wir haben einmal ein großes Klebesystem mit der großen Kartusche, 250 Milliliter, die große Klebepistole links dargestellt und rechts daneben, das ist das, was wir heute auch nehmen. Genau, der Andreas hat schon in der Hand. Das ist die kleine Kartusche, die hat eben 48 Milliliter und dann eben die kleine Klebepistole mit dazu. Das, denke ich mal, ist so die gängigste und die verwenden wir hier auch und die meisten Kunden verwenden die auch, außer die haben wirklich viel zu kleben, viele Laufmeter. Dann ist es natürlich wieder kostenmäßig interessant, auf das große System umzuswitchen. Gut, das nur mal nochmal zwischendurch. Vielleicht ein kleiner Tipp noch zum Kleber. Gerade jetzt bei Temperaturen heute in Leipzig mit 40 Grad und Sie müssen heute verkleben und Sie brauchen ein bisschen mehr Zeit.
nehmen Sie einfach den Kleber, machen Sie in den Kühlschrank über Nacht. Dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit, etwas die offene Zeit etwas zu verlängern. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Auch nochmal, wenn Sie jetzt hier verklebt haben, habe hier noch einen Rest übrig, so wie jetzt hier, kann ich die Spitze drauf lassen, lasse sie aushärte, ja, und dann kann ich den Kleber immer noch verwenden. Also ich brauche das nicht wegschmeißen. Das kann ich beim nächsten Auftrag dann wieder verwenden. Ne? Wichtig auch immer, dass ich habe schon Schreiner gehabt, die sind 70 Kilometer wegen einer Spitze zu mir gefahren, habe eine Spitze geholt. Wenn Sie Kleber bestellen, immer ausreichend Spitze, auch Reservespitze mit bestellen. Das sind Cent-Artikel. Also insofern. Teile heißen offiziell Mischerdüsen, wenn man im Online-Shop sucht. Unter Spitzen werden wir nichts finden. Genau. Aber also ja, Mischerdüsen. Ne? Genau, Mischerdüsen. Also wichtig, das haben wir immer schon erlebt. Es ist immer pro Kleber, in der Regel ist in dem Paket eine Düse mit dabei. Ja, wenn jemand nur ein Becken machen will und ihm macht das in einem Zuge, reicht mir die. Aber wenn ihr natürlich mal absetzen muss und wieder neu anfangen muss, dann sollte ihr auf jeden Fall genügend zur Verfügung haben. Weil wenn der Kleber darin ausgehärtet ist, muss ich eine neue Mischerdüse einsetzen. Dann. Genau, wir werden jetzt anfangen mit Fräsen. Könnte jetzt ein bisschen ein wenig lauter werden, gerade für die im Netz. Im Netz, genau. Und genau, wie gesagt, scharfe Fräser. Sie werden es jetzt dann sehen, wenn man jetzt fräse. Die Spanabnahme vom Mineralwerkstoff sollte so sein, als würde es schneien, also richtige Flocke. Wenn es nur so eine Art Sägemehl ist, dann ist das der, sage ich mal, der Fräser stumpf. Ja. Also bei den heutigen Temperaturen können wir sagen, wir stellen uns vor, wir sind in Italien am Gardasee und schneiden gerade den Parmesan. Und genauso wie frisch gehobelter Parmesan soll jetzt hier diese Späne eben wegfallen. Und feiner Staub ist dann wirklich ja, nicht gut. Also wenn ihr da euren Lehrling ärgern wollt, dann lasst ihr ihm den Staubsaugerschlauch mal halten, während ihr fräst. Dann hat er gleich mal alles komplett abbekommen. Ne? Aber das ist etwas, man hat es wirklich ganz gut gesehen. Man sieht es auf dem Boden auch wirklich, das sind so grobe Späne. Dann habt ihr in der Regel den richtigen Vorschub, die richtige Geschwindigkeit und das Werkzeug in der Regel ist dann auch scharf genug. Also das ist ein guter Indikator, um das einfach zu beurteilen dann. Gibt es hier eine Frage jetzt erstmal zum... Ja. Das war eine gerade Schneide, kann man sagen. Also Fräserdate und so weiter oder Vorschubgeschwindigkeiten gibt es bei uns auch ein Datenblatt, wo Sie oder beziehungsweise genau. Broschüre. Ich glaube, da ist es immer gut. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel teilweise eben wieder auch wieder Fräser von der Firma Albin Kraus im Einsatz. Und da gibt es eben dann die richtigen Anmerkungen auch mit dazu. Das heißt, da würde ich wirklich mit dem Hersteller sprechen oder mit denen fragen, du, welche Geschwindigkeit muss ich beachten, was ist. Wie muss da eingestellt werden, weil da könnt ihr euch nochmal genauere Informationen geben wie wir. Also wie gesagt, einer gibt natürlich auch noch andere, die Werkzeuge dafür eben herstellen. Dann. Genau. Jetzt haben wir hier eine, es gibt, das ist jetzt der klassische Falz, wo ich jetzt hier gefräst habe. Ne? Kann ich natürlich, wenn ich natürlich eine Tischfräse habe, kann ich natürlich das auch an der Tischfräse machen, in der Werkstatt. Ich kann es auf der CNC machen. Ja? Ich kann es auch auf Gärung machen. Ja, wenn ich zum Beispiel marmorierte Farbe habe, dass ich dann das auf Gärung verklebe, ja, kann ich dann so machen, auch mit Klebebänder. Das muss ich natürlich dann beachten, dass ich die richtigen Klebebänder habe, ne, dass ich nicht irgendwie gefärbte habe oder braune Packbänder. So eine Sache geht also auch. Also man muss auch grundsätzlich sagen, der Kleber reagiert empfindlich auf Verschmutzungen. Das heißt, der Kleber hat die Eigenschaft, dass er jeglichen Schmutz eigentlich auf der Platte, so wie Bleistiftmarkierungen oder, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt hier sieht, ja, hier zum Beispiel hinten auf der Platte ist immer unser Stempel mit drauf zum Beispiel, ne?
Also überall, wo der Kleber austreten kann und Kontakt mit so Schmutzstellen nimmt, kann passieren, dass der Kleber das anlöst und wenn es ganz dumm geht, von der Rückseite einmal komplett nach oben durchzieht. Also da ist wirklich wichtig, dass er beim Verkleben die Platten sauber macht, entweder jetzt wie hier mit Aceton. Wenn aber so Stempel drauf sind, da würde ich wirklich empfehlen, die abzuschleifen, weil Aceton verschmiert es manchmal nur. Dann habe ich es eher auf einer großen Fläche. Da wirklich einen Schleifer nehmen, 4-5 Mal drüber gehen, dann habe ich eigentlich die richtige saubere Oberfläche. Also das ist wirklich das A und O. Auch keine Bleistiftmarkierungen, Kulimarkierungen, Füllstift, das muss alles weg sein. Weil wenn ihr das nicht beachtet, dann habt ihr danach viel Zeit zum Überlegen, was ihr falsch gemacht habt, wenn ihr das Ding neu machen müsst. Ne? Also da bitte hier sich Zeit nehmen, das gewissenhaft machen, das spart dann wirklich Ärger. Gleiche natürlich auf der Baustelle. Da ist es manchmal sogar noch viel schwieriger, weil da ist dann noch ein anderes Gewerk da, der gerade irgendwas am Flexen ist oder sonst irgendwas. Aber beim Kleben müsst ihr darauf achten, dass wirklich der Raum sauber ist in dem Fall. Ne? Sie lachen, haben Sie das auch schon erlebt? Sie haben schon viel erlebt, aber das noch nicht, oder? Okay, also passiert es aber mit anderen Werkstoffen wohl auch dann, ja. Schön, genau. Gut, es gibt natürlich dann Möglichkeit, wenn ich jetzt eine größere Kante habe, kann ich hier natürlich dann auch Klötzchen hinkleben, dass hier dann meine Winkeligkeit, meine Winkelfunktion dort ist. Es gibt die Möglichkeit auch, dass ich hier die Sache nicht verrutscht, kann hier nochmal eine Klemmsiger hinsetzen oder eine Zwinge. Genau. Ne? Aber auch da insofern ist es so, weil wir gerade über Schmutz gesprochen haben, ne? Wenn ich so die Klötze jetzt, so wie es der Andreas jetzt macht, die sind aber sauber in dem Fall, empfiehlt sich zum Beispiel, machen auch viele Verarbeiter, die hier hinten einfach so ein Eck abnehmen, dass der Kleber einen Hohlraum hat, dass er nicht mit dem Material in Kontakt bekommt. Weil jetzt bei ihm wird der Kleber, wenn es dumm geht, wenn er zu viel Kleber aufträgt, drückt es mit den hinten rauf und hat vielleicht Kontakt mit dem Holz. Worst case, kann wieder Schmutz ziehen, kann wieder eine unsaubere Klebestelle sein. Ne? Wir übertreiben jetzt hier ein bisschen, ne? Aber wir wollen es euch einfach bewusst machen und klar machen, dass da eben drauf geachtet werden muss. Genau, wichtig ist bei der Reinigung, dass ich hier natürlich weiße Tücher nehme, ja, und keine Farbtücher, wo man noch womöglich noch dieses farbige Tuch noch abfärbt in die Klebefuge. Also ich empfehle dann immer so weiße Tücher oder so Kleenex-Tücher, ganz normale oder beziehungsweise so Küchenpapier. Das Handelsübliche, da braucht also nichts Besonderes sein. Also die zwei Sachen gehen da wunderbar, ja, zum Reinigen. Ne, ich habe hier jetzt mit Aceton die Sache gereinigt. Hier muss ich natürlich aufpassen, beim Hymax gibt es immer eine gute und eine nicht so gute Seite oder beziehungsweise eine ungeschliffene Seite. Also wo eine rauer geschliffene Seite. Seite, Oberfläche, sagen wir mal so. Und da nehme ich natürlich die gute Seite nach außen. Wenn ich natürlich, ich habe auch schon ein Projekt gehabt, da sind Würfel gebaut worden, da sehe ich alle Seiten. Dort gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich die Platte, wenn ich eine Breitband habe, die Platte durch die Breitband nochmal durchschleife und die Oberfläche mir ein wenig hochschleife. Oder wir kommen noch zum anderen Thema beim Schleife, wo man dann hier nochmal die Oberfläche nochmal hochschleifen kann. Ja, aber prinzipiell immer die gute Seite in die Sichtseite nehmen. Genau. Habe mir das bisschen vorbereitet, Aceton gereinigt. Wie gesagt, beim Kleber ist einfach zu beachten, wenn ich hier eine neue Klebekartusche nehme, ja, dass ich hier immer den passenden Kleber zur Platte nehme, also ein H16. Ist das jetzt Kleber, wo jetzt hier zur S28 Alpine Weiß Platte passt. Also die Informationen findet ihr bei uns auf Preislisten zum Beispiel und so weiter. Wenn ihr die aber nicht habt, macht nichts. Ihr bestellt einfach Platte S28 Alpine Weiß plus zwei passende Kleber. Das machen dann die Kolleginnen vom Innendienst, schreiben dann das Richtige mit dem Auftrag. Wichtig würde ich aber sagen, wenn ihr dann den Kleber bekommt, schaut mal drauf, was steht drauf. Steht eben H16 drauf oder das gleiche, wie auf dem Auftrag steht. Wenn das schon nicht mehr zusammenstimmt, dann bitte melden. Und wenn ihr den Kleber jetzt, gerade bei einer neuen Kartusche, soll man ja die ersten paar Zentimeter, sage ich mal, neben raus spritzen, damit es sich gleichmäßig und sauber vermengt. Wenn ich da dann schon feststelle, ups, da passt was nicht. Also ich habe vielleicht eine schwarze Platte und der Kleber ist hellgrau,
dann bitte auch nicht einfach loslegen. Dann gerne bei uns anrufen und sagen, du, ich habe einen Kleber bekommen, der ist jetzt so grau. Dann kann man prüfen, ist es der richtige? Und im schlimmsten Fall nicht verwenden, gibt es einen neuen Kleber. Weil wenn danach die Klebefuge nicht so ist, wie sie sein soll, dann fangen wir halt wieder von vorne an. Ne? Genau. Jetzt die Kleber macht er jetzt auf. Das ist einfach ein bisschen flüssig. Soll ich vorher erstmal 20 cm? Genau, das war das, was ich gesagt habe. Wenn Sie die neue Mischerdüse jetzt drauf machen, dann drücken Sie, je mehr, je besser für uns von Klöpfer, drücken Sie einfach neben raus. Weil das ist die sogenannte Klöpfermenge. Genau, das ist für euch schlecht, für uns gut, weil ihr habt ja schon bezahlt und ihr braucht mehr Kleber. Ne? Nee, aber da ist wirklich so ein paar Zentimeter, 2-3 Zentimeter Hübel. Das seht ihr ja, bis ich, sag mal, ein weißer Kleber, der soll nicht glasig sein, der soll weiß sein. Wenn ihr zu viel pumpt, dann ist auch was nicht in Ordnung. Also wenn wir bei 20 cm sind und die Kartusche ist 3/4 leer, ist auch schlecht. Ne? Also dann bitte auch gerne anrufen. Also toi, 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 wir haben wenig Probleme, aber es kommt halt mal vor. Dann müssen wir einen Kleber gegebenenfalls austauschen oder sonst irgendwas. Aber ein paar Zentimeter, keine Ahnung, das ist so ein 2-Euro-Stück großes Menge in der Regel daneben hin. Genau. Ne? Wie alt doch ist mit Kleber noch? Also die Frage, wie alt der Kleber werden darf, hast du noch eine Kartusche, Andreas? Ne? Genau, und zwar, wir haben hier auf dem Kleber, da steht jetzt hier zum Beispiel 18. Mai 2021, das ist nicht das Verfallsdatum, das ist das Produktionsdatum, und wenn wir mal, ich gehe nochmal auf die Kleberübersicht, halt verkehrt rum, genau, weil dann der Kleber ist 5 Jahre haltbar ab diesem Datum. Genau. Also genau, hier steht es nochmal drauf. Also genau, der Kleber ab diesem Produktionsdatum 5 Jahre. Das heißt auch eine verschlossene, also wenn ihr mit dem Kleben fertig seid, macht ihr die Düse runter, manche lassen es auch drauf, macht den Originalverschluss drauf, lagert die entsprechend, dann könnt ihr die bis zu 5 Jahre nach diesem Datum verwenden. Man kann es auch länger verwenden, aber wenn das Ding auseinanderfällt, dann ist es nicht unser Problem. Ne? Also das ist halt einfach, das ist wie beim Joghurt auch, es steht ein Verfallsdatum drauf, aber das heißt nicht, dass es jetzt sofort nicht mehr funktioniert. Ne? Aber man sollte wirklich überlegen, nutze ich noch, was baue ich, weil wenn das nicht funktioniert, dann habe ich danach umso mehr Arbeit. Also 5 Jahre und dann 9. Ne? Haben Sie schon längere Kleber bei sich liegen, oder? Ja, wo ich wieder zurückgeben. Wir verrechnen dann die Entsorgung und dann können Sie die auch wieder zurückgeben. Nein, also ganz normal im Gewerbemüll, im Haushaltsmüll dann entsorgen. Ne? Jetzt, Sie können doch selber entscheiden, ob Sie noch verwenden wollen oder nicht. Ne? Da ist halt das Problem, ich denke, da manchmal aber auch. Okay, also der Kollege sagt jetzt gerade, die haben schon mal einen Kleber mal probiert, einer, der abgelaufen war. Der Kleber hat sich dann nicht mehr hundertprozentig ausgehärtet, sondern ist dann wie so gummiartig geblieben. Ne? Also das ist dann vielleicht so eine Eigenschaft, wenn er halt dann einfach zu alt ist, deswegen dann entsorgen. Und übrigens, wir haben so viel am Lager liegen, wir wollen die nicht entsorgen nach 5 Jahren. Wir wollen die verkaufen. Also am Kleber spart man einfach nicht. Da kauft man sich gerne auch mal eine Kartusche mehr. Und wie gesagt, die erste Menge wird reichlich daneben rausgespritzt, weil von irgendwas müssen wir ja auch leben. Wir arme Händler. Okay, genau. Neue Kartusche, 2 Zentimeter etwas rausspritzen. Wichtig, dass ich hier immer genügend Kleber reinmache. Ne? Bei der Falzverklebung habe ich natürlich, gebe ich es jetzt hier auf die Kante auf. Wer es näher sehen will, ihr dürft aufstehen. Ne? Ihr dürft hinten rumgehen, ihr dürft alles machen hier. Seid fast wie zu Hause. Ich gebe hier natürlich auch noch ein bisschen im Falz an der Stirnkante ein bisschen was an. Genau, gerade die Brille aufhaben, die sehen nur nicht so gut mehr. Ja. Also die Frage aus dem Chat kommt jetzt, wie dick oder wie dünn die dünnsten Platten sind. Also wir haben beim Weißbereich bei der S28 Alpine White beginnen wir bei 4,5 mm. Das ist die dünnste Platte, die wir anbieten. Also wir haben nicht alle Dekore in 3 mm oder sonst irgendwas, sondern wir haben ausschließlich die weiße Platte in 4 mm. Weil wir auch zum Beispiel für horizontale Flächen wie Küchenarbeitsplatten immer eine 12 mm Platte empfehlen. Weil, wenn zum Beispiel ein heißer Kochtopf mal versehentlich abgestellt wird, was man eigentlich nicht machen soll, dann wird die Temperatur sehr, sehr schnell in die Fläche abgegeben und geht nicht komplett auf die Verklebung durch. Und dadurch habe ich länger was davon. Und in der Regel ist es so, sollte es eine,
eine leichte Verfärbung in den Kochtopf geben, kann ich die danach wieder ausschleifen. Also deswegen, wir haben nur die weiße in 3 mm oder in 4 mm. Ansonsten beginnen wir bei 6 bis 12 mm. So sind unsere Standardabmessungen. Genau. Wichtig ist natürlich, dass ich in der Klebefuge immer genug Kleber drin habe. Wenn ich zu wenig drin habe, habe ich zum Teil Fehlverleimungen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Klebefuge natürlich passt. Ja, ich habe immer wieder Kollegen von Ihnen, die sagen, ja, der Rest macht mir ja den Kleber zu. Ja, oh, heute hat er es mal auf Hochdeutsch gesagt, weil sonst macht er nochmal, wie sagst du schon mal? Ohne Kit schaffe ich es. Genau. Also insofern sollte man natürlich schon darauf achten, dass ich hier natürlich eine Passgenauigkeit habe. Ja. Aber wichtig ist auch, es muss Kleber drin sein, aber wir reden vom Zehntelbereich. Ne? Also wir sagen, der Klebefuge ist papierblattstark. Also schon, warum, eine Fuge mit 1 mm, 2 oder 3 mm ist zu breit. Ne? Weil die wird sich nach dem Schleifen immer anders abzeichnen wie der Rest der Fläche. Also darauf achten, Fuge minimieren. Und wenn ich so mit Klemmsier arbeite, man sieht es jetzt ja eigentlich ganz gut beim Andreas, der hat es an dem kleinen Ding hier 5 Klemmsieren angesetzt. Ne? Also ich brauche eine gewisse Anzahl. Wenn ich eine Küchenarbeitsplatte mit einer Abkantung machen will, da brauche ich in der Regel, sagen wir, alle 15, 20 Zentimeter brauche ich irgendwas zum Verspannen. Also es reicht nicht aus, nur 3 Stück zu nehmen, einen am Anfang, einen am Ende und dann nochmal in der Mitte bei einer 2 Meter langen Arbeitsplatte. Ne? Also ich brauche in kleineren Steps wirklich diese Klemmsier. Und da ist auch wichtig, deswegen arbeiten wir auch gerne mit Klemmsier, weil die nur handfest angezogen werden. Also eine Schraubzwinge, da hat der eine mehr oder weniger Kraft, der kann die mehr oder weniger anziehen. Eine Klemmsier reicht im Normalfall aus, weil der Druck muss nur handfest sein. Also die Frage aus dem Chat kommt gerade, welcher Kleber wir empfehlen für Verklebung von Hi-Mex auf Spanplatten zum Beispiel. Da können wir jetzt einen kleinen Werbeblock machen. Wir empfehlen nämlich zum Beispiel unseren DK-Flex 1000. Haben wir zufälligerweise auf Lager, verkaufen wir zufälligerweise auch. Nein, also das ist ein Kleber, den haben wir ja. Wichtig ist uns aber dabei einfach, dass der Kleber flexibel bleibt. Also es macht keinen Sinn, das mit einem Weißleim zu verkleben, der danach komplett steinhart aushärtet, sondern wir brauchen eine flexible Verklebung. Das kann genauso auch ein Natursteinsilikon sein. Das kann ein Spiegelkleber sein. Das kann ein Montagekleber sein. Wichtig, er muss flexibel bleiben. Also eine Variante oder eben, was ihr zu Hause habt in der Werkstatt, einfach einen flexiblen Kleber. Also in der Regel, genau, also Frage, ob der Kleber durchschlägt farblich zum Beispiel, wenn er anders farbig ist, in der Regel nicht. Wir hatten mal einen Fall, da war es eine 6 mm weiße Platte, da hat der Kunde das Ganze montiert und irgendwie am Nachmittag ruft die Kundin an und zeichnet sich alle Klebestreifen ab. Wir wissen nicht, warum. Also in der Regel nicht. Ja. Also ich habe einen Kunde gehabt, der hat eine Wandverkleidung gemacht, also so eine Front in Hi-Mex und hat die ganze Platte mit Lackleim verklebt. Was natürlich schon eigentlich nicht nach der Verarbeitungsrichtlinie ist. Durch die Sonneneinstrahlung ist natürlich, wird der Lackleim wird gelb. Das heißt, es war eine weiße Platte. So wie jetzt Oliver gesagt hat, ist nochmal der Hintergrund richtig gelb geworden. Du darfst die ganze Front nochmal neu machen. Insofern würde ich dann immer empfehlen, den passenden Kleber. Wir kommen nachher auch nochmal drauf. Ich habe da auch nochmal was vorbereitet, was für Möglichkeiten gibt bei der Unterkonstruktion zum Draufkleben. Es gibt ganz schnelle Kleber. Es gibt auch Silikonkleber, wo ich dann auch rutschen kann. Aber das zeigen wir nachher. Hier haben wir jetzt eine Flächenverklebung vorbereitet. Ne? Dort gibt es 2 Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, Fuge wieder mit Aceton, wieder reinigen. Ja, dann, wie gesagt, alles vorbereitet. Hier mit dem Lager. Ja, habe hier nochmal ein weißes Tuch drunter gemacht, dass die Arbeitsfläche nicht unbedingt gerade mit Kleber versaut wird. Dann starten wir mal mit der Flächenverklebung. Vielleicht kurz auch Thema Flächenverklebung. Wir haben hier zum Beispiel mal 2 Hi-Mex-Platten verklebt und haben diesen Kantenstempel, diese Chargennummer, nicht entfernt. Nach kürzester Zeit sah die Kante wirklich so aus. Ne? Also da sieht man ganz deutlich, wie schnell und wie stark der Kleber den Schmutz oder diese Stempelfarbe anlöst und einmal komplett über die ganze komplette Breite verteilt. Ne? Also das nochmal dazu sauber machen, das ist wirklich das Wenn und Aber, also hier sieht man es. Ne?
War auch nur ein Stempel, der war leicht hellgrau und hat es aber komplett hochgezogen dann. Ne? Wie gesagt, ich nehme jetzt hier wieder die bestehende Klebepistole. Die Kartusche haben wir ja vorhin mit 2 cm der Kleber gut, also Kleber und der Härte sich gut vermischt. Hier haben wir jetzt noch Climbing nach offene Zeit, das heißt, ich kann auch die gleiche Klebespitze. Ja, Andreas, red nicht so viel Kleb. Wie bitte? Du hast nur 5 Minuten, red nicht so viel Kleb. Ja. Es geht noch, wie man sieht, ne? Zieh das mal so ein wenig runter, dass der Kleber noch ein bisschen raus. Das soll also dann richtig hier rausquillen aus der Fuge. Und auch am Beginn und Ende schon darauf achten, dass Kleber drin ist, als er rauskommt. Ne? Also lieber zu viel in dem Fall wie zu wenig. Weil wenn ihr keinen Kleber drin habt in der Fuge, kannst habt ihr eine offene Klebestelle. Das kann schon sein, dass die Fuge auch dicht ist und erstmal optisch gar nicht auffällt. Aber ich gehe wieder auf Beispiel Küchenarbeitsplatte. Wenn dann die Kundin zum Beispiel die Platte regelmäßig sauber macht, dann wird ihr diesen Schmutz, Fett oder keine Ahnung was, in die offene Klebestelle reinreiben. Und das wird irgendwann sichtbar werden. Ne? Also da wirklich passend aufpassen, dass über die komplette Klebefuge der Kleber schön austritt. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie ich die Klebefuge jetzt hier verspanne. Es gibt hier einmal diese Saugzwinge. Ja? Wer jetzt diese Saugzwinge nicht hat, kann ich natürlich auch einen Glassauger nehmen. Ja? Und kann das natürlich dann auch mit 2 Glassauger machen und dann mit einer Zwinge zusammenspannen. Ja? Bei Theken mit runder Form gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich hier mit Klötzchenverklebung arbeite. Das heißt, ich habe hier mit der Klebepistole. Also hier ist auch zum Beispiel ganz gut mit diesen, also das hat man oft in der Fertigung. Jetzt haben wir das natürlich, wir können normal rübergehen mit den Dingern. Das hat er jetzt ein bisschen zu schnell drauf gemacht, genauso wie jetzt hier. Weil dann kann ich die, genau, jetzt kann ich die schön in die gleiche Höhe reinholen. Und habe eben die Platten auf die richtige Höhe dann zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich auch keinen großen Versatz, den ich danach wieder verschleifen muss. Dann, ne? Und das ist, genau. Kann hier natürlich mit Klötzchen arbeiten, mit der Heißklebepistole drauf oder mit Sekundenkleber, geht auch. Und spanne hier ganz normal eine Zwinge drauf. Also da fragen auch viele Leute, ist es denn, ja, hält es? Wenn es jetzt abgeht, der Klotz, dann ist der Druck schon wieder zu groß auf die Klebefuge. Ne? Also die Klemmse reicht aus und hier. Das ist ganz normaler Heißkleber, wie man zum Basteln nimmt, wie er immer, funktioniert einwandfrei. Manche machen das auch so, dass die auf der Montage zum Beispiel mit einer Art Sekundenkleber oder mit einem Sekundenkleber arbeiten und verkleben das dann so zum Beispiel. Ne? Dann habe ich hier natürlich eine Saugzwinge, das ist natürlich das Beste, was eigentlich so, gerade bei der Montage, habe hier natürlich eine Kiste. Gucken, ob alles zu haben. Genau. Wo hier natürlich dann die Sache hier zusammenziehen kann. Also das ist sicherlich ein System, was sich bezahlt macht, wenn ich viel Wandverkleidungen zum Beispiel auch machen muss. Ne? Funktioniert allerdings nur bei ebenen Flächen, wenn ich eine gerundete Fläche habe. Dann kann ich aber wieder auf diese Klötzchen-Variante zurückgreifen. Die funktioniert da sehr gut. Bei der Felgenverklebung, wie gesagt, Klötzchen, Saugzwinge oder Vakuumzwinge oder mit 2, sagen wir, Glassauger und mit der Zwinge drüber, bitte auch. Doch. Ja, es kann es, wir haben es natürlich, also die Frage ist es, ob man mit der Vakuumzwinge den Versatz in der Regel ja, weil die so fix ist, eigentlich ist, dass es raufzieht. Aber wir haben natürlich jetzt 3 verschiedene Varianten und wenn irgendeins ist, irgendwie was runterdrückt, dann passt es in dem Fall. Aber die macht die Oberfläche bündig. Genau. Also die Vakuumzwinge zieht es dann bündig. Und auch hier, wenn ihr dann aber prüfen wollt, ich will auch mal die Klebepistole in die Hand nehmen. Wenn ihr prüfen wollt, bin ich bündig, habe ich einen Versatz, dann nimmt bitte nicht das Cuttermesser aus der Hosentasche, wo ihr da vorne Teerpappe übertrieben gesprochen genommen habt und geht dann drüber, sondern nimmt einfach die Mischerdüse, guckt, aha, passt, tragt danach nochmal minimal Kleber auf und dann ist es in Ordnung. Also auch hier wieder aufpassen, solange der Kleber nur keine Haut gebildet hat, muss man einfach aufpassen, was in die Fläche reingeht. Vorteil auch, wenn ihr zum Beispiel die Verklebungen auf einer HPL-Platte macht, der Kleber bleibt nicht haften auf einer HPL-Platte. Wenn der ausgehärtet ist, könnt ihr den ganz leicht wieder entfernen zum Beispiel. Ne? Genau. Das zur Fleckenverklebung. Gibt es hier noch Fragen?
Wie bitte? Braucht man eigentlich in der Regel, sage ich jetzt mal nicht. Wenn ich jetzt auf bündig, kann ich es natürlich auch über Fels machen. Das ist natürlich eine geschicktere Sache. Beim Lamello kann es sein, wenn ich eine weiße Platte habe und ich mache eine Nut rein in 12 mm und habe nur noch 3 mm oben stehen, dass mir der Lamello durchscheint. Wenn er das macht, dann soll man eine Feder machen aus Hymex im Weiß. Ja, dass hier dann die Durchscheinung vom Lamello könnte, das braune Lamello-Teil könnte dann durchscheinen durch die Platte. Also was es auch gibt eben, deswegen blätter ich hier gerade in der Broschüre, es gibt schon sogenannte Nut- und Federfräser, auch für Mineralwerkstoff, wo ich wirklich wie so eine Art Nut und Feder machen kann, um das dann eben auch möglichst auf eine Höhe zu bekommen. Ne? Das ist halt wieder eine Frage, investiere ich in solche Fräser oder investiere ich nicht? Ne? Also hier auf dem Bild kann man es jetzt so ein bisschen mal erahnen, wie das aussehen könnte, sowas zum Beispiel hier. So wäre dann so eine Nut- und Federfräsung, ne, in der Art. Ne? Also das ist natürlich auch machbar. Es gibt auch Kollegen, die machen wie eine Art Lamello, machen den Lamello aber aus Hymex. Also machen dann dünnen Streifen und setzen den komplett rein und verkleben den mit. Ne? Genau. Dies hier Kantenverklebung, Flächenverklebung. Jetzt haben wir ja noch das, die Geschichte mit dem Beckenverklebung. Wir haben gehofft, dass keiner fragt, wie die Wellenlinie verklebt wurde. Das ist natürlich jetzt schade. Also Sie meinen also genau diese unregelmäßige Klebekante, die wir bei den Marmorierten empfehlen. Okay. Andreas weiß das. Genau. Also wichtig ist, bei säuremarmorierter Oberfläche mache ich so eine Wellenlinie. Kann ich, wenn ich eine CNC habe, mache ich das mit der CNC, eine unregelmäßige Welle. Ja. Und verklebt es dann. Sehe ich nichts. Genau. Oder aber sie legen einfach zwei Elemente übereinander und fräsen jetzt hier mit der Oberfräse oder was auch immer rein. Ja aber so funktioniert es. Also wenn Sie jetzt hier quasi durch beide Materialien durchfräsen, haben Sie die gleiche Konturen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Also das hier, das Muster ist wirklich nur mit einer, das ist nur mit einer Oberfräse gefräst. Also ich war vor 6 Wochen bei einem Kunden, der hat so eine marmorierte Oberfläche zum Verkleben für ein Projekt. Und dort haben wir es mit der CNC gefräst, einwandfrei. Das war nur von der CNC. Wenn du mit der Handoberfräse hast, ist es schwierig, die Schablone anzuschauen. Ja, klar. Mit der Handoberfräse muss ich natürlich die Schablone machen, ganz klar. Also hier zum Beispiel, da sieht man es mal, wie ich es jetzt gerade gemeint habe, hier unten, ne? Ja, das ist eine Spiegelfläche. Aber das war so, wie ich es gerade angedeutet habe. Das würde funktionieren. Also das funktioniert eigentlich. Also das sollte funktionieren, ja. Also ja. Also da habe ich so weniger, wie gesagt, viele CNC, klar, oder dann eben in dieser Variante. Oder man lässt sich eine Schablone machen auf eine CNC und verwendet die dann eben als Anschlag. Das geht auch, ja. Ich weiß nicht, wie Sie ausgestattet sind im Betrieb. Haben Sie eine CNC? Oder? Okay, dann würde ich es mit der Oberfräse machen. Ja. Also was Sie 12 mm auf 24 mm aufdoppeln. Okay, also die Frage, man kann natürlich Hymex mit Hymex auch verkleben, kann eine 24 mm Schicht machen. Das ist nichts anderes, dass Sie einfach, ja, im Prinzip sowas. Und da mache ich einfach hier den Hymex-Kleber rein. Also gerade wenn ich nur eine Abkantung machen will, wo ich nur einen schmalen Streifen habe, ist es nichts anderes, dass wir hier einen Kleber auftragen, den Hymex-Kleber. Ich gucke, dass mir der Kleber hier vorne schön rausdrückt, verschleift es wieder und sehe nahezu nichts. Hier halt auch wieder aufpassen, logischerweise, dass ich möglichst die unteren Streifen aus der gleichen Platte habe, wegen Chargenunterschiede, Farbunterschiede, aber das sollte ganz gut funktionieren. In der Regel macht man zwar wirklich diese Falzverklebung, weil ich dann immer die Oberfläche habe, aber würde so auch funktionieren. Ja. Ich würde aber dann die Unterseite würde ich dann aber schleifen, ja, weil dort unter habe ich natürlich sehr grobe Schliff, würde es dann entweder auf die Breitband oder würde einmal mit dem Extender drüber gehen, dass ich eine saubere, glatte Fläche habe zum Verklebe und vorher und hinterher mit Aceton reinige. Mhm.
Da reichen Rauben aus. Sie müssen natürlich nur gucken, dass wenn Sie hier die Platte aufdoppeln, dass hier Ihnen der Kleber aus der Fuge rauskommt. Also Sie müssen den Kleber ziemlich weit vorne hinmachen. So, wir müssen es hier bei der Kantenverklebung gemacht haben, ja, dass der Kleber dann sehr gut rauskommt. Und dann etwa, ich sage immer so Richtlinie, zwischen 15 cm so Raube machen, wenn es jetzt eine 60er Platte wäre, wo jetzt ganz dick werden muss. Also wenn ich es aufdoppeln muss auf 24. Genau. Oh. Noch Fragen zum... Habt ihr noch Fragen? Hier vorne wird alles gut. Überbrücken einer Fuge, oder sollte man das möglichst vermeiden? Wie meine ich Sie mit überbrücken? Ja, also jetzt ist es ja relativ krass zusammengesetzt letzten Endes. Ne? Wenn ich das jetzt nie so krass machen würde, würde mir das Material verzeihen oder ist das... Also das heißt, Sie meinen, wenn die Klebefuge zu breit wird, also nicht Zehntel, sondern Millimeter ist. Ja. Die Fuge wird ihn halten. Aber die wird sich abzeichnen. Ja, also es kann sein, oder es wird so sein, dass nach dem Schleifen Sie bei der Klebefuge einen anderen Glanzgrad haben wie bei dem Rest der Fläche. Und wieder Worst Case kann sogar sein, dass die Klebefuge mit der Zeit gelb wird. Gerade bei Weiß zum Beispiel. Ne? Also deswegen ist schon zu achten, dass die Fuge sauber ausgeführt wird. Es ist kein Füllmaterial, wo ihr einfach mal sagt, gut, da ist es mir das aus dem Winkel gelaufen, eine Eckküche oder sonst irgendwas. Das macht mir der Kleber schon. Ne? Da muss ich schon gucken, dass sie wirklich press zusammenkommen. Ja. Also man sagt ja ohne Kit schaffe ich es. Also in dem Fall muss die Fuge natürlich passgenau sein. Hat beim Filmmaterial, wenn ich jetzt einen Schlag in der Platte habe, hätte ich jetzt gedacht, dass ich mit dem Kleber das vielleicht noch retuschieren kann. Sagen Sie, das geht nicht als Filmmaterial. Da kommen wir noch dazu. Ja, also die Frage ist jetzt eben hier, wenn eine Beschädigung in der Fläche ist, warum auch immer, ob man die mit dem Kleber auffüllen kann, wäre das Erste, was ich auch machen würde erstmal. Aber zum Beispiel, es ist halt das gleiche Problem habe ich, da wird sich nach dem Schleifen unter Umständen andersfarbig abzeichnen und der kann im schlimmsten Fall sogar gelb werden. Was man machen könnte, ist zum Beispiel je nach Größe, klar, wenn ich nur ein kleines schwarzes Pünktchen habe, bohre ich das mit einem kleinen Bohrer auf, fülle mir Kleber auf und schleife erstmal drüber. Das ist so die einfachste Variante. Besser ist immer, wenn ich Material mit dazugebe. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück größer ausbohre zum Beispiel und nimm, ich sag mal, einen Streifen Hi-Max und spitze den an wie ein Bleistift in der Art, steck den rein, brech den ab, schleif dann drüber, ist die bessere Reparatur. Die klassische Reparatur beim Material erfolgt ja eigentlich so, dass ich die Schadstelle ausfräse und ein konisches Gegenstück mache, was von oben eingeklebt wird und dann wieder verschliffen. Also eine Reparatur erfolgt immer unter Anwendung von neuem Material. Aber die Praxis, das ist praxisorientiert, bevor ich den Aufwand betreibe, wo den Kleber erstmal nehmen. Die zwei Fräser. Genau, also das sind jetzt so klassische Reparaturfräser, die man eben hier einsetzen kann, ne, wo ich die Schadstelle auffräse, wo ich mir dann das passende Gegenstück mache, gibt es eben auch spezielle Werkzeuge. Da funktioniert es recht gut. Muss ja auch wieder dementsprechend sauber machen und so weiter. Weil sonst habe ich das Problem, dass danach nicht ein Punkt sichtbar ist, sondern ein ganzer Kreis unter Umständen sichtbar ist. Ne? Und wie gesagt, Charge wieder beachten und so weiter. Also, aber ich würde es im ersten Schritt genauso machen, aber die Gefahr ist einfach da, dass es sich abzeichnet. Ne? Wenn es dann die Kundin bemängelt oder der Kunde, dann müssen sie doch eine klassische Reparatur durchführen. Ne? Wenn die Beschädigung nur minimalst ist, dann können sie es auch versuchen auszuschleifen. Aber klar, wenn es ein richtiger Schlag ist, dann wird es schwierig. Ne? Gut, dann kommen wir einen Schritt weiter mit der klassischen Beckenverklebung. Hat jemand schon Becken verklebt hier im Raum? Ja? Was haben Sie für Erfahrungen? Ich wollte sagen, wir wollen auch nur die guten Erfahrungen hören. Ne? Also, nein. Ja. Das muss dann klar nachgeschliffen werden, weil es nicht aufwendig ist. Weil es sind die Telefon ebenfalls macht. Genau. Also die Frage war oder die Antwort war jetzt, also gute Erfahrungen grundsätzlich gehabt bei der Beckenverklebung, aber es kann eben sein, dass gerade bei den gegossenen Becken der Kleberand nicht perfekt ist und der eben händisch nachgearbeitet werden muss. Ja. Also ja, kommt leider vor. Man kann sich in der Regel gut behelfen, indem man einfach, ich sag mal, auch vielleicht einfach ein größeres Holzelement nimmt, das mit einer vom Breitband mit einem Schleifpapier belegt, dann einfach das Becken nimmt und dann eben verschleift zum Beispiel. Ne?
Oder man macht sie ein längeres Stück und versucht es so bündig zu machen, weil ich muss halt aufpassen, dass ich keine Wellen reinschleife, sonst habe ich das gleiche Problem wieder. Ne? Ja. Vielleicht gerade nochmal im Bereich Gesundheitsbereich. Es gibt ja sehr viele Kollegen für Ihnen, die machen ja Praxis. Also so Labore oder Praxis mit Arbeitsplatten und Becken. Wichtig ist, wenn Sie im Gesundheitsbereich arbeiten, gerade in Praxen oder Zahnarztpraxen und so weiter, dass Sie hier keinen Überlauf im Becken mitbestellen. Ja? Also Becken im Gesundheitsbereich immer ohne Überlauf. Weil ich habe da auch schon sehr viele Kollegen für Ihnen gehabt, die haben dann ein Becken bei uns bestellt mit Überlauf, habe es montiert und ist dann nach der Hygieneverordnung ist einfach so, dass Fäkaliengerüche, wo auf dem Ablauf kommen, nicht über den Überlauf in die Praxis rein dürfen. Das heißt, in dem Fall, wenn jetzt einer ein Becken haben will, dann setzen wir meistens ein Standrohr. Das ist ein kleines Standrohr, wo dann drin ist, wo, wenn die irgendwas spülen müssen im Becken. Also das prinzipiell beachte. Weil ich kenne das noch aus meiner Zeit. Ich komme aus einem Produktionsbetrieb. Dort hat ein Schreiner ein Becken eingebaut. Das ist dann sehr müßig, das Becken dann auszubauen und dann wieder ein Becken ohne Überlauf oder du musst den Überlauf dann zumachen. Also dann lieber dann gleich ohne Überlauf, dann haben sie weniger Probleme. Also das ist auch die Möglichkeit bei uns, die können bei uns alle Becken mit oder ohne Überlauf bestellen. Muss nur angegeben werden, in der Regel standardmäßig sind die ohne Überlauf. Wenn ihr einen braucht, muss es eben angegeben werden dann. Genau. Hier haben wir also jetzt eine Falzverklebung, einen Falz gefräst. Ja. Also das ist auch, Entschuldigung, nochmal kurz, Falzverklebung ist die richtige Anwendung oder die richtige Variante, weil die Gefahr ist natürlich, wenn ich so ein Becken stumpf drunter klebe, was habe ich für ein Problem? Ich habe Chargenunterschiede, weil die Platte kommt von uns aus dem Lager zu euch und das Becken kommt vom Beckenhersteller. Der hat aber garantiert eine andere Charge wie ihr. Und deswegen ist genau diese Falzverklebung eigentlich so wichtig, egal ob es eine Beckenverklebung oder eine Abkantung. Ich lasse irgendwie noch 3-4 mm Restmaterial stehen und danach kann ich das aber mit dem Radius, 3er-4er Radius oder durch eine Phase so schön kaschieren, dass ich diesen Farbunterschied in der Regel nicht erkenne. Wenn ich so ein Becken stumpf drunter kleben würde, dann habe ich halt Farbunterschied. Das heißt, da kann sich die 12 mm Kante, kann sich farblich anders abzeichnen wie die Innenflächen des Beckens. Also deswegen Falz bei sowas wichtig. Ne? Und Sie haben natürlich das Vorteil, Sie haben jetzt hier 3 mm, meistens kommt ja am Becken entweder eine Rundung oder eine Phase dran. Dort kann ich natürlich ein bisschen die Klebefuge auch noch ein bisschen genau. Verstecken. Falls also, es nicht. Das ist hier auch nochmal kurz nochmal dargestellt. Das ist genau das gleiche Beispiel, was wir gerade gesprochen haben, ne, auf dem linken Bild. Wir haben eben diese Falzverklebung gemacht und machen oben zum Beispiel eine 45-Grad-Phase hin und somit verschwindet die Klebefuge in die Schräge rein oder in den Radius rein. Dadurch habe ich unterschiedliche Lichtspiegelungen und es wird weniger auffallen, das Ganze. Wenn ich jetzt diese Falzverklebung mache und verschiedene Formen habe, welchen Kleber nehme ich? Den helleren oder? In der Regel den helleren. Also wir sollten ja vermeiden, den Kleber jetzt irgendwie breiter zu machen, wie er ist, die Klebefuge, ne? Aber in der Regel wird es der hellere sein, ja. Und da ist auch die Frage, wenn Sie zwei verschiedene Farben miteinander verkleben, weiße Platte, schwarzes Becken oder umgekehrt, dann können Sie es auch stumpf drunter kleben, dann brauchen Sie gar keinen Falz. Also das ist ja zum Beispiel jetzt hier genau das rechte Bild. Ne? Also, und in der Regel dann den helleren Kleber. Ja. Beim Verklebe vom Becken, einfach hier nochmal genauso das Gleiche. Hier muss ich natürlich eine plane Oberfläche haben. Unsere Becken sind in der Regel plan. Nicht immer, haben wir schon gehört, aber bei den gegossenen Becken kann es vorkommen mal. Genau, aber das ja. Ist jetzt hier ein tiefgezogenes Becken. Ja, dort wird die Oberfläche, also die Stirnkante, wird hier nochmal auf der CNC nochmal gefräst, dass sie hier nochmal dann sauber ist zum Verkleben. Vorteil, wie gesagt, am Falz, wie auch der Oliver gesagt hat, es verrutscht nicht beim Verkleben. Ja, hier habe ich jetzt natürlich da noch eine Fräsung drin für den Überlauf, ne, wenn ich einen Überlauf drin habe. Wir zeigen es hier jetzt mal trocken, weil das ist jetzt ein Muster. Ja,
Und wir verkleben jetzt mal ohne Kleber. Ohne Kleber. Das ist eine ganz neue Variante jetzt. Genau. Hebt aber nur nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Becken zu verkleben. Aber grundsätzlich, Entschuldigung, ja. Das ist natürlich hier das gleiche Spiel wie bei der Abkantung, ne, wie ich meinen Kleber auftrage. Ne? Also ich kann es vorne, auf jeden Fall vorne im zum Beckeninneren diesen Kleber auftragen. Wer will, kann hinten auch nochmal einen Kleber auftragen. Den drückt man dann hier zwischendrin raus. Und manche machen es auch so, wenn die verklebt haben, fahren die hier noch einmal komplett mit dem Kleber außenrum. Ne? Sieht es auch hier bei dem Becken. Genau, so ist es bei dem Becken. Genau hier zum Beispiel ist es ja auch nicht anders gemacht. Also da gibt es, wobei das ein anderer Kleber ist. Aber das könnt ihr auch den Hymax-Kleber, den restlichen nehmen und mache hier einfach nochmal eine zusätzliche Klebung. Bei Spülbecken wird manchmal nochmal wie so eine Art Verbindung angeklebt, um nochmal eine zusätzliche Klebekraft zu haben. Ne? Also das kann jeder irgendwo machen, wenn ich sagen, wie er will. Aber wie auf eine Nummer sicher gehen will. Aber ansonsten ist es das gleiche Verfahren. Das Becken kommt dann rein. Ich versuche ein bisschen Bewegung, dass sie die Luftblasen rausbekommen und dann geht es eben weiter. Genau. Wenn ihr natürlich eine größere Serie habt mit Waschtische, kann ich es natürlich ohne Druck auch in die Presse reinmachen. Geht auch. Das ist hier dann drauf. Wenn ich natürlich jetzt eine kleinere Serie habe, nehme ich hier eine Multiplexplatte, eine Gewindestange. Eine Schraube, mache hier die Gewindestange durch. Also das ist es geht uns jetzt wieder darum, dass ich einen gleichmäßigen Druck auf die Klebefuge bekomme. Und das ist jetzt eben gerade beim runden Becken so die einfachste und beste Variante. In dem Fall, dass man eben mit einer Gewindestange arbeitet, weil die kann ich jetzt schön durchführen durch die Abflussbohrung, kann oben meine Schraube ansetzen und kann jetzt mit dem Schraubenschlüssel das Ganze handfest anziehen. Und somit bekomme ich einen gleichmäßigen Druck auf die Fläche. Gibt sicherlich andere Varianten in der Fertigung, angefangen vom Zementsack oder einen Leimkübel draufstellen oder sonst irgendwas. Wichtig ist, ich brauche einen gleichmäßigen Druck, einen handfesten auf die Klebefuge. Ne? Vorteilig, weil ich habe hier jetzt natürlich einen zentralen Ablauf. In der Mitte habe ich hier auch gleichmäßigen Druck. Wie verklebt ihr mit? Auch so. Auch mit Gewindestange. Und hat sich eigentlich gut bewährt, oder? Genau. Gut. Gut, das zum Beckenverkleben. Gibt es hier noch Fragen? Ja. Wie hat die Erfahrung mit der Zeit, dass die Art der Beckenverkleben ein bisschen länger drauf zum Aushalten wird? Das ist ein Backel. Es liegt natürlich am Becken selber, weil ich habe hier natürlich weniger Belüftung wie bei einer Flächeverklebung oder wie bei einer Kanteverklebung. Wenn ich hier natürlich eine Platte drauf habe und unter die Klebestelle, dort braucht natürlich der Kleber schon etwas länger. Das merke ich zum Teil auch an der Flächeverklebung selber. Wenn ich hier verklebe und ich nehme das dann runter von meinem Lager, wo ich vorher gemacht habe, ist hier unten noch der Kleber noch etwas weicher. Jetzt hier schon fast ausgehärtet und hier schon einfach weicher. Das liegt einfach an der Zirkulation von der Luft, dass also, der Kleber einfach dann... Genau, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man eine Abkantung auf Gärung verklebt und ich mache ein Klebeband drüber. Dann kann sein, dass unter dem Klebeband der Kleber im ersten Moment, wenn ich es abziehe, der nicht komplett ausgehärtet ist. Der wird aber dann nachhärten. Also die Verklebung wird trotzdem halten, die wird auch zu sein, aber es kann sein, dass da eben die Luft zu wenig rankommt und dadurch der Kleber nicht aushärtet. Ja. Genau. Gut, also Frage aus dem Netz war jetzt, ob es eben CAD-Daten gibt. Ich gehe mal davon aus, für unsere ganzen Becken. Ja, es gibt für jedes Becken die passende DXF-Datei. Die muss einfach mit angefordert werden. Die ist nicht frei zugänglich auf irgendeiner Internetseite, sondern wenn ihr was anfragt, wenn ihr was bestellt, Becken XY, dann schreibt damit in die E-Mail rein, bitte auch DXF-Datei zur Verfügung stellen. Dann wird die automatisch per E-Mail zugespielt. Die könnt ihr dann euch ins System einpflegen und die habt ihr dann. Ja, also DXF-Dateien für die Becken sind vorhanden. Wir haben noch eine Frage. Also der härtet aus durch Luft teilweise, aber auch mit einer chemischen Reaktion. Also das heißt, beim Klebeband ist es wirklich ein klassisches Beispiel. Da kommt halt keine Luft dran und da kann es sein, dass der Kleber nicht ganz aushärtet. Da wird es schwierig. Also da ist auch, wenn Sie zum Beispiel einen großen Schreibtisch daraus machen und wollen zwei Platten aufeinander legen,
freut es uns, wenn Sie die kompletten Schreibtisch 24 mm massiv machen, weil Sie brauchen viel Material. Würde Ihnen aber empfehlen, machen Sie nur einen Rand. Machen Sie so Aufkantung und machen unten. Genau, also das muss man sich einfach überlegen. Ne? Also Sie können gerne Material verschwenden, muss aber nicht sein. Und wenn ihr aber so Anwendungen habt, die gibt es manchmal, weil einfach die Untersicht genauso sein soll und ich muss eine gewisse Materialdicke haben, weil ich vorne eine besondere Kante anfräsen muss oder sonst irgendwas, dann macht man gerne da, wo der Kleber raustritt, das heißt, wo die Hi-Max oder die Kante sichtbar ist, da nehme ich den Hi-Max-Kleber und in der Zwischen muss ich arbeite, teilweise arbeiten die Kunden dann mit anderen Klebstoffen. Ja? Also da ist es nicht nur der Hi-Max-Kleber, weil der muss ja schnell und muss ja alles zügig funktionieren. Da muss ich dann mir überlegen, da habe ich leider nicht die richtige oder nicht so viel Erfahrung, welche Kleber dann hier wirklich hier gut verwendet sind. Aber das habe ich eben auch schon gehört, dass die nur den Rand mit dem Hi-Max-Kleber machen und in der Fläche nehmen die andere Klebstoffe. Weil er da, ja, und weil ich einfach Zeit oder nicht die Zeit habe, um die Platte zum Verschieben und so weiter, ne, die Schnelligkeit. Ja. Genau, also Beckenthema ist soweit. Klar, oder gibt es hier noch Fragen zum Becken? Oder? Also Waschbecken, Spülbecken, egal, ist immer die gleiche Variante. Wir empfehlen die Falzverklebung bei gleichen Farben. Soll es unterschiedliche Farben sind, dann kann man es gerne auch stumpf unten drunter setzen. Oder bei marmorierter Farbe einfach auf Gärung. Ja, beim Becken wird es schwierig im Falz, ne, der Gärung. Ja, halt die Aufkantung. Aber da ist es vielleicht ein guter Hinweis, und zwar Gärung, also Formteile aus marmorierten Platten. Stellen wir uns vor, dieses Becken wäre in einer marmorierten Farbe gewesen. Wir haben ja vorhin gehört, dass das Material ja auch in der Tiefe der Platte Adern hat. Also es wird in verschiedenen Layern produziert und dadurch habe ich auch eine andersfarbige Schicht zwischendrin. So, in der Regel ist es ja so wie hier, dass die Ecken im Beckeninneren sagen wir, leicht abgerundet sind. Die könnte man jetzt, je nach Radius, kann man die verformen. In der Regel ist es aber wie eine klassische Hohlkehle. Das heißt, hier ist nochmal ein Streifenmaterial eingeklebt, in der dann diese Hohlkehle eingefräst wird. Und dann kann es natürlich logischerweise sein, wenn ich ins Material in die Tiefe fräse, dass ich auf die andere Ader komme. Das heißt, im schlimmsten Fall kann sein, dass ich alle vier Ecken andersfarbig und strukturell anders abzeichne wie die Restefläche. Ist materialbedingt, das muss man vorher wissen. Ne? Bei hellen Farbtönen, bei so weißen, deutlich geringer die Gefahr, aber gerade bei sowas, kann es eben passieren. Oder auch, wenn Sie einen Waschtisch bauen und Sie haben ringsherum so eine Aufkantung, machen das schön mit Hohlkehle, wie es sicherlich empfohlen wird, dann kann natürlich sein, dass hier so diese weiße Ader, wie wir es jetzt hier haben, plötzlich teilweise sichtbar ist. Das muss man dem Kunden sagen. Oder eben auch bemustern vorher. Ne? Also das ist eben leider so eine Eigenschaft von diesen marmorierten Platten. Genau. Wir hatten jetzt die Kantenverklebung, die Flächenverklebung, Beckenverklebung. Jetzt sind ja vorhin noch Fragen aufgetaucht, wo ich die Unterkonjektionen draufkleben. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier einmal den Kontaktkleber Blue Grip. Das ist ein Kontaktkleber, wo auf Kautschukbasis ist, wo ich hier natürlich, wenn ich einen Waschtisch baue oder je nachdem eine Küchenarbeitsplatte, relativ schnell die Unterkonstruktion draufgeklebt habe, wo dann relativ zügig geht eigentlich. Bei der Verklebung von der Unterkonstruktion gibt es natürlich auch Silikonkleber, wo ich natürlich Taschen fräse oder je nachdem eine Raupe drauf mache und dieses dann drauf mache. Dort habe ich dann die Möglichkeit natürlich dann die Unterkonstruktion danach zu schieben und dann gleich zu justieren. Ich habe jetzt hier diesen Sprühkleber, wo ich jetzt hier einfach mal einsprühe. Wenn es schnell geht, dann habe ich natürlich hier, geht es relativ fix. Und lasse es ein bisschen wegen ablüften und drücke mir diese Fläche hier drauf. Und siehe da, ich habe hier natürlich dann relativ schnell eine Unterkonstruktion draufgeklebt hat, wo ich hier dann nicht mehr runterkriege. Nachteil an der Verklebung ist halt natürlich, ich kann hier nichts mehr fixieren. Unterkonstruktion ist fest, geht nichts mehr. Und Achtung, diese Verklebung ist nicht für jede Situation geeignet. Man muss sich überlegen, weil wir haben ja gesagt, das Material arbeitet, das will sich ausdehnen bei Temperatur und so weiter. Also da muss man wirklich, deswegen, ich habe es damals gerade eingeblendet, ich habe es extra drunter geschrieben, dass man hier mit diesen, es ist hier ein Klebstoff, zum Beispiel der Firma ASK,
die eben diesen auf Kautschuk basierenden Sprühkleber herstellen. Und da wirklich vorher mit den Rücksprache halten, ist dieses Klebeverfahren für die und die Anwendung einsetzbar. Weil wir brauchen einfach eine Klebeschicht bei gewissen Anwendungen, wo das Material arbeiten kann. Der ist etwas flexibel, aber natürlich nicht so flexibel, wie wenn ihr eine 3 mm Klebeschicht habt, wo das wirklich drauf arbeiten kann, wie ein Silikon dann. Ja. Vorteil an dem Kleber natürlich, wie gesagt, kann gleich weiterarbeiten und habe keinen dicken Verlust. Genau. Also für Möbelfronten zum Beispiel ist das ganz interessant, weil ihr halt keine Klebeschicht habt, da habe ich keinen Kontakt oder bin direkt auf meinem Unterkonstruktion. Da ist es sicherlich eine schöne Sache. Lasse ich leicht überstehen, weil ich kann ja dann nicht mehr verrutschen, sondern wenn es liegt, dann liegt es. Und mache danach eben bündig nochmal, dass ich es nachfräse, nachsäge und so weiter. Da ist es sicherlich eine gute Anwendung für sowas. Ne? Bei einem fünfseitig geschlossenen Kubus, da wäre ich zum Beispiel bei so einer Verklebung etwas vorsichtig. Ne? Oder halt hier dann dieser. Genau. Deswegen, der Andreas hat es vorhin auch nochmal angesprochen. Ich habe jetzt da gerade mal nochmal die Folie eingeblendet. Da sieht man jetzt mal diese klassische Verklebung von Mineralwerkstoff auf eine Holzunterkonstruktion zum Beispiel. Hier steht ganz lapidar Silikon dran. Also wie gesagt, Vorgabe, es muss einfach flexibel sein. Und natürlich, der Kleber muss sich mit Mineralwerkstoff vertragen. Das ist eben so das A und O. Aber da hat Otto Chemie welche, da gibt es Kleber von Würth und wie sie alle heißen. Also da gibt es sich verschiedene Varianten. Und das rechte Bild daneben, da sieht man zum Beispiel diese Taschenausfräsung. Also da wird eine Tasche eingefräst ins Material, wo dann der Kleber mittig aufgetragen wird und dann kann der Kleber in der Tasche eben arbeiten und somit kann das komplette Material sich bewegen. Ne? Auch hier gut zu sehen, vorne, dass wir immer zwischen der Kante und dem Trägermaterial etwas Luft haben, hat immer was mit dem Arbeiten vom Material zu tun. Weil wenn das Material jetzt in dem Fall sich zusammenzieht, weil es kalt wird, warum auch immer, weil wir müssen ja alle Gas sparen und wenn wir im Urlaub fahren, machen wir die Heizung im Winter jetzt aus, könnte es im Worst Case passieren, dass die Kante mir abbricht. Also deswegen lasst mir hier eine leichte Luft, die man dann meinetwegen unten mit Silikon wieder absiegelt, wegen der Feuchtigkeit und so weiter. Manche setzen hier auch wie so eine Art Korkband rein zum Beispiel, das ein bisschen den Druck noch aufnimmt, aber dass es immer noch arbeiten kann. Manche Schreiner verbinden die einzelnen Taschen, fahren die mit der Handkreissäge einmal entlang und machen wie so eine Art Nut rein, dass eine gewisse Luftzirkulation erfolgen kann. Wird minimal sein, ne? Dass eben der Kleber hier unten drunter eben auch aushärten kann. Also das sind so die beiden Varianten. Bei der Variante, wenn ich keine Tasche habe, klar, der Klebstoffhersteller gibt ja vor, Klebeschicht 3 mm zum Beispiel oder Millimeter, was auch immer, kann ich mir jetzt hier zum Beispiel auch einfach Furnierstreifen einlegen, damit ich dann diesen Kleber nicht komplett zerpresse. So eine Küchenarbeitsplatte muss es nicht in die Furnierpresse reingelegt werden und mit Druck dann gepresst werden, sondern bei 12 mm habe ich in der Regel so ein eigenes Eigengewicht, dass das aushält, damit ich eine saubere Verbindung hinbekomme. Ja. Gut. Frage noch zur Unterkonstruktion oder Fragen aus dem Netz? Gut. Das Netz fragt nichts. Okay. Dann sind wir mit dem Verkleben eigentlich im Großen und Ganzen soweit durch. Sind eure Erwartungen bis dahin so erfüllt worden? Habt ihr Fragen noch dazu? Für welche Sachen? Für die? Achso, die Opalen, ja. Mhm. Ja, es ist eine blöde Antwort. Erfahrung sammeln. Also das ist leider wirklich so. Ich habe einen Kunden, und zwar, weiß gar nicht, das kommt später, habe ich das in den Bildern drin, der hat für einen Globetrotter, da gibt es diese Testräume, wo man diese Kleidungen bei, keine Ahnung, 2000, 4000 Höhenmeter testen muss. Und das sind außenrum lauter Eisschollen. Und der hat es geschafft, dass der ein besonderes Kantenprofil sich fräst. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ist auch gut so, weil sonst würde es ja nur ausplaudern. Ne? Und das ist eben so dann der Nachteil. Wir springen einfach mal schnell vor auf das Bild. Genau, das meinte ich zum Beispiel. Ne? Das sind relativ große Elemente und die sind alle miteinander verklebt. Und der hat es geschafft, dass man die Klebefugen nicht sieht. Hier, bei dem Opalmuster, was wir hier haben, das haben wir vorhin ja mal gezeigt, sieht man es ja nahezu auch nicht. Aber das ist nur eine ganz normale, gerade Kante. Mehr ist es nicht. Ne?
Darum und ähnliches. Genau, also das, wenn Sie jetzt das Handy nehmen oder mal das Licht dahinter halten, dann wird die Fuge unter Umständen sichtbar sein. Manchmal ist das Licht so hell, dass die Klebefuge einfach überblendet wird, dann fällt sie auch nicht aus, aber sie kann dann einfach auffallen. Ne? Also da gibt es leider nicht diese Patentlösung zu sagen, so, das machst du jetzt so oder so und du siehst garantiert nichts. Ne? Also da kommen alle Faktoren, die man beim Verkleben beachten muss, kommen hier natürlich nochmal auch mit dazu dann. Ne? Andreas, das ist eine Frage gleich für dich. Machen wir aber gleich. Danke, ja. Also die rechteckige Nischen macht man, also es ist ja ähnlich wie bei meinem Würfel, wo ich auch noch natürlich auch die Innenkante sehe, dass ich hier dann ein Klebeband drauf mache, bevor das verklebt, also so ein Kreppband zum Beispiel Kreppband, kann man genau, da nehmen. Ne? Kreppband. Danke. Und dann, wenn es noch weich ist, die Sache dann abziehen. Dass da überschüssige Kleber dann auf dem Klebeband ist. Aber da ist auch so, wenn ich natürlich, wir sagen ja eigentlich immer, wenn der Kleber entfernt wird, der wird immer im ausgehärteten Kleberzustand entfernt. Nicht in den frischen Kleber reinzugehen, weil natürlich die Gefahr besteht, dass ich Schmutz in den Kleber bekomme. So, da sind wir wieder bei der gleichen blöden Antwort. Das ist wieder eine Erfahrungssache. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt hier in einem Inneneck, 90 Grad Inneneck, mein Kreppband ansetze und ziehe das dann frühzeitig ab, wenn der Kleber noch nicht hundertprozentig ausgehärtet ist, muss ich einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu haben. Ne? Das muss man einfach probieren, da muss man sich die Erfahrung sammeln. Es gibt Kunden, die machen das genauso, die wissen genau nach 3,5 Minuten muss ich das Band abziehen. Ne? Also das ist einfach auch Erfahrung sammeln. Aber im Prinzip ist es nichts anderes. Und wenn der überschüssige Kleber dann natürlich dennoch austritt und ich will den wegbekommen, dann habe ich alles Mögliche, sagen wir vom Finger mit Schleifpapier bis hin zum Dremel. Ich muss den Kleber irgendwie da rausbekommen. Wahrscheinlich nichts anderes wie... Genau, es ist nichts anderes wie genau so eine Ecke geht es ja eben. Ne? Das, also auch wenn es eine Wandverkleidung über Eck wäre, 90 Grad, das ist ein enormer Aufwand, hier diesen überschüssigen Kleber rauszumachen. Deswegen, das Klebeband ist eine gute Möglichkeit, das möglichst zu vermeiden. Ansonsten muss ich ihn rauskratzen. Wenn ich irgendwie einen frischen Kleber reingehe, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich ein sauberes Teil habe. Ne? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit jetzt zu der Frage aus dem Netz, dass ich hier natürlich auch diese Kleberaubenfräse nehme und fräse noch hier diesen überschüssigen Kleber raus. Genau. Aber die muss ich mir vorher perfekt einstellen, weil die, wenn die zu weit ins Material reinkommt, habe ich eine Delle drin, muss ich wieder verschleifen. Und der 90 Grad Inneneck zum Verschleifen macht auch keinen Spaß. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber ist eine Möglichkeit, weil diese Schleifmaschine hat den Schleifkopf an 3 Positionen und ich komme relativ gut, wenn sie eingestellt ist, in das Inneneck rein. Aber ein Inneneck ist immer ein normaler Schleifaufwand. Ich habe die Frage auch mal an Verarbeiter wie Hasenkopf zum Beispiel gestellt. Die sagen auch, ja, da steht dann einer und schleift. Wie auch immer. Also auch die Profis müssen sich irgendwie behelfen und tricksen dann da. Ich hoffe, die Frage wurde soweit einigermaßen beantwortet. Das ist genau die Maschine vom Kraus? Das ist die Maschine. Die Hohlkehlenfräsmaschine, ja genau. Da gibt es Fräser, ja. Da gibt es auch Fräser, genau. Aber der macht immer eine leichte Rundung rein. Ist das das Kleinste? Okay, also der Kollege hier hat gesagt, Sie haben wahrscheinlich die Maschine vermutlich. Okay, aber er kennt sie, hat sie mit beschäftigt. Also da gibt es wohl beim Hersteller wirklich Fräser, die bis auf Millimeter Radius fräsen können. Und das ist natürlich dann auch eine Maschine. Funktioniert wahrscheinlich gut im Liegenden, aber wenn ich stehende Elemente habe, wird es wahrscheinlich vom Gewicht etwas schwierig werden. Müsste man probieren. Bitte? Okay, gut. Also gibt es auch noch unterschiedliche Maschinen. Da sind wir jetzt natürlich, wir kennen nicht jede Maschine, die es gibt. Ich glaube, Vigoma hat auch so eine, der Fräser ist da drin. Okay, also Firma Albin Kraus kann man hier wieder mal empfehlen. Guckt euch die Seite an, www.albinkraus.at. Da findet man auch den Katalog als Download und da sind sämtliche Fräser dargestellt und es ist relativ gut beschrieben, glaube ich auch, was man wie machen kann. Ist sicherlich mal interessant, da mal einen Blick reinzuwerfen. Genau, hier sind halt nur runde Ecken drin. Ja gut, aber Millimeter Innenreck ist ja genau. Eigentlich nichts. Das ist ja eigentlich okay, im Gegenteil. Leichte Gerundung ist auch von der Pflege her einfacher wiederum dann. Genau. So.
Wo sind wir jetzt? Verklebung soweit haben wir abgeschlossen. Mhm. Wir haben jetzt ja das nächste Thema. Wir haben ja die Platten verklebt. Jetzt haben wir diese wunderschöne Kleberaube, ne, wo man hier sieht, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese wegmachen kann. Es gibt ja einmal der Klassiker, wo ich sage, ich nehme einen Rallyhobel, wo ich hier dann den Kleber wegmache, oder nehme ein scharfes Stecheisen, wo ich es abhobeln kann. Ich kann hier natürlich auch mit dem Rotex die Sache wegschleifen. Dort muss ich aber aufpassen, dass ich hier natürlich einen harten Teller drauf habe, keinen weichen, weil ich habe es vorhin schon mit einem Kollegen für ihn gehabt, dass wenn man hier natürlich dann hochgeht, weil man tut ja gern schauen, dass die Kleberaube schneller weggeht. Das heißt, ich schleife mir dann je nachdem so eine Delle rein oder eine Kuhle rein, wie immer man das nennt. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel eine Kleberaubenfräse habe. Man kennt sie, die ältere Kollege kennt es wahrscheinlich. Früher haben wir das als Lackhobel bezeichnet. Gerade bei Treppenrenovationen oder wenn ich Parkettböden verlege, wo ich hier dann im Ecke nochmal das Massivholz bündig fräse, das kann ich natürlich nehmen. Ich kann die einsetzen hier im Ecke, wie wir es vorhin gehabt haben. Gerade wenn hier der Kleber rauskommt, kann ich die Kleberraube innen wegfräsen. Ich kann hier zum Beispiel auf der Fläche fräsen. Ich habe hier drei Seiten, wo ich fräsen kann, stirnseitig und auf der Längsseite. Also gar kein Problem. Dieses Gerät hat natürlich dann Wendemesser, wo ich dann immer die Wendemesser dann auch drehen kann mit scharfem Werkzeug. Insofern geht es relativ gut. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dass ich hier natürlich auch solche Oberfräse nehmen kann, wo ich zum Beispiel Massivholz eben fräse und die Fläche dann bündig fräse. Das geht auch. Wie gesagt, hat man halt bestückte Werkzeuge, gar kein Problem. Hier haben wir jetzt mal, wie gesagt, die Kleberraube ist jetzt hart. Man sollte natürlich nicht hingehen, wenn der Kleber noch nicht durchgehärtet ist, so wie man es von früher kennt, bei Weißleim, dass ich den übergeschüssige Kleber schon mal wegmache, dass ich weniger schleifen muss. Hier bitte den Kleber vollständig aushärten lassen und dann erst bearbeiten. Weil wenn ich jetzt hier hingehe und der Kleber ist noch nicht ganz ausgehärtet, reiße ich mir wieder die Klebefuge auf, beziehungsweise reiße mir den Kleber aus der Fuge raus. Also das einfach zu beachten. Und dann legen wir auch schon los. Wie gesagt, ich habe hier die Kleberraubenfräse, auch Lackhobel genannt. Und dann kann ich das wunderbar gerade hier eben fräsen. Und dann ein Platz. Ich habe jetzt hier bewusst noch mal ein bisschen stehen lassen, dass ich noch den Rest schleifen kann. Also insofern habe ich hier schon mal wahnsinnig viel Zeit gespart, indem dass ich hier schon mal die Kleberraube schon mal weggefräst habe. Ich brauche kein Schleifpapier. Ist relativ, haben wir gesehen, relativ kurze Zeit. Ja, wenn ich jetzt das schleifen müsste, hätte ich unheimlich mehr Arbeitszeit. Also insofern rentiert sich das. Wie gesagt, ich kann es auch mit der Oberfräse machen. Rückseite genauso. Ja. Gehe wieder hin, fräse es wieder. Und den Rest kann ich dann schleifen mit dem Extender. Klebefuge kann ich dann bearbeiten. Wenn hier Klötzchen drin sind, ist ja immer wieder Frage, mache ich mir hier die Oberfläche kaputt? Nimm einfach hier, zack, einen Hammer, hau das Ding weg, dann ist das eigentlich kein Problem. Weil die Oberfläche muss ich sowieso schleifen. Also der Kleber, wo jetzt hier drauf, das war jetzt ein Heißkleber, der greift also auch die Fläche nicht an. Prinzipiell auch nochmal zum Kleberraube eben machen.
wenn ich jetzt hier eine Küchenarbeitsplatte verklebt habe, gerade wenn ich jetzt hier eine L-Form habe, muss ich natürlich dann die ganze Küchenarbeitsplatte schleifen und nicht nur die Klebestelle, sondern die ganze Fläche. Weil ich habe das öfter schon mal gehabt, wo ein Schreiner einmal angerufen hat und sie mir gesagt hat, er kriegt die ganze Fläche nicht hin. Ja, dann habe ich gesagt, dann muss er die ganze Platte schleifen. Ja, also nicht nur jetzt die Klebestelle an sich schleifen, sondern die ganze Fläche muss dann geschliffen werden. Weil manche wollen sich Zeit sparen und sagen, ich tue nur die Klebestelle verschleifen. Das geht nicht. Also immer die komplette Anlage schleifen. Dass ich hier auch dann den gleichen Glanzgrad habe. Aber das werde ich noch zeigen, wenn wir dann zum Thema Schleifen kommen. Genau, das würde ich glaube ich sagen, das machen wir dann auch nach der Mittagspause. Genau. Kleben sind wir eigentlich soweit, denke ich mal, durch. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir haben zwar noch keine 12 Uhr, 30 Minuten Mittagspause. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Ich würde sagen, dass wir wieder beginnen um 12.20 Uhr. So haben Sie auch mal Zeit, durch die Fertigung hier mal zu schauen, sich die Firma Heine ein bisschen näher anschauen, nochmal interne Fragen zu stellen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns wieder um 12.20 Uhr dann. Mahlzeit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter, weil wir wollen ja bei, was haben wir draußen? Wer hat aufs Thermostat geschaut schon? Keine Ahnung, lass mal lieber, ne? Lieber nicht gucken, reicht schon. Allein der Gedanke bringt uns ins Schwitzen. Nein, also wir wollen ja rechtzeitig pünktlich auch, oder vielleicht auch ein paar Minuten früher Feierabend machen. Deswegen machen wir jetzt auch einfach weiter. Die nächsten Themen, die jetzt so sind, ist natürlich das Schleifen, wo wir mal kurz ansprechen werden. Wir werden dann, man hört es im Hintergrund vielleicht schon, der Ofen wird schon geheizt, weil es ist ja noch nicht warm genug. Deswegen gehen wir später hinter und haben dann hier einen vorgeheizten Ofen auf 160 Grad. Ist doch auch schön, wahrscheinlich merkt man den Unterschied gar nicht mehr. Gehen dann ins Thermoformen und zum Abschluss, wie gesagt, gehen nochmal kurz auf die Hinterleuchtung ein, auch mit Hinterfräsung und so weiter. Und dann wären wir schon relativ am Ende dann. Natürlich Fragen, wie gehabt, jederzeit stellen. Gut, ansonsten, Mittagessen hat hoffentlich geschmeckt. Keiner ist hungrig vom Tisch gegangen, heißt so schön. Dann passt es doch auch. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Schleifen. Der Andreas hat schon ein bisschen was vorbereitet. Hier nochmal ein paar so Sachen einfach mal vorweg. Ich glaube, wir brauchen euch nicht zu sagen, wie geschliffen werden muss. Dass die ganze Fläche geschliffen werden soll, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Wir wollen einfach mal euch sagen, was gibt es von Maschinen zum Beispiel und natürlich eine gewisse Schleifempfehlung geben. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal diverse Empfehlungen dargestellt. Das ist zum Beispiel jetzt die offizielle von LG. Die sagt, okay, wir fangen je nachdem matte Oberfläche, Seitenmatte Oberfläche. Die haben jetzt hier zum Beispiel noch ein Mikronschleifpapier aufgeführt. Das ist eins von 3M und so weiter. Dann gibt es hier eine von Festool, die sehr ausführlich ist. Der sagt jetzt auch im Prinzip, man fängt ungefähr mit einem 120er Papier an, arbeitet sich rauf bis ca. 360. Das ist so ein Thema. Bei einer dunklen Farbe sieht man hier den deutlichen Unterschied. Man fängt auch bis 120 an. Arbeitet aber rauf bis zu 1000er Körnung. Also das war wirklich, wo wir mit Festool zusammen mal diverse Schleifversuche gemacht haben. Natürlich, Festool will Maschinen verkaufen, logischerweise. Deswegen sagt er hier, Anfang machen wir den Rotex, danach machen wir die und die Maschine und zum Schluss nehmen wir noch den Polierteller. Kann man alles machen, ist sicherlich nicht verkehrt. Ne? Aber man muss es einfach sich selber die Erfahrung sammeln. Wir können das Material bis auf Hochglanz polieren. Auch sowas ist natürlich möglich. Wir sehen jetzt hier eine Schleifempfehlung von Mirka. Also im Prinzip geht es ähnlich an, 120 bis 320. Uns ist oft immer so ein bisschen hier der Sprung zu groß von 180 auf 320. Da würde ich mir gerne noch eine 220er oder eine 240er Körnung zwischen rein wünschen, damit die Sprünge einfach nicht zu groß sind. Hier interessanterweise sieht man natürlich den klassischen, ich sag mal 150 mm Durchmesserschleifer, aber auch einen schönen kleinen Schleifer, den Andreas auch mit dabei hat, genau. Den hier zum Beispiel, der natürlich deutlich besser geeignet ist, zum Beispiel um Becken auszuschleifen, ne? Weil ich einen kleineren Schleifteller habe. Also es gibt wirklich zig verschiedene Maschinen. Man muss es sich einfach nur kaufen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Und wenn man sie gekauft hat, sollte man sie natürlich auch einsetzen, weil sonst ist es eine nicht so schöne Investition. So, wir haben natürlich auch noch eine Schleifempfehlung gemacht, weil wir können uns ja nicht an alle anderen richten, wir machen unser eigenes Ding. Wir haben jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Schleifpapier von Jöst.
Das hat Andreas auch hier stehen, kommen wir gleich drauf. Ist ein Schaumträgerpapier und wir empfehlen zum Beispiel jetzt hier bei hellen Farben wirklich 150, 220, 320 und dann das Finishingpapier 600er. So, da kann man aber jetzt auch schon überlegen, was habe ich von der Anwendung? Habe ich nur ein Fensterbrett zum Beispiel, dann kann ich auch, und ich habe eine Oberfläche, die keine Kratzer hat, kann ich auch mit dem 220er Papier anfangen. Also das bleibt jedem überlassen. Fakt ist einfach, je genauer und gründlicher ihr schleift, umso leichter lässt sich die Oberfläche sauber halten. Es ist auch bewusst, jeder Schleifgang kostet Geld. Das ist wieder für die Architekten interessant zu wissen, weil die gucken mehr aufs Geld. Dem muss einfach klar sein, wenn ich eine vernünftige Oberfläche haben muss, muss die geschliffen werden. Ne? So, und das kostet eben einfach Geld. Ne? Deswegen wirklich diese Steps einhalten, ungefähr 150, 220, 320. Dann habe ich eigentlich eine schöne seitenmatte Oberfläche. Wir haben dann hier noch dieses Finishing-Papier. Das ist, wie gesagt, auch ganz interessant. Das ist ein dickeres Schaumträgerpapier. Gibt es teilweise auch von Mirka zum Beispiel. Wir arbeiten jetzt hier mit dem Use It von Jöst. Und das legalisiert auch nochmal so die letzten Schleifspuren zum Beispiel. Ne? Also da haben wir mit gerade auf dunklen Flächen, wo wir ja immer testen, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch hier wieder bei dunklen Farben sieht man, nach dem 320er haben wir hier noch empfohlen das 400er. Und dann als Finishing-Papier, ja, kann man direkt auf 1200 springen, weil da muss ich einfach einen Tick höher gehen, damit ich ein bisschen die Farbe intensiver wird. Weil es ist ja auch schön hier, diese Muster im Koffer, die sind ja manchmal etwas, ich nenne es mal aufgehübscht. Ne? Also das heißt, da ist vielleicht mal, einfach gesprochen, ein bisschen Öl draufgebracht worden, damit die Farben intensiver sind. So, aber der Architekt, deutet wieder auf Sie, leider, der kennt natürlich nur diese Muster und er erwartet danach möglichst die gleiche Oberfläche. Und die Kunst vom Handwerker ist natürlich dann, diese Oberfläche herzustellen. Und das kann ich nur durch Schleifen dann eben beeinflussen dann. Gut, bitte? Naja, der Architekt hört es mal kurz weg. Nein, Schmarrn. Also ja, bei dunklen Farben zum Beispiel ist es wirklich ein Hilfsmittel, gerne auch zum Beispiel ein Edelstahlpflegemittel zu nehmen. Dieses Edelstahlpflegemittel ist ja nichts anderes. Ich könnte auch einfach sagen, wir nehmen einfach das teure Olivenöl oder Sonnenblumenöl, wenn es wieder eins gibt, aber es gibt ja wieder welche. Und ich trage einfach eine ganz, ganz dünne Ölschicht auf. Dadurch wird die Farbe angefeuert und auch Schleifspuren und so weiter werden wieder etwas legalisiert. Auch Kratzer werden wieder ein Ticken dunkler. Ne? Das Ganze, also das geht, aber es hört sich ja beim Kunden vielleicht besser an, ich nehme ein Edelstahlpflegemittel, wie wenn ich sage, kipp das Salatöl drauf. Ne? Hört sich vielleicht ein bisschen blöd aus. Ne? Es gibt auch in der Werkstatt, habt ihr oft so ein Gleitol, das ist so ein Schmiermittel für die Holzverarbeitung. Ihr habt in den Werkzeug oder in den Werkstätten, Schreinereien auch immer so Möbelpolituren oder Möbelholzpflegemittel, auch das funktioniert. Wichtig ist nur ganz, ganz, ganz wenig, weil Holz saugt, Mineralwerkstoff saugt nicht. Das heißt, dieses Mittel, was ich auftrage, bleibt in der Oberfläche und ist natürlich nicht permanent. Also das muss ich immer wieder machen. Wir sind aktuell im Gespräch mit einer Firma, die Nanoversiegelung herstellt und die haben jetzt, Entschuldigung, so eine Art Gel entwickelt, das wird auch ganz, ganz dünn aufgetragen und dadurch werden gerade zum Beispiel bei dunklen Flächen, habe ich immer ein Problem mit Fingerprint. Das wird damit vermieden. Also da gibt es schon was, wo man sich ein bisschen was behelfen kann. Also man kann ölen, macht aber auf Dauer keinen Sinn und wenn dann nur wirklich bei dunklen Platten, um wirklich die Farbe nochmal anzufeuern. Eine helle Platte muss ich nicht mit solchen Mitteln drauf. Im Gegenteil, da ändert sich die Haptik, wenn es dunkel wird. Wenn sie zu viel draufbringen, müssen sie wieder abschleifen. Also da wäre ich vorsichtig. Aber bei manchen Oberflächen kann man es machen, ja. Okay, gut. Dann zum Thema Schleifen, Andreas. Genau. Wir haben also hier drei oder vier Maschinen schon mal zu zeigen. Wie gesagt, angesprochen haben wir ja der Beckenschleifer. Beim Beckenschleifer ist einfach bei diesem beachte, der hat keine interne Kühlung. Der muss immer am Staubsauger sein, dass er gekühlt wird. Und habe natürlich die Möglichkeit, hier kleine Innenradien am Becken sehr gut zu schleifen. Funktioniert ähnlich wie ein Exzenterschleifer und kann ich also, wenn man sehr viel Becken macht, eigentlich wärmstens empfehlen. Dann haben wir hier den ganz normalen Feststuhl-Schleifer mit einer weichen Scheibe. Ich habe ja anfangs schon mal gesagt, dass wenn ich Mineralwerkstoff schleife, hier ein weicher Teller drauf habe, dass hier einfach das Finish dementsprechend auch gut wird. Ich schmunzel gerade, weil es gibt Aussagen von Tischlern, die sagen, nee, das mache ich alles mit einem harten Teller.
ja, wenn ihr gute Erfahrungen habt, macht es. Ne? Weil der harte Teller hat vielleicht den Vorteil, dass die Maschine ruhiger läuft, weniger zum Kippeln anfängt, gerade wenn sie vielleicht schon älter ist, die Maschine. Weil ich will ja eigentlich gerade bei dunklen Farben wieder vermeiden, dass ich die Schleifkringel bekomme. Und da ist wiederum vielleicht dann ein harter Teller besser geeignet wie ein weicher Teller. Also auch hier wieder Erfahrung sammeln schlussendlich. Ne? Genau. Was viele von Ihren Kollegen nicht kennen, ist diese Staubscheibe. Ne? Die Staubscheibe gibt Ihnen Möglichkeiten, unheimlich Zeit zu sparen. Ne? Das weiß nicht, was so eine Staubscheibe pro Stück. Ja, da liegt man unter 20 Euro, also es geht eigentlich. Nein, was ja, kostet genau. da ein Stück? Da kostet, müsste ich nachschauen. Es genau. sind alles bezahlbare. Aber auf jeden Fall spart man sich hier Zeit, weil es gibt immer noch Kollegen, die nehmen einen Lumpen ja, und Staub in der Luft. Braucht man alles nicht. Ich habe sowieso den Staubsauger. Hier jetzt gerade bei der Oberfläche, die ist schon mal vorgeschliffen. Also auf Hochdeutsch, ein Lumpen ist ein Lappen. Ein Lappen, genau. Ne? Lumpe. Wir haben Lumpen genug. Das sind dann diese Personen. Aber ich glaube, es ist verständlich, Lumpe kennt jeder, oder? Also insofern, ein Lappen übersetzt. Genau. Hab hier eine Staubscheibe. Hier haben wir schon mal ein bisschen wenig vorgeschliffen. Ich habe sowieso immer den Staubsauger am Start, wenn ich schleife. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr immer den Staub von der Fläche holt beim Schleifen oder auch nach dem Schleifen. Also nach jedem Schleifgang muss der Staub entfernt werden, bevor mit dem nächsten Schleifgang wieder fortgefahren wird. Ne? Weil sonst reibe ich den groben Staub in die Fläche rein und das kann wieder zu unerwünschten Schleifkringel, Schleifspuren führen. Wieder besonders bei dunklen, bei kräftigen Farben. Weiß ist in der Hinsicht wieder sehr, sehr dankbar. Ab hier also dann meine Staubscheibe. Und hier schon mal den Staub von der Oberfläche weg habe. Ne? Genau. Und das ist halt der Vorteil jetzt, wie ich sage, es geht relativ zügig und ich habe wirklich jetzt in dem Sinne keinen Staub mehr drauf. Ne? Und ich kann es natürlich auch abblasen. Nur wenn ich es abblase, dann habe ich es in der Luft wieder und es setzt sich wieder auf meine Fläche ab. Oder bei meinem Kollegen, der gerade lackieren will oder sonst irgendwas machen will. Also da ist es schon sinnvoll, den Staub runterzubekommen, ist ein gutes System. Ihr könnt natürlich die Platten auch einfach feucht abwischen oder wie ihr es sonst macht. Ne? Wichtig ist, der Staub muss runter. Und wie gesagt, eine Möglichkeit, darum geht es uns heute einfach, Möglichkeiten aufzuzeigen, ist eben diese Staubscheiben, die es zufälligerweise bei Klöpfer zu kaufen gibt. Nicht weitererzählen. So groß haben wir, ist unser Lagerbestand nicht, nein. Aber das ist wirklich, Fakt ist, wir überlegen uns natürlich schon auch, was bieten wir unseren Kunden an. Und wir sind wirklich mit Jöst sehr, sehr zufrieden. Die Maschine, die der Andreas jetzt hier gerade raufgewuchtet hat, ist auch eine Maschine, die aus dem Hause Jöst kommt. Weil wir natürlich gucken, wo können wir vielleicht euch einen Nutzen bieten. Und das ist beim Schleifpapier, aber vielleicht auch bei so einer Schleifmaschine dann. Ne? Hat die Maschine schon jemand im Einsatz oder noch nicht? Noch nicht gesehen. Okay. Wer kennt sie? Auch noch nicht. Okay. Wir haben die angeschaut, ne? Genau. Mhm. Genau. Die Maschine hat natürlich den Vorteil, wenn ich sehr große liegende Fläche habe, kann ich mit der Maschine eigentlich relativ sehr schnell große Flächen schleifen und habe natürlich auch ein gleichmäßiges Schleifbild. Was die Maschine nicht geeignet ist, für horizontale Fläche. Naja, weil wenn der Bediener kräftig genug ist, kann er die auch besorgen. Genau. Die Maschine hat so etwa 22 Kilo und wenn ich jetzt die natürlich dann so schleifen würde. Vielleicht vorab noch mal ein paar technische Daten zu der Maschine. Also das ist ein Großflächenschleifer, nennt sich Big Boy. Kann sich jeder drunter einbilden, was er will. Die meinten schmunzeln, wie auch immer. Der wiegt jetzt in der kleinen Variante, das ist der kleine, wiegt er 18 Kilo. Die große Variante, der hat dann die doppelt so große Schleiffläche. Also wir haben hier ungefähr eine Schleiffläche von A4. Und der größere hat dann die doppelte Schleiffläche. Wiegt aber nur 4 Kilo mehr, also sprich 22 Kilo. Und hat dadurch eben weniger Druck punktuell auf der Fläche. Deswegen empfehlen wir für Mineralwerkstoff zum Beispiel den kleineren, weil es das bessere Schleifergebnis gibt. Ne? Der arbeitet mit 2800 Umdrehungen zum Beispiel. Gibt es nur einen An- und Ausschalter, also man kann keine Drehzahl regulieren und so weiter, aber ist sehr, sehr ruhig in der Laufruhe. Also wer es gleich mal will, kann die Maschine auch gerne mal probieren, kann er mal mit damit schleifen dann. Ne? Ja. Genau, also hier, wenn man es jetzt hier einschaltet, man sieht es also. Also hier ist auch, das ist wirklich eine Maschine,
Da schleife ich eine dunkle Fläche in ein Drittel der Arbeitszeit, wie ich sonst mit dem klassischen 150-Durchmesser-Schleifer mache. Und ich habe die bessere Oberfläche danach, weil ich keine Schleifringel nicht drauf habe. Die Maschine muss nur geführt werden, ich übe keinen Druck aus. Weil klar, wenn ich den normalen Schleifer habe, da kippel ich mal, da drücke ich drauf und das wird dann zu eben zu Schleifspuren. Und was auch ist, ich kann jetzt hier bei dem Schleifer gut über die Kante rübergehen und der kippt mir nicht gleich weg. Ne? Also das sind so die Vorteile von dieser Maschine. Genau. Will jemand mal probieren? Genau. Also können wir auch später machen. Also wir können das auch nur probieren, wenn wir online aus sind, wenn es irgendjemanden daran behemmt. Aber das ist eine tolle Maschine. Was ist von vorne? Das ist jetzt 200, ist jetzt 220. Aber ja, du kannst es mit dem normalen zum Beispiel der entstauben. Ich würde den kleinen nehmen. Also das ist die Frage. Also es geht natürlich schneller, wenn ich zum Beispiel einen zweiten Staubsauger habe und die Staubscheibe auf den kleinen lasse. Weil ich habe natürlich hiermit die deutlich bessere Staubabziehung wie bei dem großen. Ich kann auch auf den großen die Staubscheibe drauf machen, aber ich habe den gleichen Staubsauger dran. Und dadurch kriege ich natürlich nicht so viel Staub weg wie mit dem. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehme ich einen zweiten. Und dann sieht man mal, wie schnell der Staub eigentlich wieder runter ist von der Fläche. Dann. Und das reicht uns schon aus, um wieder weiter fortzufahren. Ne? So, jetzt in dem Fall muss ich ja den Staubsauger wechseln. Da auch wirklich darauf achten, dass der Staubsauger natürlich geleert ist, Filter gereinigt. Ja, aber das kennt ihr auch alle. Und mal 3,20 drauf. 80. Achtung, Achtung, du legst auf den Schalter. Achso. Drehe andersrum, sonst läuft sie dir gleich an. Also, wie gesagt, die Maschine brauchen wir nicht. Das ist wieder so eine Maschine, nice to have. Und wenn ich sie habe, muss ich sie natürlich auch benutzen dann. Das ist aus dem Zauberschrauber. Ja, genau. Dann soll man noch festzwingen. Also man sieht. Sie müssen nur oszillieren. Sie müssen wirklich kreisende Bewegungen machen. Also gerade so ein bisschen wegen oszillierend. Also so hier. Da habe ich natürlich keine Kringel. Und beim Ausschalten anheben vorher. Ja, das war jetzt Kringel, wenn ich nur so schleife. Aber bei dieser Maschine muss ich immer ein bisschen wegen oszillierend schleifen. Also so ein bisschen. Da habe ich auch keine Kringel drauf. Ne? Wenn ich sie ausschalte, hebe ich sie ein bisschen an. Also am besten komplett von der Fläche, weil die ruckelt logischerweise minimal nach und das kann dann natürlich wieder zu kratzen haben. Und sehr leicht, oder? Zum Schleifen. Man kann dann nebenher noch ein wenig Musik hören und kann dann mit dem Nachbar sprechen. Die Profis kaufen sich zwei Maschinen, eine für die linke Hand, eine für die rechte Hand. Und zufälligerweise, wo gibt es die zu kaufen? Bei Klöpferholz. Also wer Interesse hat, die Maschine wirklich mal nochmal ausgiebiger zu testen, nicht nur für Mineralwerkstoff, auch für Holzflächen, einfach mit uns Kontakt aufnehmen, mit den Kollegen vom Holzhandel, dann kommen wir gerne mit der Maschine vorbei und ihr könnt die einfach mal auf diversen Oberflächen mal ausprobieren zum Beispiel. Heute geht es uns nur darum, einfach auch mal andere Materialien. Ich glaube, wenn wir jetzt mit der Maschine schleifen, die kennt ihr ja alle, ist ja nichts Neues dann. Genau. Gut. Sollen wir auf das Schleifen tiefer eingehen? Gibt es noch Fragen? Gibt es Probleme aus der Historie raus? Oh, hätte ich nicht gefragt, wäre besser gewesen. Ne? Also die Frage, ob man nass schleifen muss? Nass. Ja, nass, genau, nass, also feucht, also mit Wasser? Nein, muss nicht sein. Also normal werden die Schliffe immer trocken ausgeführt. Natürlich, ich kann zum Beispiel, wenn ich den letzten Glanzgrad etwas optimieren will, kann ich auch gerne mal ein normales Schleifpapier nass machen. Dann habe ich ein anderes Ergebnis. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Also im Normalfall schleifen wir wirklich trocken. Und selbst, es gibt ja diverse Schleifpapiere, keine Ahnung, bis welche tausender Körnung. Nur wenn ich dann eine Politur einsetze, genau, dann habe ich halt etwas Feuchtigkeit mit dabei. Aber in der Regel alles trocken. Warum nass? War ein besonderer Hintergrund?
Aluminiumtrihydrat? Nee, also es war, es hieß zwar ATH, aber hat nichts mit H2O zu tun, ja. Nee, also kann man machen, also Sie können es natürlich nass schleifen, klar, ist aber halt für also Schreiner, jetzt, weiß ich nicht, wir wollen eigentlich eher trocken arbeiten. Ne? Ja, also wenn ich natürlich jetzt eine Hochglanzoberfläche machen will, ja, immer aus welchen Gründen, kann ich natürlich mit einer Schleifpolitur schleifen, die ist natürlich auch etwas feucht. Da habe ich dann eine spezielle Pads, wo ich dann praktisch zum Schleifen nehme. Ja, also wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben wirklich das normale Schleifpapier genommen, haben eine Sprühflasche genommen, haben die Fläche einmal nass gemacht und drüber gegangen. Habe ich andere Effekte? Geht, ne? Muss aber nicht unbedingt sein. Das sind dann diese Scheiben, wo man dann nimmt zum Polieren dann. Ne? Zum Polieren hier auf der Fläche. Ne? Was habt ihr sonst noch so für Anwendungen in der Praxis? Gibt es da noch Sachen, die wir nochmal besprechen sollen? Gerne auch aus dem Chat, wenn da noch Fragen kämen. Jetzt wäre die Möglichkeit, diese zu stellen. Bitte? Matt? Wir gehen von der Seitenmattenoberfläche aus. Das ist unser Standard. Naja, dann schleifen Sie halt nur mit dem 150er Papier. Nein, also Sie kriegen von uns nur eine Plattenart, so wie sie da steht. Und das ist auch so, zum Beispiel, es kann sein, dass die 76er in der Qualität ist, und die Meter 35er, gleicher Farbton, hat aber ein anderes Schliffbild drauf, weil halt in der Herstellung ein anderes Schleifblatt in der Schleifmaschine drin ist. Ne? Also nein, also Sie kriegen nur eine Körnung und dürfen dann selber arbeiten. Wir wollen Ihnen ja nicht die Arbeit wegnehmen. Na, aber die Frage kommt, es gibt auch die Frage, es gibt ja Anwendungen, Möbelfronten, Möbeltüren, die sollen innen und außen gleich geschliffen sein. Das funktioniert ja. Nur unser Material ist ja von oben, sage ich mal, glatter geschliffen wie die Unterseite, also haben Sie unten mehr Schleifaufwand. Und da kommt natürlich die Frage, gibt es denn die Möglichkeit, das Material beidseitig gleich geschliffen zu bekommen? Nein. Ne? Also leider nicht. Also Handarbeit brauchen wir hier einfach. Das ist wieder das, was man unseren Architekten, das ist schön, wenn man Architekt hier sitzen hat. Da kann man ein bisschen drauf rumhacken. Nein, also das müssen die Architekten dann auch verstehen, dass wir natürlich hier wirklich eine enorme Handarbeit haben. Ne? Also es ist nicht nur eine fertige Platte zuschneiden, montieren, fertig, sondern wir müssen die bearbeiten. Ne? Vielleicht zur Information oder gerade beim Schleifen, wenn ich eine dunkle Arbeitsplatte oder eine dunkle Platte schleife, habe ich ungefähr der doppelte Schleifaufwand wie jetzt bei einer weißen Platte. Einfach, wenn Sie kalkulieren, dass Sie so von der Arbeitsseite wissen, aha, dunkle Platten sind einfach zeitintensiver zum Schleifen, weil ich habe natürlich mehr Schleifgänge. Ne? Prinzipiell, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, komplette Fläche überschleifen, wenn ich es verklebt habe. Ja? Vom Glanzgrad nicht so hoch gehen, weil ich habe auch schon Fälle gehabt. Da hat mich ein Schreinermeister angerufen, der hat seinen Malerkollege noch zur Hilfe geholt und hat dann die Küchenarbeitsplatte bis zum Hochglanz geschliffen. Der ist fast nicht mehr fertig geworden, weil da war auch Fenster nochmal dort, da hat man schön das ganze Licht gesehen auf der Platte. Das heißt, ich habe dann alles wieder runtergeschliffen, habe es dann auf Seitenmatt geschliffen. Die Kundin war zufrieden. Mhm. Also weniger ist oft mehr. Also es ist auch von der Verarbeitungsrichtlinie ist auch eine Seitenmatte Oberfläche empfohlen. Also es ist einfach so, wenn Sie wirklich eine glänzend spiegelnde Fläche haben, das ist ja herstellbar, gar kein Problem. Dann unterliegt er aber nicht mehr der Garantie zum Beispiel. Also weil das ist ja natürlich jeder Kratzer, jeder Fahrer wird plötzlich sichtbar. Ne? Wird gemacht, wenn ich Fronten habe oder Designelemente, die werden teilweise wirklich auf Hochglanz poliert, kann man machen, aber die empfohlene Oberfläche ist eine Seitenmatte. Da haben wir mal einen Kunde gehabt, ne? Wo D-Space gebaut hat, der BMW, ja. Alles in Hochglanz weiß. Ja, gibt's, kommt immer wieder vor, klar. Also machbar ist es, Sie können jedes Dekor hier wirklich auf Hochglanz schleifen, das geht. Ja. Ansonsten, wenn zum Schleifen jetzt, wir wollen es nicht, also wir können Ihnen jetzt auch jeden Schleifgang vorführen. Dauert halt 3 Stunden. Er ist nicht so schnell. Aber dafür gründlich. Kein Problem, das haben wir ja mutig. Dafür gründlich, nein. Ich glaube, das macht jetzt hier keinen Sinn, deswegen wollen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, es ist einfach mal dem Big Boy mal gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer auch Midas-Lacke zum Beispiel. Das ist ja ein metallischer Lack, der besteht, glaube ich, aus 96% wirklich Metall und 4% sind dann irgendwelche Bindemittel. Den kann ich perfekt mit der Maschine schleifen, weil ich habe Schleifpapier bis zu 3000er Körnung und ich habe keine Kringel drin. Ne? Also wer solche Exoten zum Bearbeiten hat, vielleicht auch mal sich diese Maschine näher anschauen. Massivholzplatten, wer keine Breitband hat, hier für eine mobilere Alternative sucht, ist das vielleicht auch nochmal eine Alternative. Gut.
Ansonsten? Was vielleicht noch zu sagen ist bei der Maschine, ich kann die auch einsetzen für Holzbearbeitung bzw. ja. Plattenschleife. Bis hin zum Fußboden abschleifen. Ja. Ich habe einen Schreiner gehabt, der hatte sehr viel Dreischichtplatte zum Schleifen gehabt, weil er keine Breitband gehabt hat. Ist wunderbar zum Schleifen gegangen. War sehr schnell fertig, weil ich habe halt hier bei der Maschine halt die vierfache Fläche. Wie jetzt bei also einer kleinen Schleifmaschine. Ne? Gut. Genau. Michael, sind nur Fragen aufgetaucht? Nein. Gut. Schön. Also dann ist wohl das Schleifen bei euch eigentlich weniger das Problem. Da halten wir uns da auch nicht länger auf. Dann springen wir gleich fort. Der Ofen ist heiß? Der Ofen ist heiß. Sehr gut. Die Pizza ist fast fertig. Also die Leute, die jetzt natürlich hier sitzen, haben jetzt einen kleinen Vorteil, weil wir gehen jetzt gleich einen Raum weiter, wo wirklich ein Heizelement mit Vakuumpresse geht. Der Michael wird es mit dem Handy versuchen mitzufilmen. Also da entschuldige ich jetzt einfach mal im Netz, falls die Qualität nicht ganz so prickelnd ist. Wir versuchen euch da aber alle mitzunehmen. Ich werde hier ein bisschen draußen stehen bleiben und das ein bisschen dokumentieren. Andreas geht mit euch rein, wenn Fragen sind und werden euch versuchen, jetzt hier eben einfach mal ein bisschen mitzunehmen in die Thermoverformbarkeit von Himax. Vielleicht vorab hier ein paar, genau, ich habe schon mal die erste Folie aufgebaut. Natürlich brauche ich, wenn ich irgendwas verformen will, brauche ich immer eine Form. Ne? Also das ist jetzt hier eine sehr komplexe Form. Es ist eben eine Theke, die gebaut wird. Wenn man das erste Bild mal anschaut, kennen Sie die Theke vielleicht schon mal gesehen? Das ist von ihrer Lieblingsdesignerin. Also das ist ein Dresen, der von der Zaha Hadid designt wurde. Steht in Suhl. Den durfte ich mir damals wirklich anschauen. Der ist wunderschön geworden. Und selbst bei diesen riesen Dimensionen, ich habe mir schwer getan, wirklich eine Klebefuge zu finden. Also der ist wirklich gut verarbeitet. Ne? Und hier, man kann sich ja vorstellen, was muss ich jetzt machen, um diese Form herzustellen? Ich brauche zum einen eine Unterkonstruktion, die ich vielleicht aber auch als Form verwenden kann. Ne? Wie auch immer. In der Regel brauche ich aber einfach eine positive, eine Negativform und ich muss mir natürlich auch überlegen, welchen Radius ist denn der kleinstmögliche, den ich mit meiner gewünschten Materialstärke verformen kann. Also wenn man mal zum Beispiel guckt, wir haben hier eine 12 mm, die klassischen Solids, das sind die Unifarbtöne, da wird offiziell vorgegeben, kleinstmöglicher Radius 50 mm. Ich weiß aus der Praxis, dass auch engere Radien gehen, bei einer weißen. Bei einer roten zum Beispiel muss ich aufpassen, wenn ich die zu eng biege, habe ich eine Aufhellung im Biegebereich. Also das ist eben so, da muss man eben aufpassen. Deswegen diese Mindestradien einfach beachten. Und wenn ich eine grob strukturierte habe, sowas wie hier, ne, die kann ich halt wiederum nur auf 200 mm kleinsten Radius biegen. Ne. Also das sind so Fakten, die ich vorher mir überlegen muss, die ich beachten muss. Wenn da Fragen dazu sind, gerne mit uns Kontakt aufnehmen, sprechen wir gerne durch. Dann brauche ich natürlich irgendwelche Formen, wie sowas wie hier, die auf eine CNC-Maschine gefräst sind, Positiv-Negativ-Form. Wenn ich sowas wie draußen habe, eine Vakuumpresse habe, dann reicht uns eben nur eine Form aus. Die optimale Temperatur liegt ungefähr zwischen 155 und 175 Grad. Das ist die optimale Temperatur zum Verformen. Wir hatten heute aber schon das Thema, also auch mit der Furnierpresse funktionieren große Radien. Also wenn ich 140 Grad habe, kann ich auch große Radien verformen. Oder wenn ich ein dünnes Material gehe mit 4 mm, kann ich natürlich auch nochmal mit geringerer Temperatur andere Radien ziehen wie bei 12 mm. Wichtig ist auch, wenn ihr verformt, optimal ist, wenn die Kanten alle entgratet oder leicht abgerundet sind. Da geht es uns wieder darum, dass beim Fräsen oder gerade beim Sägen keine Einschlüsse entstanden sind, die jetzt bei 160 Grad, also Raumtemperatur 20 Grad, plötzlich 160 Grad, habe ich natürlich ein Arbeiten vom Material und Spannungen drauf, dass hier eben nicht das Material reißt. Also deswegen Radien anfahren und eben natürlich auch überprüfen, ob die Fläche in Ordnung ist. Wenn ich dann schon Riss drin habe, dann kann ich erst reinlegen, weil die wird zu 99,9% zu Bruch gehen. Alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir jetzt draußen. Also das heißt, wir gehen jetzt einfach in diesen Raum da hinten rein und gucken uns das einfach mal live an. Andreas, du gehst mit und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. So, also wie Sie sehen, das ist jetzt mal so den Blick in diese Vakuumpresse mit hinein. Der Herr Heine wird das jetzt gerade, das Material liegt schon drinnen. Hier sieht man jetzt einfach mal ein paar Formen, weil die Firma Heine macht zum Beispiel auch sehr viel Acrylverformungen. Also das ist jetzt hier alles machbar mit dieser Vakuumtechnik in dem Fall.
Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Das Material wurde gerade reingelegt, wie erwähnt, circa 10 bis 15 Minuten, bis das durchgetempert ist. Hier einfach diverse Anwendungsbeispiele, wo man das Material sieht. Wir arbeiten jetzt hier mit unserem Standardmaterial. Das heißt, wir können hier kleinste Radien von circa 50 mm arbeiten. Es ist keine Intense oder keine Ultraplatte, die ich noch deutlich enger biegen kann. Mal den mit rein, ne? Wie bitte? Nimm den mal mit rein. Wir bringen jetzt hier den Kollegen mal noch ein paar Beispiele. Also hier zum Beispiel zum Sehen, gerade bei diesen zwei, wir haben hier einmal unser Standardmaterial auf 160 Grad getempert und dann eben einfach verzwirbelt. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel unser Ultraforming-Material. Man sieht hier deutlich, dass das Ultraforming-Material natürlich viel, viel enger verformt werden kann wie das Standardmaterial. Also an diesem einfachen Beispiel sehr gut zu sehen. Diese beiden sind im Prinzip so Sitzelemente oder Stehelemente. Auch hier ist es belastbar. Also ich kann wirklich draufstehen. Ich habe nach dem Verformen die gleiche Härte wie vor dem Verformen. Also sieht man an diesem Beispiel eigentlich auch sehr, sehr schön. Das hier zum Beispiel, genau was der Kollege jetzt gerade eingefangen hat, das ist jetzt diese 12 mm Ultraforming-Platte über diese Verformung oder Form gelegt, die Firma Heine hier hat. Wenn man genau hingesehen hat, sieht man wirklich diese Pick-up-Kontur. Genau hier sieht man das Ganze auf Acrylglasbasis oder auf einem dünnen Material, was wir hinten eben gerade vorher auf der 12 mm dicken Variante gesehen haben. Und da sieht man jetzt auch schön, wie das Material sich staucht in den Eckbereichen. Also kann man da auch ganz gut sehen. Also das sind alles immer Produkte, die jetzt hier über diese Vakuummembranen hergestellt worden sind. Also der Herr Heine hat gerade eben geguckt, wie die Temperatur ist, wie das Material sich verhält. Ja, wir sehen hier ist eine Columbus-Vakuumpresse. Es gibt natürlich auch noch verschiedenste andere Hersteller. Da muss man sich einfach überlegen, welche man sich anschaffen will. Wichtig ist nur grundsätzlich, dass wenn wir die Membranen verwenden, dass die Temperaturen für Heimex aushält. Sprich, die Membran muss 160 Grad Temperatur aushalten. So, also
wir werden mal gucken. Ich denke mal, dass die Temperatur bald erreicht ist. Jawohl, der Herr Heine zieht sich schon die Handschuhe an. Also das ist natürlich empfehlenswert. Bei 160 Grad Celsius zieht er die jetzt nicht an, weil es ihm kalt ist, sondern wirklich, weil das Material jetzt hoffentlich durchgetempert ist. Und da natürlich auf jeden Fall Handschuhe anziehen, damit sich hier eben keine Verletzungen passieren. Hier ist natürlich optimal, wir haben unten das Heizelement und oben die Vakuumpresse. Jetzt sieht man schön, ja, er hat es geguckt, wie flexibel ist es schon. Und man sieht es einfach mal gerade bei diesen dünnen Streifen, genau, er nimmt es raus und hält es wie so ein Gummilappen in der Hand, wie eine Peitsche. Und da sieht man mal, wie flexibel jetzt dieser harte Werkstoff geworden ist. Ja, jetzt wird die Kollegin genötigt, auch Handschuhe anzuziehen und darf mal mit dem Material jetzt arbeiten. Und ich glaube aber, man sieht jetzt hier schon mal ganz gut, wie flexibel dieser Werkstoff geworden ist. Ja, die Frage, was soll ich jetzt machen? Aber das ist einfach jetzt hier geht es einfach darum zu sehen, dass das Material einfach weich ist, flexibel ist. Ich mache jetzt hier unseren klassischen Knoten, macht die Kollegin jetzt. Also mit welchem Werkstoff kann ich sowas sonst machen? So, jetzt muss ich natürlich, bis das ausgehärtet ist, das Material ungefähr 45 Minuten in der Wand halten. Man kann natürlich ein schockartiges Auskühlen machen. So, wir haben gerade mal kurz diesen Eimer mit Wasser gesehen. Kann ich natürlich reinschmeißen. Sollte ich aber nicht mit irgendwelchen Kundenprojekten machen, weil dann ich ein schockartiges Aufkühlen habe, was eben zu Spannungen dann wieder führt. Ne? Ja, wir haben ja noch Material drin, genau, der nächste. Ist natürlich jetzt für die Leute, die jetzt hier live dabei sind, nochmal ein anderes Erlebnis wie online. Wir versuchen das irgendwie, sie Ihnen auch mit zu übermitteln. Ich hoffe, das kommt auch so rüber, aber man sieht, glaube ich, ganz gut, wie flexibel das Ganze ist. Ja, die Kollegin hält ihren Knoten immer noch. Ist natürlich jetzt hier auch ein dünneres Material. Es ist hier nicht 12 mm, sondern, glaube ich, 4 oder 6 mm. Und das natürlich perfekt zu machen. Ja, hier nochmal unseren Pickup, den wir mal vor ein paar Jahren hier gemacht haben. Also man sieht sehr gut die Konturen. Man kann erkennen, dass es wirklich eine Karosserie sein soll. Das funktioniert halt auch mit 12 mm Materialdicke mit der Ultraformingplatte. Jetzt wird die Vakuumpresse aufgefahren. Jetzt sieht man die auch, weil die haben oben, wie gesagt, die Membran auch nochmal in der Wärmekammer mit drin. Da sieht man jetzt auch die Membran. Wie gesagt, da bitte unbedingt aufpassen, wer Mineralstoffe formen will, dass es wirklich die 160 Grad einsetzt. Hier haben wir jetzt mal eine einfache Form gewählt, wo wir jetzt einfach dann das Material auflegen wollen. Vorteil natürlich bei einer Vakuumpresse, ich brauche keine Gegenform, mir reicht eine einfache Form einfach aus. Ich denke, jetzt wird es 12 mm Material sein. Man sieht auch die gleiche Flexibilität, wird es drauf gemacht. Natürlich bei irgendwelchen Kundenprojekten muss ich es dementsprechend fixieren oder dann eben auch, dass es eben in der Form eben auch bleibt. Wie gesagt, hier ein einfaches Beispiel. Jetzt wird die Presse wieder zugefahren. Genau, man kann jetzt oben durch das Fenster, sehen wir jetzt dann, wie das Vakuum dann erzeugt wird. Genau, da sieht man es jetzt. So, und dann wird das Vakuum hergestellt und dann sieht man, wie sich die Membran wirklich schön um die Form rumlegt. Jetzt muss ich natürlich dann das ein bisschen im Vakuum drin lassen. Das heißt, bis das Material ausgekühlt wird, ja, je nachdem, wie groß das Ganze ist, circa 45 Minuten, dann kann ich das Material auch aus einer Positiv-Negativ-Form wieder rausnehmen. Dann hat es im Prinzip eine Oberfläche, die handwarm ist, die ich auch wieder anfassen kann.
Das da oben ist keine Temperatur. Bin ich jetzt mir nicht sicher. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die Frage kam jetzt gerade hier, ob auch oben Temperatur nochmal erheizt wird, aber theoretisch eigentlich nicht, weil es muss es eigentlich abkühlen. Ne? Also hier ist vielleicht der Vorteil, dass das Material langsam und gleichmäßig abkühlen kann. Ja, genau. Jetzt sieht man ganz schön, wie sie das Hi-Max um diese Form gelegt hat. Und jetzt muss ich eben abwarten, bis es ausgekühlt ist, wieder auf Raumtemperatur. Also weitere können wir probieren, wie sich das Material verhält. Ich bin jetzt mal parallel wieder am Bildschirm, also ich bin jetzt nicht beim Vakuum mit dabei. Habe jetzt gerade mal den Chat angeschaut, ob da neue Fragen gekommen sind. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir nicht in dem Raum sitzen oder stehen, wo jetzt gerade der Heizofen auf ist, weil wie gesagt, da kommen jetzt 160 Grad raus. Ja, brauchen wir jetzt nicht noch zusätzlich den hohen Außentemperaturen noch mit dazu. Ja, hier kommen die tollsten Ideen, was man mit dem Material machen kann. Genau hier wieder jetzt auch das Material natürlich dann fixiert. Wenn ich es aus der Form genommen habe, muss ich es natürlich fixieren. Auch hier sieht man jetzt mal diese engen Radien, die trotzdem auch wiederum möglich sind mit dem Material. Und einfach mit bloßer Hand zusammengefaltet. Und wie gesagt, danach, wenn es abgekühlt ist, habe ich wieder die gleiche Härte wie zuvor auch. Wenn jetzt Fragen noch sind, gerne den Chat nutzen. Also wir versuchen die Fragen natürlich auch online zu beantworten. Ansonsten schauen wir einfach die Bilder an, wie die Kollegin jetzt hier mit dem Material kämpft. Und auch hier wieder dieses Material verformt, also eine harte Platte, die durch Temperatur, ja wie ein Thermoplast typisch, eben wieder verformt werden kann. Genau. Könnte noch heiß sein, also die Finger dann lieber nicht so anfassen, sondern wirklich Handschuhe benutzen. Wie gesagt, wir haben Grundtemperatur ca. 160 Grad gehabt.
Ja, um das nicht unnötig jetzt in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause noch. Die Kollegen spielen jetzt drin noch mit dem Material rum. Ich würde sagen, jetzt ist 10 nach 1 ungefähr. Lassen Sie uns einfach 10 Minuten Pause machen, dass wir um 13.20 Uhr wieder fortfahren kommen. Dann können wir noch mal ein paar Fragen beantworten, die entweder zum Thermoforming aufgefallen sind. Ansonsten gehen wir noch mal auf die Gestaltung mit Licht ein und ja, bewegen uns dann langsam dem Ende zu. Okay, ich habe jetzt hier noch mal einfach mal ein paar Beispiele noch mal an die Wand geworfen, um mal zu sehen, was man hier raus machen kann. Also das ist jetzt hier ja ein Meisterprüfungsprojekt. Das hat wirklich einer an der Meisterschule Schwäbisch Hall, hat eben sein Terrarium aus Hi-Max gebaut, mit Verformung, mit Fräsen, mit allem drum und dran. Also sieht man ganz schön, was der Werkstoff alles hergibt, noch jetzt hier als fertiges Produkt, sage ich mal. Hier auch nochmal, das ist jetzt auch Schwäbisch Gmünd zum Beispiel, das ist die Bahnhofsunterführung, wo eben das Material teilflächig verformt wird. Und unter diesen Verformungen, unter diesen Auswölbungen sitzt dann die LED-Beleuchtung. Also sowas kann man mit dem Material perfekt herstellen. Auch hier ein schönes Beispiel. Alles, was jetzt hier weiß ist, um diesen Tresen rum, sei es die Front, sei es die Oberflächen hier oben rum, alles aus Mineralwerkstoff hergestellt. Hier drüben der Handlauf, also komplett verformt, dreidimensionell. Im Prinzip ähnlich, wie wir es jetzt hier im Kleinen versucht haben zu zeigen, mit einer Vakuumpresse kann man sowas natürlich perfekt herstellen. Gut, gibt es denn von Ihrer Seite aus nur zum Verformen noch ein paar Fragen? Nein. Keine Brandblasen bekommen? Alles gut. Also dicke Hornhaut. Okay, alles gut gegangen. Okay, nein, wir hoffen, dass wir Sie da alle ein bisschen so mit abholen konnten, was das Material hat. Ich glaube, man hat es ganz deutlich gesehen. Ich habe wirklich einen Werkstoff, der steinhart ist und danach habe ich so einen Gummilappen in der Hand, der sie plötzlich dreidimensionell verformen lässt und danach habe ich wieder die gleiche Härte dann eben dann. Ne? Gut, dann vielleicht zum Abschluss noch. Wir sind gut in der Zeit. Freut mich auch, dass wirklich nur so viele bei der Stange geblieben sind. Gerade online ist es immer ein bisschen schwierig. Wir gehen noch mal kurz auf die Hinterleuchtung vom Material ein und gucken uns das einfach auch noch mal an. Wie erwähnt, haben wir natürlich diverse Materialien, die an sich schon mal für die Hinterleuchtung geeignet sind. Wie gesagt, unser Glühbirnensymbol mit dabei, wo man das perfekt eben sieht. Ich kann das Material hinterleuchten, sowas wie hier zum Beispiel. Ich kann es natürlich auch das gleiche Material irgendwie als Waschtisch einsetzen. Dann muss ich hier zum Beispiel das Material einmal ablackieren. Das ist das Gleiche, was man mal hat. Man kann das Material lackieren. Und hier wird es eben auch lackiert, dass eben das Licht nicht durch kann. Ne? Hier drüben nochmal so ein Element. Das ist diese Pavia, wo man hinterleuchtet hat. Also klassische Materialien, die einfach für die Hinterleuchtung verwendet werden kann. Ich kann natürlich auch, ja, hier ist nochmal eine Gegenüberstellung von den Materialien, von dem blickdichten Solid-Material zu dem transluzenten Material. Da sieht man mal, das eine Material lässt eben schon mal 7% mehr Licht durch. Ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, auch das Material zu schwächen. Hier an dem Beispiel ist es jetzt einfach mal auf 6 mm runtergefräst. Somit kriege ich ca. 18% Licht durch und kann dann natürlich perfekt zum Beispiel solche Dresenverblendungen machen, wo einfach ein Logo hinterfräst ist, wo einfach Strukturen mit dabei sind. Und so kann man dann einfach wieder gestalterisch wieder mit dem Material arbeiten. Also hier ist es das klassische blickdichte Material, was hinterfräst wird, 6 mm und dann geht eben Licht wiederum durch. Ne? Hier wieder ein paar Beispiele. Hier sind eben aus dem opalen Material, hoppala, wurden solche Tonnen hergestellt, ne? Wo eben jetzt Waschtische dargestellt sind. Beleuchtet kann man wiederum viel machen. Ja, eine klassische Thekenanwendung. Man sieht es hier, dieses Logo und diese Strukturen hier sind ausgefräst von der Rückseite. Vorteil ist, ihr habt von vorne natürlich eine schöne, geschlossene, homogene Fläche. Es setzt sich kein Staub an, ist leicht zum Pflegen und die Hinterfräsung ist auf der Rückseite in dem Fall. Hier auch natürlich ein schönes Beispiel, das ist unser klassisches transluzentes Material in Opal, also das Weiße. Und natürlich kann ich auch mit farbigem Licht spielen, also hier grün hinterleuchtet oder rot hinterleuchtet und schon bekommt der Raum ein ganz anderes Ambiente und er strahlt ganz anders dann. Ja, das hat man vorhin schon angesprochen, das war unser Globetrotter Store. Da ging es eben um die Verklebungen schon, auch hier wieder schönes Element, wo man mit Licht eben spielen kann, das Ganze.
relativ neues Projekt aus dem vergangenen Jahr war das, glaube ich. Das ist eben so eine Dresenanlage in einem hochwertigen Bar, sage ich mal, wo eben auch Material wieder marmoriertes hinterleuchtet ist. Hier ist es zum Beispiel die Ispani gewesen, wo wir mit Material und mit Licht eben bearbeitet haben. Auch hier ganz gut zu sehen, das hat Frau Fink schon mal kurz angesprochen, hier sehe ich ganz gut, wie sich eben diese Unterkonstruktion gegebenenfalls abzeichnen kann, weil ich brauche halt irgendwie eine Aussteifung, damit sich das Material nicht durchbiegt. Auch hier nochmal, natürlich funktioniert es nicht nur bei Weiß, sondern auch bei Gelb. Das heißt, hier ist es jetzt die Bananagelb, die wir hinterfräst haben. Bleibt das Material stehen und dann kann ich eben solche Gestaltungen machen, wie hier Wandelemente, wo dann die Straße und die Hausnummer hinterfräst ist. Gut. So viel nochmal ein kleiner Exkursion in die Hinterleuchtung. Ich weiß nicht, gibt es dazu noch Fragen von euch? Ich merke schon, die Wärme macht uns zu schaffen. Ich habe jetzt gerade eine Frage bekommen. Wie man eine Hohlkehle herstellt. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wir haben das mal versucht. Ich weiß nicht, ob es der Michael jetzt mal einfangen kann hier. Wenn man mal die Rückseite von diesem Muster mal anschaut, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kamera muss es sein, genau. Da ist es jetzt zum Beispiel, das ist jetzt hier der klassische mal Ausdruck aus der Albin-Graus-Broschüre. Hier haben wir mal dargestellt, wie eine Hohlkehle hergestellt werden kann. Also es gibt hier einen Aufbau, ist im Prinzip immer gleich. Ich mache in meiner Grundplatte einen Falz rein, klebe in diesem Falz wieder einen Streifen rein und setze obendrauf nochmal einen Streifen. Und dann wird eben jetzt hier in dem Fall mit dieser Hohlkehlenfräsmaschine eine Hohlkehle eingefräst. Sieht man dann an diesem Beispiel und hier. Und schlussendlich habe ich dann das fertige Element, sollte dann so in der Art und Weise aussehen, dass ich dann hier eben diese Hohlkehle eben habe dann. Also auch hier besteht es aus mehreren Elementen, die miteinander verklebt sind. Und auch hier ist immer nur zu beachten, dass diese Verklebungen 90 Grad bleiben. Das heißt, dass wenn ich ins Material reinfräse, die Klebefuge nicht breiter wird, weil wenn die Klebefuge breiter wird, kann sie sich wieder abzeichnen. Hier gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Es gibt auch Kollegen, die haben sich einfach einen langen Fräser angeschafft auf der CNC-Maschine und fräsen dann auf der CNC-Maschine die Hohlkehle ein. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja, hier in der Albin-Graus-Broschüre ist es eben so eine Hohlkehlmaschine dargestellt. Die gibt es von Vigoma, gibt es eben auch eine. Aber im Prinzip ist der Aufbau immer ähnlich, hier oben dargestellt, um eben diese Hohlkehle herzustellen. Wenn da nochmal nähere Fragen sind, können wir gerne nochmal im Nachgang drauf eingehen. Haben wir jetzt einfach nochmal kurz eben angerissen, das Ganze. Sonst noch Fragen? Welche Materialien muss stehen bleiben bei Muss, ja, ist die Frage. Also es ist, wir haben jetzt hier das Beispiel, diese waren jetzt mit 6 mm, wo stehen bleiben muss. Ich kann das Material natürlich dünner fräsen, bis auf 3 mm. Muss halt aufpassen, dass mir nicht irgendwie das Material dann in dem Bereich bricht. Wir hatten mal einen Fall, das war eine klassische Theken-Anwendung. Da wurde eben ein Leuchtband eingesetzt, was hinterfräst war. Und das war dann aber genau in dem Bereich, wo die Kunden mit dem Knie dagegen gestoßen sind. Und das war auf 3 mm hintergefräst und irgendwann ist das Material gebrochen, weil einer dumm dagegen geschlagen ist. Also da muss man aufpassen. In der Regel reichen es 6 mm aus, dass stehen bleibt. Gegebenenfalls kann man es mit Acryl wieder auffüllen, dass man eine Acrylplatte einklebt oder dass man mit flüssigem Acryl das Ganze aufführt. Gut, sonst noch Fragen? Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal angeschaut im Internet. Es gibt eine Vielzahl von Broschüren, die teilweise gedruckt zur Verfügung stehen, die als PDF zur Verfügung stehen. Einfach auf die Internetseite heimex.eu gehen, kann man sich die dort eben alle runterladen. Es gibt natürlich auch hier diese Verarbeitungshinweise. Wir werden diese auch für die Online-Teilnehmer, die werden im Anschluss ein E-Mail bekommen, wo sie sich dann hier diese Broschüren runterladen können. Von dem her, das stellen wir zur Verfügung. Natürlich auch die offizielle Verarbeitungshinweise können wir gerne per E-Mail schicken oder ihr schreibt uns an. Vorne liegen meine Visitenkarten, einfach Kontakt mit aufnehmen. Können wir natürlich auch gerne zur Verfügung stellen dann. Ne? Ja, ansonsten, weiß ich nicht, gibt es noch Fragen? Wir fragen mal den Herrn an der Technik, ob aus dem Chat noch Fragen gekommen sind. Nein.
dann würde ich einfach sagen, aufgrund auch der Temperatur, wir wollen es jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich würde mich einfach mal ganz recht herzlich bedanken für die Teilnahme, natürlich hier vor Ort, für die Leute, die via Zoom mit dabei teilgenommen haben. Ja, vielen, vielen Dank an die Firma Heine, dass wir natürlich wieder da sein durften, der ja, das Essen besorgt hat und so weiter. Also besten Dank dafür. Besten Dank an den Michael, der hier hinten mit sich hinter seinen zwei Bildschirmen immer noch versteckt, den keiner zu gesehen bekommt. Aber dass es auch funktioniert hat mit der Übertragung ins Internet. Natürlich an die Kollegin von Klöpferholz, die hier in tiefen Fachgesprächen vertieft ist. Besten Dank für die Organisation, für die Einladungen. Also danke, dass das alles so reibungslos geklappt hat. In dem Fall würde ich sagen, für unsere Online-Besucher besten Dank. Wir werden jetzt einfach dieses Zoom-Meeting in dem Fall jetzt beenden. Für die Kollegen, die hier sind, wenn noch Fragen sind, gerne nochmal Fragen auf uns zukommen. Wir sind sicherlich noch ein paar Minuten da und können sicherlich nur die eine oder andere Frage beantworten. Ansonsten in diesem Sinne, gutes Nachhausekommen, schönen, nicht so warmen Mittwochnachmittag und würden mich freuen, wenn wir uns natürlich wieder mal sehen, in welcher Runde auch immer. Besten Dank. Danke.